Danke, André, dafür, dass du uns nach Tatooine geschickt hast. Ja, normalerweise wird jetzt einfach der Countdown runterlaufen, ihr hört irgendeine generische Musik. Nope, diesmal gibt es aufgezeichneten Eve und aufgezeichneten Hocker und aufgezeichneten Sebastian. Kommt her. Hocker hat viel einfacher als ich. Letztes Jahr hatten wir eine Sommer-Live-Show zu Loki. Diesmal steht alles im Zeichen von Star Wars. Wir sprechen über die originale Trilogie, die Prequels, die Sequels, auch die Serien. Wir haben großartige Gäste. Sebastian von Filmstarts, David Hein von Behind, Roos von Roos World. Es wird eine Quizshow geben. Ja, ich probiere mich als Quizmaster. Sorry, Cinema Strikes Back. Ich weiß, für eine Handvoll Donuts bleibt das Quizformat schlechthin, aber dieses eine Mal traue ich mich. Wir haben ja auch keine Donuts. Wir haben nur Grillwurst und Grillfleisch. Ja, wir grillen auch noch, aber das werdet ihr nicht tun. Aber hey, die Donuts habe ich ja bei euch eh schon gewonnen. Ganz egal, es geht gleich los. Ich freue mich auf meine Gäste. Ich freue mich vor allem auf euch. Ja. Hallo, liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu unserer großen Sommershow. Letztes Jahr haben wir damit angefangen. Im Herbst. Mhm. Aber es ist sonnig genug, finde ich, dass es durchgeht, noch als Sommershow. Wir hatten die geplant eigentlich für den Juli und dann bin ich so lange ausgefallen. Aber ich bin zurück und wir wollten euch dieses Gefühl, die letzten Sonnenstrahlen dieses Jahres genießen zu können, mit uns. Letztes Jahr war alles im Zeichen von Loki. Heute ist Star Wars mal wieder Thema. Das heißt, wir sprechen sehr ausgiebig heute über die drei Epochen von Star Wars. Die Originaltrilogie, die Prequel-Trilogie, die Sequel-Trilogie. Es wird auch tatsächlich noch ein Star Wars-Quiz geben. Und crazy. Ich habe wundervolle Gäste. Und weil ich so bekannt dafür bin, Sachen zu ranken, werden meine Gäste tatsächlich die Star Wars-Filme auch nochmal für sich ranken. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr, sehr witziger Abend mit allen drum und dran. Und zum Schluss habe ich gehört, grillen wir noch ein bisschen? Habe ich auch gehört, ja. Sebastian ist mein erster Gast und ist auch für die Community verantwortlich. Das heißt, wie er das immer so gut macht und multitaskingfähig ist, ich habe keine Ahnung, ich könnte das nicht. Nichtsdestotrotz ist es wundervoll, dich begrüßen zu können als allerersten. Deswegen, komm mal her. Danke dir. Und wie wir wissen, sind wir große, große, große Star Wars-Fans, auch wenn mir häufig unterstellt wird, etwas anderes zu sein. Aber wir beide werden heute über die Originaltrilogie sprechen. Das ist korrekt. Bevor wir das allerdings tun, musst du und muss ich, nochmal alle Star Wars-Filme ranken, nur die Episodenfilme. Wo ist unser wundervolles Board dafür? Weiß ich. Wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal bei Dennis Brinkmann für 20 Euro. Oh, vielen, vielen Dank, Dennis. Dennis schreibt, ich liebe eure Videos auf jedem eurer Kanäle. Macht bitte alle weiter so. Ein paar Fragen hätte ich aber doch. Ranking der Filme. Kommt er jetzt hier? Ranking der Filme. Hardy müht sich ab. Verliert wundervoll irgendwelche Sachen. Jetzt muss nur die Regie sagen, ob man auch alles gut sehen kann. Ich hoffe, man kann alles gut sehen. Keine Ahnung, wir werden... Wir erlauben uns jetzt erstmal ein kleines Ranking. Es wird sehr spannend sein. Ich mache das ja eh alle zwei Sekunden. Ich wollte gerade sagen, mal schauen, wie gut du darin bist. Ich hasse sowas. Du hast sowas? Ja, weil ich mich immer nicht entscheiden kann. Deswegen bist du auf Filmstarts und ich auf Moviepilot. Genau, wie ich weiß. Ich habe keine Ahnung, wie wir was machen. Okay, ich würde sagen... Wir nehmen die alle erstmal runter. Ja, das ist ja langweilig. Das ist ja wichtig. Gut, ich weiß ganz klar, was meine Nummer 9 ist. Das ist Episode 6. Star Wars Episode 8. Achso, wie macht man das? Ich muss zu diesem Film leider nicht mehr viel sagen. Ich finde, keine Ahnung. Ich stehe genau im Bild hier, ne? Das ist furchtbar. Irgendwas ist runtergefallen. Es ist nur mein Getränk. Eve hat es hingekriegt. Ich habe es jetzt schon hinbekommen. Es ist genau das passiert, was ich erwartet habe. Von mir? Ja. Immer. Ja, natürlich. Es ist vollkommen so, okay. So, also Episode 2 kommt bei mir nach ganz unten, leider. Episode 2? Ja. Okay. Episode 1 kommt direkt danach. Dann, jetzt wird's schwierig, Episode 2 ist bei mir auf der 8. Was machen wir denn hier?
Das Witzige ist, ich habe die ja schon mal auf Moviepilot gerankt, das ist lange her. Und es kann sein, dass es sich ein bisschen was verändert hat. Episode 1. Wie machen wir das denn? Ich bin verwirrt. Es ist sehr, sehr schwer. Dann 9. Ich glaube, wir müssen ein bisschen dichter zu dir rankommen. Ist vollkommen okay. Also mit, ich glaube, was sich sehr verändert hat, ist, dass Episode 3 bei mir einen höheren Stellenwert mittlerweile hat. Warte. So, zack, jetzt kommt dann die 7. Okay. Und dann und jetzt halt einfach. Halt die Königsklasse kommt jetzt. Zack. Oh Gott, guck mal. Oh, du bist da viel besser als ich. Aber das hat trotzdem ein bisschen gehauen. So. Hätten wir das jetzt noch kommentieren müssen, weil man wahrscheinlich nicht erkennt. Nee, ich werde dich gleich fragen. Also ist so vollkommen okay. So, also, guck mal. Sag mal, irgendwie. So, gleich haben wir es. Die von Grobmotorik ist immer ja, das wissen sehr wenige, dass ich sau grobmotorik bin. Vielleicht habe ich mich da schon gerade entlarvt mit meinem Getränk schon. Aber schon. Zack, so würde ich sie ranken. Ranken. Episode 8, Episode 2, Episode 1, Episode 9, Episode 7, Episode 3, Episode 4, Episode 6. Ich finde Return of the Jedi kriminell unterschätzt. Mhm. Und auf der Nummer 1, The Empire Strikes Back. Erklär mir dein Ranking. Meins muss ich nicht mehr erklären, ich habe das schon viel zu häufig gemacht auf Moviepilot. Ja, mein Ranking ist eigentlich auch, also die Prequels ganz, ganz unten. Alle drei unter den Sequels? Ja. Das ist spannend. Angefangen bei Teil 2, den ich wirklich für den schlechtesten halte, dann Episode 1, der mich einfach damals wahnsinnig enttäuscht hat, weil ich wirklich gedacht habe, so, warum? Ja, verstehe ich. Dann Episode 3 finde ich immer noch der beste der Prequels. Aber schlechter als alle Sequels? Ja. Das ist interessant. Das ja, ist sehr interessant. Ich gehöre ja trotzdem irgendwie immer noch zu denen, die Sequels doch ein bisschen mögen. Episode 8. Episode, wie gesagt, die Sequels, da redet ihr nachher noch drüber, ja. Die Sequels sind halt Banane. Ja. Aber so gefühlt, Episode 9 mag ich einfach, weil er einfach versucht zu sagen, okay, was war Episode 8? So, ich mache einfach irgendwie mein Ding. Und ja, dann alles andere. Platz 1 bis 3 ist ja. Ach so, nee, warte mal, was haben wir denn? Na, wir sind fast, du magst A New Hope mehr als Return of the Jedi, verstehe ich das richtig? Ja, genau, ja, stimmt. Ja, okay, das ist dieser halt ewige Krieg, was ja, ist besser? Ja, das ist glaube ich, wie, wie ist Pate 1 besser als Pate 2? Oder? Was sagen wir auf 3, wer ist besser, Pate 1 oder 2? Pate 2. Oh, wirklich? Ja, ich mag Pate 2 mehr. Nee, Pate 1 finde ich irgendwie den runderen Film einfach so. Dann fangen wir doch mal an und sprechen über Filmgeschichte. Wir sprechen tatsächlich, weißt du, ich fühle mich jetzt auch so ein bisschen wohl, ich bin gerade in meiner Comfortzone, weil ich muss mich ja immer den Kommentaren stellen. Und das Internet kann ja auch ein bisschen gemein sein, ich kann aber auch ein bisschen gemein sein. Deswegen, ich will mich jetzt auch nicht irgendwie direkt entschuldigen müssen, weil ich habe es ja auch irgendwo verdient. Wer kontroverse Meinungen hat, muss auch mit kontroversen Meinungen im Internet umgehen können und das kann ich. Aber heute kann ich mit dir mal über das sprechen, was ich an Star Wars am meisten liebe. Und das sind diese drei originalen Filme. Und deswegen frage ich dich jetzt einfach mal direkt, wann hast du das allererste Mal Star Wars? Also damals hieß ja auch nur Star Wars oder Krieg der Sterne. Ich kenne es noch unter Krieg der Sterne, weil wir konnten nicht so gut Englisch damals. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war 5 oder so. Okay. 5, 6? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich den Episode 4, damals, als die Special Edition nochmal ins Kino gekommen ist, 1997, ja. War ich mit meinem Papa im Kino und habe den nochmal im Kino gesehen. Alle drei oder? Nein, nur den ersten Krieg der Sterne. Was lustig ist, weil immer, wenn ich diese Geschichte meinem Vater erzähle, kann er sich null daran erinnern, dass er jemals mit mir diesen Film im Kino gesehen hat. Aber ja, deswegen, also das, glaube ich, war für mich echt so. Dieser, wie gesagt, damals irgendwie im Fernsehen geguckt hat. Mhm. Ja, also es war nicht mal so, dass ich das groß verfolgt hätte oder so. Ich glaube, so die große Leidenschaft, dass ich das regelmäßig verfolgt habe, kam halt erst, als ich angefangen habe, auch irgendwie mich als Film-Nerd zu identifizieren. Also, ja. Das Witzige ist, ich habe eine ähnliche Geschichte, nur ich war nicht so glücklich. Meine Mutter ist tatsächlich in die Special Extended Edition ins Kino gegangen damals und hat mich nicht mitgenommen. Schweinerei. Das werde ich ihr beim nächsten Mal sagen, wenn ich sie sehe. Ich wurde herangeführt an Star Wars tatsächlich auch familiär. Also ist das nicht immer so? Also ich meine, ich habe meinem kleinen Bruder damals gezeigt, der
nur die Prequels kannte. Und als ich meinte, ja, hast du die anderen drei Filme gesehen? Wie, da gibt es andere drei Filme? Ja. Yeah. So, ich gedacht, so, was ist kaputt mit dir? Natürlich gibt es andere drei Filme. Ja, also ich wurde herangeführt von meinem älteren Bruder. Das Witzige ist, ich weiß gar nicht, ob der sich noch daran erinnern kann, weil es ist ähnlich wie bei deinem Vater. Mein Bruder ist jetzt nicht der größte Filmfan, aber er hat mir damals den allerersten Star Wars Film gezeigt. Und damals ist es so witzig, wie sich auch das Mindset verändert, weil Star Wars ist ja was, was jeden ansprechen soll. Das ist für die ganz Kleinen, aber es ist auch was für die Großen. Deswegen war es ja dann auch gerade mit Episode 1 vielleicht ein bisschen schwer, auch die Größeren anzusprechen, weil viele haben den Film unterstellt, ein Kinderfilm zu sein. Mhm. Aber dazu komme ich noch im Gespräch mit Ruth. Dass meine Bezugsperson, als ich damals, also mein Charakter, den ich am meisten mochte, als ich damals Star Wars gesehen habe, das war C-3PO. Was total witzig ist, weil Leute möchten meinen, es ist Luke Skywalker oder es ist Han Solo. Aber als ich damals das allererste Mal Star Wars geguckt habe, ich hatte bis dato nur Cartoons geschaut. Ich hatte nie so einen Film, richtig einen Film gesehen mit Schauspiel, einen Spielfilm. Und auf einmal ist da so ein cooler goldener Roboter, der die Klappe nicht halten kann. Und ja, der hat mich so ein bisschen an mich selbst erinnert und das fand ich großartig. Und ich muss ganz kurz sagen, Hocker ist auch mit dabei. Hocker steht bei unseren lieben Gästen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er da im Bild mit drin ist, aber wir haben Hocker nachher auf jeden Fall auch noch irgendwo hier mit drin, weil es ist so krass, ne? Hocker hat seinen eigenen... sein Standing hier. Hocker hat sein Standing. Kann man nicht anders sagen. Ja, und Hocker ist auf jeden Fall auch da, keine Sorge. Und der erste Film, es ist so schwer, über ihn zu sprechen, weil was wurde nicht über ihn gesagt, weißt du? Ja, was wurde nicht über die Originaltrilogie gesagt? So. Also es ist ja wirklich alles drin, was man sich einfach nur wünschen kann, so an einer guten Trilogie. Und auch wenn man vielleicht nicht unbedingt mit kleinen, flauschigen Ewoks in Rückkehr der Jedi-Ritter irgendwie klarkommt, aber... Ich fand sie damals cool. Ich meine, als Kind war das, glaube ich, so einer meiner Lieblingsfilme schlechthin. Irgendwie, bis man dann halt das häufiger und häufiger guckt und sich dann sagt so, ja, okay, gut, vielleicht packe ich ihn nur auf Platz 3. Ist halt auch immer die Streitfrage, seid ihr pro Ewoks oder seid ihr anti-Ewoks? Hast du diese Ewok-Filme eigentlich jemals gesehen? Ah, die richtigen Ewok-Filme? Ja? Oh Gott, die sind zum Kotzen. Ja, ja, ich weiß, habe ich hier jetzt auch schon gelesen. Aber ich spreche von den Ewoks in Return of the Jedi, ob man die mag oder nicht mag. Die sind super. Weil ich als Kind fand sie super, dann hatte ich meine Phase, wo ich natürlich ein edgy Teenager war und dann durfte ich die nicht mögen, weil doofe Bärchen bei Siegen des Imperium. Und jetzt wieder mit dem Alter habe ich meinen Respekt für die gewonnen. Ich fand es super. Es macht auch Sinn, dass die so gut sind, weil das ist das Heimspiel, das ist ihr Planet. Mhm. Das Spannende ist, wenn du jetzt diese Trilogie schaust, im allerersten Film, Darth Vader hat Filmgeschichte geschrieben, taucht auf der Tente 4, hat da seine Szene, I find your lack of faith disturbing. Aber eigentlich hat Darth Vader... Auch ganz viele Pro-Ewoks. Na siehste. Eigentlich hat Darth Vader gar nicht so viel Screentime. Ja, ja. Wie mit jedem guten Schurken. Mhm. Also er funktioniert auch, wenn er nicht viel Screentime hat. Ne? Quasi ist Tarkin der Hauptschurke im ersten Teil. Peter Cushing in einer absolut phänomenalen Performance. Und es dauert auch echt lange, bis wir einen Luke Skywalker kennenlernen. Ich glaube, es dauert circa 15 Minuten oder so. Ja, wir haben halt ein relativ langes Intro. Ja, aus der Sicht von R2 und C-3PO. Das ist ja auch aus hier... die verborgene Festung, genau, von Kurosawa. Also wie gesagt, alle Star Wars-Fans da draußen, guckt euch Kurosawa an. Ist ja eh ein großer Einfluss auf George Lucas gewesen. Und gerade die verborgene Festung hat halt Bilder, die man 1:1 auch aus Krieg der Sterne irgendwie kennt. So, also da merkt man schon, wo sich ein George Lucas wirklich auch so Inspiration geholt, zumindest auch für die Bildsprache. Ne? Und ich meine auch dieser Wipe-Cut und so, das ist ja auch alles irgendwo, es ist ja auch schon tausendmal erzählt worden. Ich habe immer das Gefühl, man erzählt Offensichtliches. Aber was jetzt siehst du, dass Sebastian alle drei Sequels über Episode 3 macht, ist respektlos. Ja, hier wird es heute kontrovers zur Sache gehen. Was spannend ist, der Ansatz auch für den ersten Star Wars Film war auf der einen Seite so ein bisschen serielle Abenteuer à la Flash Gordon. Mhm. Es war aber auch Western mit Eastern zu verbinden. Weil wir haben da sowas wie Obi-Wan Kenobi, der wie so ein alter Samurai ist, mittlerweile in der Wüste. Haben wir auch den Revolverhelden mit Han Solo. Du hast Vader mit seinem klassischen... Das sowieso. Und wir haben den Schwertkampf der beiden Magier. Ich meine, es waren ja damals wie Space Wizards.
Aber wir haben halt auch den coolen Revolverhelden à la Han Solo. Und das war das Besondere, dass du diese beiden Genres miteinander vereinst, aber es auch irgendwie ein Märchen ist. Deswegen geht es auch darum, eine Prinzessin zu retten. Aber selbst diese Prinzessin ist nichts Typisches, weil sie nimmt selbst eine Wumme in die Hand und rettet sich teilweise selbst den Arsch, was super war. Und das war für mich auch der erste, für, ich glaube für viele draußen, der erste Kontakt zu Harrison Ford. Dessen Geschichte ja danach weitererzählt wurde. Das Lustige ist, mein erster Kontakt mit Harrison Ford bleibt trotzdem immer noch Indiana Jones. Wirklich? Das war für mich danach. Habt ihr die Filme irgendwie vorher oder weiß nicht, kann der Hauptdarsteller überhaupt hin? Mhm. Indiana Jones kam nach. Aber nee, ich überlege nur gerade, ob das zeitlich irgendwie hinhaut, wann ich Star Wars gesehen habe, wann ich, keine Ahnung, aber also, ja. Aber Harrison Ford ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und das Spannendste ist, kleiner Spoiler. Dafür, dass er diese Reihe einfach so sehr hasst, das ist irgendwie noch krasser, dass er irgendwie einfach zu einem der absoluten Fan-Favorites geworden aber ist. Aber es passt zu Han Solo, der würde diese Reihe auch hassen. Deswegen, das ist halt das Besondere an ihm. Und das ist auch erneut, man hat so viele unterschiedliche Identifikationsfiguren. Man hat so einen jungen, blauäugigen Farmjungen namens Luke Skywalker, der eigentlich die ultimative Heldenreise hat. Er fängt an naiv, er kriegt alle 2 Sekunden auf die Fresse. Er muss ja den ganzen Film eigentlich übergerettet werden. Von Obi-Wan in der Wüste, von Obi-Wan erneut in der Cantina-Bar, später von Leia und am Ende nochmal von Han. Ja, aber das ist toll. Das Gute an der klassischen Heldenreise. So, ja, du hast Struggles. Diesen Typen, von dem du dir denkst, so, okay, das soll unsere große Hoffnung für die Galaxie sein. Und dann kommt halt so ein Han Solo, der zuerst schießt und einfach einen auf coole Sau macht. Und wo du denkst, okay, und warum soll ich den anderen jetzt gut finden? Also es war immer für dich ziemlich schwer. Seid ihr eher Luke Skywalker oder Han Solo Menschen? Das interessiert mich sehr. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Okay, und Herr Tillmann schreibt, ich dachte, Eve sagt jetzt, dass Carrie Fisher sein erster Crush auf eine Celebrity war. Sie war definitiv einer davon. Ich weiß gar nicht, was mein erster war. Jessica Rabbit. das Besondere ist, wir haben ja dieses Jahr Top Gun Maverick gesehen. Und das Finale von Top Gun Maverick ist das Finale vom ersten Star Wars Film. 1:1. Aber gut gemacht. Gut gemacht vor trotzdem, aber in unsere Welt ein wenig gebracht. Aber ja, aber ein Tom Cruise macht sowas halt in real life. Der würde auch in Wirklichkeit einen X-Wing fliegen. Er will ins Weltall demnächst. Ich fand so lustig, dass der Honest Trailer zu Top Gun Maverick sagt, so nach dem Motto, ja, und dann fing Tom Cruise auch noch einen echten Krieg an, weil das war ihm alles echt. Ja, es ist so ähnlich wie Christian Bale, Method Actor, die Gags sind großartig. Das ist schon echt krass. Irgendwann, es gab doch mal, als Leo DiCaprio nie einen Oscar gewonnen hat. Oh, hier, ganz kurz. Meruem Boy hat uns 20 Schweizer Franken gespendet und schreibt, meine Lieblingscharaktere sind Vader und der Imperator. Ja. Klar, der Imperator ist echt badass, aber feier solche Antagonisten. Verstehe ich. Absolut. Und wir haben 50 Euro von Crazy bekommen. Danke. Vielen lieben Dank dafür. Verdammt, sieht es gemütlich aus bei euch. Das ist es, das ist es wirklich. Das ist mal echt eine schöne Abwechslung zu dem Studio. Ich wollte fast bockig sagen, aber es ist nicht mockig. Und heute regnet es nicht mal, das heißt, ich muss mir nicht mal meine Schuhe ausziehen. Ja, noch haben wir richtig Glück mit dem Wetter, muss ich sagen. Ja, das wird auch so bleiben. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Und das Besondere ist, der Film endet. Und es hätte gar keine Fortsetzung geben müssen. Wir haben da diese wundervolle... Aber das war ja auch nie der Plan. Ich find diese Geschichte ja immer noch lustig, dass ein George Lucas und ein Steven Spielberg irgendwie auf Hawaii zusammensitzen und ein George Lucas Schiss davor hat, dass sein komisches Ding, was er da mit Krieg der Sterne gemacht hat, irgendwie überhaupt nicht funktionieren wird. Absolut, nach dem Motto. Absolut. Und dann haben sie ihm die Bude eingerannt und dann musste es natürlich irgendwie mehr geben. Und ich meine, hier hat es ja wenigstens funktioniert, dass sie es tatsächlich richtig gemacht haben. Willst du mal einen Fun-Fact wissen über mich? Die Endsequenz von Star Wars, dem allerersten Teil, wo die nach vorne gehen und sich die Medaille holen. Diese Musik, wir durften uns einen Track aussuchen im Abi, wenn wir uns das Abitur abholen, wurde durch den ganzen Saal diese Musik geboomt, während ich nach vorne gegangen bin und mir mein Abitur abgeholt habe. Zunächst als wie Chewie auch geschrien. Ja, ich war Han Solo und habe dann auch kurz gezwinkert, der Schulleiterin. So. Und ja, das bringt uns zu The Empire Strikes Back. Meiner Meinung nach
viele sind dieser Meinung, der beste Star Wars Film aller Zeiten, eins der großartigsten Sequels aller Zeiten, und es ist auch heutzutage immer noch immer und immer wieder zitiert, wenn es darum geht, ein großartiges Sequel zu machen, das den Vorgänger auch noch toppt. Wie stehst du zu The Empire Strikes Back? Und war das schon immer dein Lieblings-Star Wars-Film? Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also ich glaube, früher war tatsächlich, also zuerst war lange Zeit natürlich Episode 4, dann war es lange Zeit tatsächlich Episode 6 und so Episode 5 ist es, glaube ich, jetzt erst so richtig geworden. So. Und ich meine, was ich bei Episode 5 immer so schwierig finde, ihn so als Einzelfilm zu betrachten. Ja, das ist auch schwer. Weil letztendlich, wir haben den krassesten, einen der krassesten Cliffhanger der Filmgeschichte. Und es geht natürlich irgendwie dann noch weiter mit Episode 6. Und deswegen gehört das irgendwie, also ich könnte auch nie einfach nur Episode 5 gucken, ohne nicht danach zu sagen... Du willst wissen, wie es ausgeht. Nein, aber ohne nicht danach mir dann auch noch gleich Teil 6 anzugucken. Und trotzdem, Episode 5 baut das natürlich alles nochmal viel stärker aus. Das Schöne ist ja auch, dass die Gruppe ja dann auch getrennt wird, sodass jeder so ein bisschen seine eigenen Wege gehen muss. Die ganze Sequenz auf Dagobah mit Yoda, das war halt damals auch schon irgendwie cool. So dieses kleine grüne Viech da, der erstmal irgendwie das Essen von Luke klaut und keine Ahnung was. Also das ist auf jeden Fall schon cool gewesen. Ja, ich war immer ein gigantischer Fan von der ganzen Eröffnungssequenz auf Hoth. Ja, ich war sowieso. Geiles Intro einfach auch. Ist auch eine meiner Lieblingsschlachten in ganz Star Wars. Und es ist der Teil, der uns die ikonische Vader-Musik, den Imperial March, gegeben hat. Den gab es im ersten Teil gar nicht. Für mich ist dieser Star Wars-Film einfach nur perfekt. Es ist auch so ein Film, der gibt dir so viel mehr, wenn es um Charaktere geht. Han Solo hat hier erst seinen richtigen Wandel. Das Hin und Her zwischen ihm und Leia ist großartig. Ich bin ein riesen Lando-Fan. Und wie er eingeführt wurde, ich so, wir haben jetzt noch einen zweiten Schmuggler, wie cool ist das? Und das ist für mich auch der Film, weshalb Vader eigentlich einer der coolsten Bad Guys ist. Aus so vielen Gründen. Ich meine, du siehst ihn hier das erste Mal verwundbar. Du siehst, dass diese Rüstung nicht nur irgendwie ein Rang ist oder Style ist oder so. Der muss sie tragen, weil du siehst ja seinen vernarbten Schädel. Und das Geile ist, der Film heißt The Empire Strikes Back. Und das machen sie halt auch konsequent, ziehen sie den ganzen Film durch. Weil wir hatten da unser schönes Märchen und die Guten gewinnen am Ende. Hier gewinnt das Imperium konsequent. Und sie sind halt auch einfach klug. Ich meine, da werde ich später mit David noch drüber sprechen. Aber gerade die Zeichnung der Schurken, dass sie noch eine Bedrohung sind, das ist etwas, was dieser Film so großartig gemacht hat. Wir wissen, dass Vader im Grunde um alles, was er im Film macht, ist Strategie, um Luke in die Falle zu locken. Alles. Ja. Hier wird gerade die Frage gestellt, wie oft schaut er die Originalfilme im Jahr? Mindestens einmal im Jahr. Ja, definitiv. Ja. Also einmal ist Pflicht. Mittlerweile tatsächlich so ein bisschen verbunden mit Rogue One. Ja. Und wenn es sich einrichten lässt, tatsächlich mit Episode 3. Ja. Ja. Und das Besondere an diesem Film ist für mich auch die Tatsache, Mark Hamill wird schauspielerisch richtig gefordert, weil ein Großteil des Films verbringt er mit einer Puppe. Und Yoda ist ein phänomenaler Charakter in diesem Film. Yoda. Ja, aber ich finde, man merkt halt auch einfach, du hast halt jetzt Charaktere, die ausgebaut sind. Das heißt, die musst du nicht mehr nochmal neu vorstellen. Und man setzt sofort eigentlich an, diese Figuren noch viel weiter auszubauen. Ja. Denen noch viel mehr Spannungen zu geben. Diese ganze Kiste zwischen Han und Leia und dass Luke getrennt ist, gleichzeitig ja immer noch auch so. So, sich so denkt, so, ich will doch aber eigentlich mit der schönen Prinzessin irgendwie rumchillen und so. Der merkwürdigste Kuss der Filmgeschichte. Ja, aber, ja, absolut. Aber vor allen Dingen, wenn man dann weiß, worauf es hinausläuft. So, es gab irgendwann einen Moment, wo Luke allein im X-Wing Fighter war und gecheckt hat, wen er da gerade geküsst hat und Leia auch und beide gemacht haben, uff. Ja, gut, mein Gott. Da wussten sie es ja noch nicht. Ist ja, Game of Thrones sagt gerade ja, halt mein Bier. Ich wollte gerade sagen, so. sie sind ja keine Targaryens, sie sind keine Lannisters. Also, das ist ja noch harmlos, halt für Kinder. Ne? Und George Lucas hat sich hier auch teilweise inspirieren lassen von Herr der Ringe. Spannenderweise. Obi-Wan kehrt zurück, wie so ein bisschen erleuchtet, aber er ist ja immer noch tot. Also er ist ein Machtgeist, so ein bisschen wie die Rückkehr von Gandalf dem Weißen.
der nur hier nicht mehr richtig aktiv werden kann. Obwohl, selbst das haben ja die Secrets dann später irgendwie. Aber Gesprächsstoff für mich und David. Das war für mich mega spannend, diese Idee, weil man hört Obi-Wans Stimme noch kurz am Ende vom ersten Teil. Und man fragt sich, ist es noch in Lukes Kopf? Ist es eine Erinnerung? Nein, er ist zurück als Geist. Für mich war das damals absolut eine Überraschung. Ich habe es nicht kommen sehen. Und erneut, Luke verkackt jede einzelne Aufgabe in diesem Film. Alle sagen ihm, bleib bei uns, du musst trainieren, bleib bei uns, du musst trainieren. Selbst Obi-Wan sagt, ich spiele jetzt mal Geist und spuke durch das Dagobah-System, damit du nicht deinen Freunden zur Hilfe eilst. Er eilt ihnen natürlich zur Hilfe. Und das finde ich spannend. Und sie haben sich halt auch noch, die haben sich etwas gesagt. Sie haben gesagt, sie machen nicht den gleichen Film nochmal. Das haben wir sehr häufig. Zum Beispiel Return of the Jedi, so sehr ich ihn liebe, und zu dem kommen wir gleich. Return of the Jedi ist schon wieder sehr nah dran am ersten Star Wars. Vom Aufbau und gerade die Sache, die sie am Ende des Films wieder machen müssen, ist genau das, was wir am Ende vom ersten Star Wars hatten. Aber hier haben sie gesagt, nee, wir machen was anderes. Wir tanzen jetzt richtig aus der Reihe, wir zeigen euch noch Welten, wie ihr sie nicht kanntet. Also von Dagobah bis Hoth bis Bespin. Bespin ist eventuell mein Lieblingsplanet in ganz Star Wars. Detailverliebt ohne Ende. Ja, und dann zum Schluss natürlich das richtige, richtige Duell, das sich bis heute, finde ich, immer noch ganz gut hält zwischen Vader und Luke. Absolut. Vor allem, wenn man sich so anguckt, das erste Duell zwischen Vader und Obi-Wan in Teil 4 ist halt, zumindest nach unserem heutigen Stand, damals, als ich das erste Mal gesehen habe, boah, krass, ich will auch so ein Schwert haben, boah, wie cool. Und ja, jetzt guckst du das heute, vor allem, es gibt das, glaube ich, doch sogar irgendwie auch auf YouTube irgendwie so krass. Es gibt eine Remastered-Version, so, ich bin aber kein Fan davon. Ich finde, es hat einen Charme, dass es so ist, wie es ist von damals, ehrlich gesagt. Ich war ja auch nicht der größte Fan von der Special Extended Edition der Star Wars Filme. Ja gut, das ist ja eh immer noch mal so eine schwierige Sache. So, ne? Ich meine, ich kann auf der einen Seite ein George Lucas irgendwo verstehen, wenn er sagt, okay, das ist mein Baby und ich hätte gerne mein Baby so, wie ich mir das vorstelle und deswegen ändere ich dir jetzt im Nachhinein noch mal irgendwie was, dass man das natürlich irgendwie nicht dann so sonderlich gut findet, weil man natürlich einfach wahnsinnig viel irgendwie mit diesen alten Sachen so aufgewachsen ist. Das ist vollkommen verständlich, aber es ist halt einfach sein gutes Recht zu sagen, okay, ich mache da halt was noch, weil es ist halt meins. So. Ich verstehe es, aber was ich immer nie verstanden habe und ich glaube, wie gesagt, Star Wars Fans haben ja schon damals für Furore gesorgt und ich bin einer davon. Aber ich glaube, es hätte nie so eine Kontroverse gegeben, wenn man die Special Extended Version veröffentlicht hätte und die alte trotzdem zur Verfügung gestellt hätte. Absolut. Es ist generell, ich glaube, Leute mögen nicht das Gefühl, dass etwas ersetzt wird, weil dann wird dir etwas weggenommen. Na klar. Weißt du? Das hatte ich sogar im Marketingunterricht damals, dieses Experiment mit der New Coke, wenn du die ganze Geschichte kennst, dass die eine vom Markt gebracht wurde, da wurde eine andere hingestellt. Und obwohl sie geschmeckt hat, man mag es nicht, dass dir etwas weggenommen wird und dir etwas anderes stattdessen serviert wird. Etwas dazu geschenkt bekommen. Ist immer toll. Aber nicht, dass ich dir jetzt sage, oh, das ist dein Lieblingsspielzeug, mit dem diesen Teddybär hattest du dein Leben lang in deinem Bett, den nehme ich dir jetzt weg und gebe dir stattdessen eine coole neue Actionfigur. Weißt du? Aber es ist dein Teddy. Und den willst du nicht verlieren. Guter Übergang, Teddybären. Teddybären sind großartig. Return of the Jedi. Erneut eine Sache, die hier spannend ist. Jabba the Hutt wurde eigentlich in der originalen Trilogie nie gezeigt. Im ersten Teil. Und wurde immer nur erwähnt, zwei Filme lang. Und dann siehst du ihn das erste Mal in Return of the Jedi. Schon geil. Hat es damals deine Erwartungen getroffen, übertroffen? Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast, ihn zu sehen? Ich gebe zu, ich war ein bisschen abgelenkt von einer gewissen Dame im goldenen Bikini, aber Jabba in seinem Palast, das war schon Hammer. Also überhaupt auch dieser ganze Palast, so dieses Düstere und dann so diese ganzen Kopfgeldjäger und die Krieger, die er da so um sich rum hat und Bib Fortuna, der die ganze Zeit irgendwie immer so hinter ihm steht und Jawana Waka. Und das ist großartig. Also Max Rebo Jabba, wird er nicht vergessen. Stimmt, Max Rebo hält. Und dieser ganze Aufbau, das ist halt auch nochmal so ein geiler
Nebenbösewicht irgendwie so. Also wenn du so ein Spiel hast, so, okay, das ist keine Nebenquest, den muss ich auch noch machen. Aber der Gegner ist schon ziemlich stark und das fand ich ziemlich abgefahren. So. Also Jabba ist schon auch kultig gewesen. Deswegen fand ich es so ein bisschen schade, wie man dann mit den Hutten in The Book of Boba Fett diese merkwürdigen zwei Zwillinge waren es, glaube ich. Ja, ja, das war echt ein bisschen merkwürdig. Aber so Jabba an sich war schon sehr, sehr cool. Es gibt ja sehr viele, die diese ganze Sequenz in Jabbas Tempel nicht mögen und meinen, die zieht sich zu sehr. Ich bin wirklich ein gigantischer Fan. Ich finde es super, dass wir da immer noch einen Schritt weiter gehen. Also es fängt an im Tempel mit dieser merkwürdigen Party. Dann bringen wir erst die Druiden. Es ist halt auch immer mal was, wieder was anderes. Ist ein Heist. Also es ist, naja, und vor allen Dingen ist es einfach auch bildlich noch mal wieder was anderes zu dem, was du vorher gesehen hast. Ja, es ist die Unterwelt. Jetzt, genau, und das, jetzt sind wir wieder an den Punkt angekommen, dass das so ein bisschen das gewesen ist, was wir uns ja von The Book of Boba Fett gewünscht haben. So ein bisschen mehr so dieses Düstere, was sich halt irgendwie anfühlt. So, ja, okay, irgendwie kennt man das so. Müsste jetzt nicht Jabba sein, dann wäre das vielleicht so eine normale Crime-Story irgendwie. Mhm. Und das finde ich tatsächlich, mochte ich sehr gerne eigentlich. Ich finde, hier hat auch Leia einen super krassen Moment, direkt am Anfang. Das habe ich, als ich den Film Ewigkeiten mal nicht gesehen hatte, und dann wieder gesehen, habe ich ganz vergessen, dass sie ja der Kopfgeldjäger ist. Mhm, ja, der reinkommt absolut, mit Chewie an der Leine auch direkt mit der Granate droht. Mhm. Dann gibt es sogar eine Szene, wo ein Boba Fett sie anguckt und danach Respekt vor ihr hat. Der muss gar nichts sagen und nickt ihr nur zu. Wie gesagt, also alles auch denn die Rancor-Grube und ja, so. Zahlergrube. Dieser Rancor-Käfig da unten. So. Auch das sehr cool. Auch wie gesagt, auch vom Monster-Design her einfach. So dieser Rancor, dass er, wenn dieses Tor dann irgendwann da aufgeht und auf einmal dieses Viech da rauskommt. Und ich habe immer ein bisschen getrauert mit dem... Mit der Wache? Mit dem, alten Rancor-Trainer da, der daneben steht und ich denke so, ja, so, wo ich mir auch gedacht habe, auch das ist so ein Punkt, so, wir hatten was, Danny Trejo? Ja, yeah, wir hatten jetzt Danny Trejo als Rancor-Trainer, der uns sagt, eigentlich sind die ja ganz knuddelig. Genau, ja. Und ja, die Sarlacc-Grube wurde ja auch nochmal verändert in der Special Extended Edition. Und davon war ich nie ein Fan. Ich fand es witzig, dass das, ich sag's jedes Mal, ist mir egal, es sieht aus wie so ein Anus in der Wüste und mit Zähnen. Und die haben aus dem wie so eine Super Mario-Pflanze gemacht, die da rauskommt. Nie ein Fan davon gewesen. Ich fand die Idee, dass du einfach reinfällst in so ein Loch voller Zähne und da was weiß ich wie lange verdaut wirst, sowas fand ich persönlich immer viel, viel gruseliger und die Idee schockierend. Ja, wie gesagt, das ist halt einfach so, ich glaube, wenn du als Filmemacher so diese Vision hast, wie das für dich aussehen soll und dann hast du halt einfach nicht so die Möglichkeiten, dass es dann irgendwie so kommt. Keine Ahnung, was ein George Lucas da am Ende wirklich alles noch irgendwie so dazu bewegt hat, aber wie gesagt, ich nehme es ihm jetzt auch nicht so krumm, weil, mein Gott. Ja, und ich muss sagen, ich mochte immer die Szene, wo der Plan dann wirklich aufgeht und R2-D2 das Lichtschwert rausschießt. Ja, und mega gut. Weißt du was, gar keine Choreografie. Luke benutzt das Ding wie ein Baseballschläger, ist mir scheißegal. Ich finde... so würden wir es doch auch benutzen. Absolut. Wenn du das Ding in der Hand hättest, so Hauptsache irgendwie draufkloppen. So. Alles andere ist nebensächlich. Und der Tod von Yoda hat mich jedes Mal getroffen. Ja. Was uns dazu führt, dass am Ende des Films auf der einen Seite, das ist auch der Kritikpunkt, deswegen... schwanke ich ja immer zwischen Episode 4 und Episode 6. Ist eigentlich der exakt gleiche Plot für Episode 4. Und zwar, wir haben erneut einen Todesstern. Diesmal sieht er nur unfertig aus und den müssen wir jetzt platt machen. Etwas, was Star Wars nicht los wird. Ne? Und diesmal ist es noch leichter, ihn kaputt zu machen, weil du kannst wirklich so reinfliegen in das Ding. Ja gut, der ist auch noch nicht fertig. Der ist ja noch nicht fertig, aber der ist fertig. Das ist ja wie eine Falle. Und die haben da schön so einen Weg gebaut, wo du reinfliegen kannst und das Ding kaputt machen kannst. Ich weiß, die locken die alle ab und will be quite operational. Finde ich schon alles cool. Aber was die Nummer für mich rettet, ist diese finale Konfrontation Luke, Vader und Imperator ist meine Lieblingskonfrontation in der gesamten Star Wars Reihe. Absolut. Muss ich sagen, das ist monumentaler Scheiß. Und das ist auch ein schönes Ende eigentlich für diesen großen Kampf und natürlich auch geil, dass ein Vader dann irgendwann sich doch für seinen Sohn und gegen seinen
eigentlichen Herrn und Meister entscheidet, so, aber halt trotzdem noch auch, wie lange er braucht und mit sich hadert und so. Dieser ganze Kampf ist wirklich unglaublich schön gemacht, auch wenn halt gar nicht so viel, wie wir es sonst jetzt gewohnt sind, mit irgendwelchen krassen Choreografien und sowas alles ist. Da merkst du halt so, es ist so dieser psychologische Kampf, der voll, irgendwo voll. Es sind zwei Leute, die um die Seele von Vader kämpfen, während der Teufel persönlich zuguckt, genau, und sich einen, ja, ablacht, was ich toll finde. Ian McDiarmid damals schon in der Rolle des Imperators, und er hat immer den Spaß seines Lebens. Er ist eigentlich, ja, auf einem Level für mich mit der Wicked Witch von Alice in Wonderland. Ja. Nicht Alice in Wonderland. Wizard of Oz. Wizard of Oz, genau. Der Zauberer von Oz. Ist er mit mir auf einer Stufe. Weil er ist auch nur am Lachen. Er genießt es, so herrlich böse zu sein. Und es macht wirklich Spaß, ihm dabei zuzugucken, wie böse er eigentlich ist. Und jeden Satz so böse wie möglich formuliert. Und damit auch unter die Haut geht von Luke. Wenn er sich schon fast darauf freut, Luke so weit zu haben, dass er ihn enthauptet. Das ist eine meiner Lieblingssequenzen. Und ich mag auch diesen Moment, weil der Film hat echt gute Bildsprache. Ich finde, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Es gibt da diese Szene, Luke will sich ja seinem Vater nicht stellen und möchte ja eigentlich, dass er zur hellen Seite der Macht wechselt. Es gibt da diese Sequenz, wo er sich versteckt und die eine Hälfte seines Gesichts ist im Hellen, die andere im Dunkeln. Und das ist so schön symbolisch für den inneren Kampf, den er hat. Und wenn ihm dann noch gedroht wird mit "Your sister" und er einfach austickt, und sagt, okay, Payback halt, du hast mir die Hand abgehackt, ich hack dir deine ab. Großartiger Moment. Absolut. Und das erste Mal Vader ohne Maske zu sehen, kennst du Humpty Dumpty? Also sagt mir was, aber ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Google mal bitte Humpty Dumpty. Ja, ich weiß, also, aber... Es sieht genauso aus. Naja, googelt mal alle da draußen Humpty Dumpty. Ich war sehr überrascht, als ich den damals gesehen habe. Ich fand das sehr, sehr geil. Es sah also so ein bisschen aus, kennst du die Coneheads? Ja, ja, so ein Eierkopf halt. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr geil. Also, dass du jetzt wirklich dann zum Schluss auch nochmal diese Offenbarung hast, so, wer ist denn jetzt unter diesem Helm und wie sieht er aus? Weil ich meine, klar wurde es irgendwie immer mal so angedeutet und so, aber... Damals, als du noch nicht wusstest, so was, das war schon geil. So, oh mein Gott, und wie sieht der aus? Also, wie der letzte Freak irgendwie. Und es ist traurig, das ist das Krasse. Dann spielt man auch eine traurige, schon fast Beerdigungsversion des Imperialen Marsch. Und auf einmal ist man traurig, wenn Vader stirbt. Das hätte man nie gedacht. Das war so der schlimmste Kerl in der Galaxis. Auf einmal stirbt er und es tut einem leid. Und das, ja, muss man erst mal schaffen. Und da war ich auch krass positiv überrascht. Ich habe die Filme so in Vorbereitung von Episode 7, damals einer guten Freundin gezeigt. Die hatte Star Wars nie gesehen. Und sie war selbst überrascht, wie gut die sich halten. Das ist manchmal so mit alten Filmen und die Effekte und das. Sie war komplett drin. Empire Strikes Back hat sie geliebt und zum Schluss, als Vader tot war, hat die fast eine Träne verdrückt und fand es todtraurig, dass der Typ, der so leidenschaftlich böse war, auf einmal von uns geht. Ja. Und das so schreibt man halt gute Figuren. So, ne? Schreibt so, man das echt. Das ist heute leider irgendwie immer so ein bisschen untergegangen. Und dann haben wir zum Schluss die Party. Party? Zur Party? Party mit Ewoks. Ja. Ich habe mich immer Folgendes gefragt. Die spielen da auf den Helm der Stormtrooper. Wo sind die Leichen? Haben die gegessen? Ja, irgendwie muss ja so eine große Party auch füttern. Ja. Frage hier. Ernsthafte Frage an den Chat und auch an dich. Nabjab-Song. Ja oder nein? Ja. Ja? Ja, nicht. Was sagt der Chat dazu? Der Chat sagt noch nichts dazu. Ich glaube, der Chat ist noch nicht so weit. Weil ich muss sagen, ich bin hier tatsächlich ein Fan von einer der Änderungen, die sie gemacht haben. Ich mag die Musik und ich mag die Tatsache, dass wir auch sehen, wie der Rest der Galaxis darauf reagiert. Ich finde das wirklich sehr, sehr stark. Ist alles okay, lieber André? Ja. Ich wollte dich nur mal wieder anfassen. Sehr gut. Das mitten im Stream. Das mitten im Stream. Konntest du nicht widerstehen. Oh ja, hier, ja, jetzt kommt der Chat. Ja, 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 ja. Das hier, Johannes Benz schreibt, neuere Version ist besser. Ja und nein. Also ich mag die Idee, dass wir sehen, wie der Rest der Galaxis darauf reagiert und nicht nur diese örtliche Feier da auf Endor. Ich mag es sogar, dass man, ich glaube, das ist in Coruscant, auf Coruscant, wo man sieht, wie im Hintergrund sogar eine Statue vom Imperator abgerissen wird. Das finde ich alles cool. Und ich mag den Song, aber es kommt eine Änderung, die ich nicht mag. Und ich mag es nicht,
dass Hayden Christensen zu sehen ist als Geist. Ja, das stimmt. Weil es auch irgendwo keinen Sinn macht. Wieso kriegt er seinen jungen Körper zurück? Naja, da sind wir wieder an diesen Punkten angekommen, wo man natürlich alles irgendwie miteinander verbinden möchte. Mhm. Und dann hatte man ja dann auch die Prequels und da möchte man natürlich auch irgendwie den alten Vader, weil man ja mit Anakin 3 Filme lang jetzt auch irgendwie mitgelitten haben sollte. Keine Ahnung. Mhm. Und ja, deswegen. Aber ich hätte es auch cooler gefunden, wenn sie ihn nicht mit reingepackt hätten. Aber es ist halt so, wenn irgendwer da irgendwie an seinem eigenen... Und es ist sein eigenes Werk. Es ist halt schwierig. Na, das Besondere für mich war an dieser Sequenz halt auch Folgendes. man sieht erst den Geist von Yoda, den von Obi-Wan, und dann ist er ein dritter Geist. Mhm. Und du brauchst echt eine Sekunde, bis du checkst, wer ist... Oh! Das weil ist, du ihn auch nicht als Humpty Dumpty du hast ihn noch nie so gesehen. Und ich finde, das ist eine wundervolle Sequenz. Und natürlich, wie sie dann alle feiern und ihr Happy Hand kriegen. Han und Leia sind ein Paar. Luke ist bei ihnen, Chewie ist bei ihnen, Lando sind bei ihnen, die feiern alle. Und es war das perfekte Happy End. Mhm. Es ist nicht so, dass danach auf Teufel komm raus weitergemacht werden musste. Tja, gut. Aber für mich war das ein phänomenaler Abschied von dieser Trilogie. Und ich war auch ein Fan davon, dass es Vader ist, der den Imperator killt. Klar, absolut. Das ist meine Lieblingssequenz im Film und locker Top 5 Lieblingsszenen des gesamten Star Wars Kosmos. Und da muss ich auch sagen, mag ich die Änderung nicht. Weißt du, wovon ich spreche? Ach so, ja. Aber das verstehe ich, dass er Nein schreit. Es war so toll. Also man muss sich vorstellen, das ist wirklich so gut gefilmt, dass man das so subtil macht. Ich bin ja ein Fan, wenn etwas subtil ist. Und man sieht, wie der Imperator Luke grillt, da auf dem Boden. Und die Musik ist die des Imperators und sie wechselt allmählich rüber in die Jedi-Musik. Die Kamera geht zu Luke, der Hilfe schreit, zum Imperator, der sich freut, und zu Vader. Und obwohl der sogar eine Maske auf hat, wir wissen ja, der hat ja gar keine, nie einen Gesichtsausdruck, aber durch die Kameraarbeit und die Musik erkennen wir, die Zuschauer, dass sich gerade etwas in ihm tut. Und wir feuern ihn schon gerade so an, komm, mach es, mach es, mach es. Und er macht es einfach, nimmt den Typ, schmeißt ihn da runter, goodbye ja, Imperator. Gut, und jetzt hast du halt ein Nein mit dazu. Jetzt hast du gleich zwei Neins, jetzt hast du einmal, nö. Und dann, ja, ach, wie gesagt, Star Wars-Fans können halt manchmal auch zu kritisch sein. Ja, aber wenn du eine perfekte Szene hast. Ja, du, wie gesagt, also wer weiß, was einem George Lucas da irgendwie durch den Kopf gegangen ist. Vielleicht hat er sich selber gedacht, oh, das versteht er. Das verstehen die nicht, wenn er es nicht in 2 Sekunden macht und davor nicht auch ankündigt, dass er das nicht toll findet, dass sein Sohn gebraten wird, muss er auch schreien. Das war das Problem, eins der vielen Probleme der Prequels. Und die Prequels sind jetzt auch gleich als nächstes dran. Da werde ich dann mit meinem Gast Roos von Roos World drüber sprechen. Ja, wir machen da jetzt auch, glaube ich, Feierabend. Und dann gehe ich darüber, weil dann wird schon heiß. Auf die Prequels? Ja. Deswegen, mein nächster Gast ist jetzt... Ich weiß nicht, wie machen wir das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie geplant ist. Ich glaube, ich gehe einfach ein bisschen zur Seite. Und bleibst im Chat? Ja, ja, ich bleib hier. Roos geht... Dann... Rups. Er hat die Filme auch gerankt, richtig? Ja, hab ich gerankt. Wohin? Gut, du darfst dahin, wo ich eben gesessen habe. Erstmal herzlich willkommen. Ja. Hast du was zu trinken? Wie geht's dir? Freut mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, ich freue mich auch, euch mal zu sehen. Euch mal nicht nur über YouTube zu sehen. Ich habe es euch ja schon gesagt, ich gucke euch ja immer auf YouTube. Das ist für mich irgendwie witzig, weil mir sagen das ja immer Leute, ey, krass, ich sehe dich mal auf YouTube. Und jetzt sehe ich euch mal hier und ich sehe euch mal auf YouTube. Ja, es ist generell immer cool, welche aus diesem YouTube-Space zu treffen. Ja, das ist witzig, ja. Es ist wirklich so charmant und der gute Hardy bringt mir jetzt gerade. Lass doch uns da draußen stehen, Hardy, weil Bruce hat doch schon also Ranking Hardy, aus. Hardy, ich muss es mir kurz angucken. Also, die hab ich jetzt. Lass mal schauen. Roos. Ja, okay. Also ich muss aber dazu sagen, es ist nicht wirklich einfach. Also die ersten 3 Folgen ist irgendwie fast klar. Ja, da seid ihr auf einer Wellenlänge. Ich sehe gerade, dass wir ungefähr alle auf der, genau, aber ich muss sagen, ab Platz 4 ist eigentlich random. So ganz naja, da wird es auch echt schwer. Das es ist sehr schwer. Bei mir wandelt sich das auch gefühlt immer. Ja. Jetzt so in unserem Gespräch mit Lief hätte ich gesagt, okay, vielleicht Episode 3 doch noch ein bisschen weiter nach oben. Ich habe auch gesehen, dass der Chat auch die Episode 3 höher sieht. Ich muss sagen, ganz ehrlich, in Erinnerung, also ich musste ja gerade nochmal alles durchgehen. Wann habe ich das letzte Mal gesehen? Aber
Ey, das war, da gab es auch so viel Bullshit in Episode 3. Ne? Ja. Sah aus wie ein Computerspiel teilweise. manchmal war es Comic, manchmal war es auch Slapstick, die rutschen auf Öl aus. Dann Köpfen, dann Kinder umbringen. Hä? Was ist das für ein Film gerade? So ein Horrorfilm? Ist das, also, da ist noch nie so einen Tonwechsel gesehen wie bei Episode 3, glaube ich. Aber klar, am Ende dann Darth Vader und so, dann, das macht das dann so ein kleines bisschen Reiß. Episode 3 hat mir eigentlich das gegeben, was mir mit den ganzen Prequels halt am ehesten versprochen wurde. Ja, wie wird aus einem Anakin Skywalker Darth Vader? Eigentlich, ja. Das haben die halt so 6 Jahre für gebraucht, das zu erzählen. Genau. Das ist halt das Witzige, ne? Ich komme ja dann immer mit einem Beispiel aus einem anderen Franchise, weil George Lucas hatte eine Trilogie lang Zeit, uns zu zeigen, wie langsam aus Anakin Skywalker Darth Vader wird. Ja. Das war das Versprechen dieser Trilogie. Das war der einzige Grund, warum wir diese Trilogie überhaupt bekommen haben. Und der erste Film war, was das angeht, für mich komplett verschenkt, weil aus irgendeinem Grund ist er ein Kind. Und ich habe nie verstanden, warum ich die Wonder Years von Vader sehen muss, als auch noch eine Jesus-Metapher, als unbefleckte Empfängnis. Ja, ja. Habe ich nie verstanden, muss ich sagen. Und der nächste Film ist schon so weit entfernt davon. Ja. Das heißt, da haben wir ihn als Padawan irgendwie 10 Jahre älter, anderer Schauspieler, Hayden Christensen. Und ich so, wieso hatten wir diesen ersten Film überhaupt? Überhaupt, ja. Genau. Ja, um Merch zu verkaufen wahrscheinlich. Genau, ja, weil es der richtige Kinderfilm war. Ne? Das war ein Kinderfilm. Ich meine, und du hast, also das eins, eine Sache muss man sagen, die Entwicklung, es ist ja so, Wie sagte Obi-Wan, the dark side seduced ihm, so wie sagt er? Ja, genau, der hat ihn so, genau, verführt. Diese Verführung hast du bei Episode 2 und 3 ja gar nicht. Er ist ja die ganze Zeit Arschloch. Der ist ja als Jugendlicher schon Penner so. Der ist assi, der hört nicht, der ist schon, der ist auch so unemotional zu Sachen so. Ne, total. Aber die Episode 1, also ne, vielleicht brauchte man das nicht, hast du recht, aber als Kind ist er ja noch so süß. Ja. Vielleicht ist das so ein bisschen so, aber ehrlich gesagt, er brauchte nie von der Dark Side seduced zu werden, weil er war schon die ganze Zeit ein Wichser. Ja, darf man. Und dabei ist er ja irgendwie durch Episode 1 Space Jesus geworden. Ja, genau, das habe ich, also die ganze Zeit ist Jesus gone bad. Das ist so ein bisschen was ich halt auch komisch fand, also bei den Prequels, war Folgendes. Ich habe die ja jetzt irgendwie letztes Jahr oder so, habe ich alles nochmal geguckt. Und es gibt eine Szene, die mir gar nicht so im Kopf geblieben ist, wie sie es jetzt tut, weil sie einfach so random ist. Ja, aber das ist alles random. Aber auch auf Charakterebene, okay? Ja, bitte. Die musst du jetzt einfach nochmal rezitieren. Es gibt da eine Sequenz, wo Anakin Skywalkers Mutter stirbt ja. Er wird ja gefoltert von diesen Tasken und dann bringt er die alle um, aber inklusive der Kinder und der Frauen. Und dann ist er natürlich danach auf seinem kleinen Emo-Trip. Und steht da in der Werkstatt irgendwo auf Tatooine und da kommt Padme rein, gespielt von Natalie Portman. Und er berichtet ihr, was er gerade getan hat. Und sagt, ich habe sie alle abgeschlachtet, wie Tiere. Wie Tiere. Sie sind Tiere und wie Tiere muss man sie schlachten. Und er sagt, nicht nur die Frauen, auch die Kinder. Und sie guckt ihn an. Und ohne Spaß, der erste Satz, den sie danach sagt, ist nicht irgendwie, oh mein Gott, was hast du getan? Oder sie sagt, wir alle sind manchmal wütend. Und ich... Habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich habe das voll vergessen. Also die Szene habe ich natürlich im Kopf, vor allem dieses wie Tiere und so, aber dann... Ich habe das, ja, weil es war dieses... Alle sind mal sauer. Da war ja dieses hölzerne Schauspiel von Hayden Christensen, das sehr kritisiert wurde damals. Auch ein bisschen zu Recht, ehrlich gesagt. Zu Recht. Also ich meine, aber es ist trotzdem schade, dass er dann immer irgendwie von den ganzen Star Wars Fans so hart. Ja, das Ding ist halt, die machen, also ich meine, er ist wirklich kein guter Schauspieler, er ist hölzern alles, aber er ist nicht verantwortlich, dass das Franchise so scheiße ist. Er ist auch nicht verantwortlich für das Drehbuch, dass er irgendwie darüber reden muss, dass er Sand nicht mag. Und das größte Problem, I hate Sand. Aber, deswegen hat sich ja Obi-Wan dort auch versteckt, weil Vader sucht mich im Sand. Ja, das stimmt, gut. Ja, aber man muss auch sagen, es gibt so viele Szenen, wo George Lucas bei so Making-ofs ihn immer sagt, hör zu, dann gehst du zum Fenster, dann drehst du dich um und sagst, I don't want to talk about that. Ne? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, vielleicht spielt er deswegen so scheiße, weil der George immer das so sagt. Der ist ja nicht bekannt dafür, George Lucas ist nicht bekannt dafür, so ein Actor-Typ zu sein. So. Ja, George Lucas, das ist nämlich die Sache. George Lucas ist ein Genie, was eine Sache angeht. Und zwar, er hat eine unfassbare Fantasie. Das bedeutet, und das liebe ich auch an den Prequels. Deswegen, das ist die Sache, ich finde, die Prequels sind ein bisschen besser gealtert tatsächlich, in einer Hinsicht.
Sie haben gesagt, wir machen nicht das Gleiche wie die Originaltrilogie und wir haben unfassbare Fantasie. Das bedeutet, wenn du da eine neue Welt siehst, ist das was, was du noch nie gesehen hast. Wenn du da eine neue Idee hast, ist das was, was du noch nie gesehen hast. Und das mochte ich immer an den Prequels, dass sie sagen, das erste ist dieses Fantasy-Ding, dieses Märchen und das zweite ist schon fast die Jedi, als sie noch Peak waren, als sie Prime waren. Ich mochte die Idee, aber die Umsetzung. Also ich sag mal so, die durch die Sequels, die aktuellen, sind die Prequels besser gealtert. Die Prequels überhaupt noch guckbar wieder. Ich hätte normalerweise immer, ich habe Episode 1, 2, 3 gehasst dann immer. Aber dann, als das Neue, die Neuen kamen, habe ich gedacht, ey, Alter, da haben wir noch gute Filme gehabt. Ja, weil sie wenigstens eine Struktur haben. Ja, ja, wenigstens heißt, etwas, das, Du hast wirklich einen Anfang und ein Ende und du hast halt nicht irgendwie Zwei Regisseure, die die sich irgendwie gegenseitig kloppen, weil das Studio halt auch irgendwie nicht da mit hinterherkommt. Wir haben niemanden, der das überwacht hat. Ja. Und Rian Johnson, der, ich glaube, der den ersten von den Sequels gemacht hat. Nee, er hat den zweiten nur gemacht. Der erste ist von J.J. Abrams und der letzte ist von J.J. Abrams. Und zwischendurch sollte auch mal Colin Trevorrow, der ja Jurassic World gemacht hat, der sollte ursprünglich Episode 9 machen. Die sind aber hart zurückgerudert in diesem Film. Darüber werde ich ja sehr ausgiebig mit David sprechen danach. Aber zurück zu den Prequels. Ja, ja. Ich gebe dir recht, es sieht aus wie Videospiele. Ja. Gerade es war heute. Ja auch die Zeit. Ne? Aber für damals sah es Für damals sah es sehr gut aus, muss man sagen. Und es war auch damals die Zeit. Das war ja neu, diese ganzen Computersachen waren neu. Matrix war gerade raus und so. Alle haben das gemacht. Und es war ja auch irgendwie, ich bin da auch nicht ins Kino und bin rausgegangen und habe gesagt, das war Müll. Es war schon irgendwie, okay, man hat das über die Jahre erst verstanden, was eigentlich das Gute war an den, Originalteilen aus den 70ern. 4, 5, 6 heißt es ja heute. Yeah. Das hat man ja erst später verstanden. So. Aber es war auch, man muss das auch immer sagen, obwohl wir alle das, die Originalen lieben, muss man sagen, drehbuchtechnisch, es ist basic. Es ist ja Schema F, ne? Vater, Sohn, böse, gut, alles ist schwarz und weiß, nichts ist grau. Wir haben ja erst durch Game of Thrones erst gelernt, wie geil es sein kann, dass du über Jahre hinweg eine Figur komplett drehen kannst. Keine Ahnung, Jamie Lannister oder so. Das gibt's ja da nicht. Ich meine, Mini am Ende ganz kurz, Darth Vader ist dann mal ganz kurz, mein Sohn. Ist auch, aber es gibt gar keine große Katharsis oder so. Aber es war natürlich auch dann irgendwo langweilig. Also wenn es aus heutiger Sicht ist es so, also mit dem TikTok-Gehirn, was wir heute haben, das ist ja unerträglich. Du brauchst ja ein bisschen Action und so. Von daher sind die Prequels doch geil. Da passiert schon. Und ich glaube durch Meme-Game, oder? Ja, also, auf jeden Fall. Also erstens, sie haben unfassbares Meme-Potenzial. Ja. Und ganz ehrlich, Natalie Portman, eine der besten Schauspielerinnen überhaupt. Ne? Eine der besten Gesichter. Wir kennen sie alle schon, seit die klein ist, aus Leon der Profi und alles. Ne? Und dann kriegt die eine Rolle. Weißt du, das ist die unwichtigste Rolle. So. Das ist die unnötigste Rolle. Die hätten die lieber tauschen sollen. Hätte sie lieber Dinges gespielt. Anakin gespielt. Ja, aber das ist halt auch der Grund, weswegen ich nie so streng mit Hayden war. Ja. Weil wir wissen, was für eine großartige Schauspielerin Natalie Portman ist. Aber diesen Dialog, den kann man nicht retten. Den kannst du nicht retten. Nein, deswegen, ich finde, zwei Schauspieler tragen die Prequels. Der eine ist Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi, der auch immer mehr probiert hat, wie Alec Guinness zu klingen, je älter er wurde, was ich cool finde. Und der zweite, das ist für mich tatsächlich der Scene-Stealer dieser Trilogie, das ist der Imperator. Das ist Palpatine. Das ist ja, Palpatine, beziehungsweise was er vorher ist die ganze Zeit, ist ja eine wirklich tragende Rolle. Den könntest du jetzt charakterlich vielleicht noch beschreiben. Mhm. Aber du könntest Padme, aber auch Obi-Wan, versuch den mal zu beschreiben irgendwie. Das Problem, also das ist super schwer. Was macht er eigentlich die ganze Zeit? Das Problem an Obi-Wan Kenobi für mich in den Prequels war, ich habe zwei elementare Probleme mit ihm. Das eine ist, da hast du recht, er entwickelt sich eigentlich nicht großartig weiter von Film zu Film. Das bedeutet, er ist eine gleichbleibende Linie, er ist dieser korrekte Jedi-Schüler, wird zu einem korrekten Jedi-Lehrer und zu einem korrekten Jedi-Meister. Das ist er eigentlich. Aber er ist halt, ja, und halt er ist halt immer keine, auch als er zu dieser Insel gefahren ist, um rauszufinden, wer die Klone sind und so. Es ist irgendwie nur Füller. Ist euch da aufgefallen eigentlich, in diesem Zeitplot? Was? Dass nie aufgelöst wird, das Mysterium? Er geht da hin und sagt, diese Klonarmee wurde bestellt von einem Meister Sifo-Dyas. Und das ist ein großes Mysterium, das nie aufgelöst wird. Das lassen die einfach fallen in der Hälfte des Films und sagen,
fuck it. Ich meine, ganz General Grievous ist auch so ein Ding. Unnötige Lückenfüller. Er ist Grievous, ja. Er haut aber ab. Er macht, ich habe euer Lichtschwerter hier. Ja, du Idiot, da kann das doch smoothen. Ich hau ab. Nee, ich bin da. Ich bin jetzt hier. Grievous auf diesem Planeten. Er geht auf die Echse mit Grievous kämpfen. Unnötig für die Hauptstory. Einfach nur distracting. So. Das hatten die nur drin, weil sie angeben wollten damals, was sie mit CGI schon erreichen können. Klar, ganze klar. Figuren aus CGI zum... Naja, und dann hast du, ich meine, was sie ja gemacht haben, dann hast du sowas wie Clone Wars. Ja. Ne? Und dann, das hat es ja für mich das wirklich auch nochmal echt Das hat es echt rausgerissen. Gemacht. Das hat diese Ära für mich gerettet, tatsächlich. Die Side-Dinger haben die Ära ein bisschen gerettet. Auch Mando, ich kann gut, Mando hat ja auch den Tuskens nochmal ein bisschen Ehre zurückgegeben. Boba auch. Ja, aber die haben diese Tuskens echt richtig runtergemacht. Ja. Ne? So, die bringen Frauen und Kinder um und so. Oder die halten die. Aber dann haben die noch mal ein bisschen gerettet, auf jeden Fall. Weil die waren nie so böse eigentlich in Originals. Was ich spannend finde, es gibt ein paar Dinge, die ich positiv noch hervorheben möchte. Weil ich finde, wie gesagt, die Prequels, gerade für damals und gerade wenn wir von der originalen Trilogie sprechen, ist es ein Step nach unten. Mhm. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich echt mag. Zum einen... bis heute bin ich positiv überrascht, was sie sich da für Choreografien haben einfallen lassen für die Lichtschwertkämpfe. Ja, die waren schon krass. Allen voran Darth Maul. Nein, Darth Maul, das habe ich total vergessen, Darth Maul, war einer der Szenen, die Gänsehaut waren. Ich habe sogar eine Darth Maul-Figur dann gekauft, weil ich muss sagen, was ich aus den Episoden mitnehme, ist immer Darth Maul. Wieder kam dann das erste Mal Lichtschwert, zwei Seiten, das gab es vorher nicht, das war so wow. Und auch die Musik war eine neue. Genau. Oh, Gänsehaut, dann kommt der, dann muss Obi warten, diese eine Mauer ist da, Darth Maul kämpft gegen Qui-Gon. Ey, alles Gänsehaut, bis sie entschieden haben, Darth Maul zurückzuholen. Ja. Junge, lass ihn doch sterben, Alter. Ja, die haben durch diese ganze immer Figuren doch noch recyceln. Aber okay, das ist eine andere Story. Darth Maul, geiler Typ. Darth Maul wirklich... Genau das, was man brauchte als Bösewicht. Ne? Er ist böse, er ist böse. Er macht nicht noch das und er macht nicht noch ein bisschen hier und noch macht noch einen Kiosk auf Tatooine und verkauft noch Schrott. Er ist einfach mies drauf, hat die Hörner, das wird klar, was Sache ist. Aber man hätte ihn nicht schon direkt in Episode 1 killen sollen. Ja, so. Also er hätte gut gepasst war, noch in die... Nein, wenn man... Ja, hast du total recht, aber das ist so ein Ned Stark-Moment. Als Ned Stark gestorben ist, ne, da dachte ich damals... Hä, wie soll es jetzt weitergehen? Hä? Also wie soll es weitergehen? Ich hätte nie gedacht, dass das Ding noch besser wird. Ne? Mhm. Also die Möglichkeit gibt es schon. Aber du hast recht, das kann halt nicht jeder. Und mit ihm und auch Qui-Gon Jinn sind zwei Figuren gestorben, mit denen du gerade versucht hast zu connecten. Ja, gerade Qui-Gon war für mich ein Qui-Gon hätten die länger krasser ziehen können. Pluspunkt, weil Qui-Gon hat sehr viele Parallelen zu Luke. Das heißt, er ist Jedi, folgt aber seinem Instinkt. Und die anderen Jedi, die wurden dargestellt nicht wie Jedi... Ritter, sondern wie Jedi Mönche. Das heißt, die waren im Zölibat zum Beispiel. Ja, ja. Die durften keinen Besitz haben und so weiter und so fort. Da wurden all diese Regeln dazu gedichtet. Ich weiß noch, auf dem Poster stand: A Jedi shall not love. Ich so, seit wann? Ja. Seit wann? Ja, ja. Und dann habe ich gesagt: wie pflanzt ihr euch fort? Ja, und vor allem, weißt du, was eine der allerschlimmsten Sachen, dass ich weiß noch damals. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, aber ich war sehr jung und als ein Kumpel von mir, als wir im Kino waren, kamen wir raus und hat er das gesagt, da ist mir das klar geworden. Eines der schlimmsten Sachen war, dass die in den Episoden die Macht erklärt haben. Ja, mit Midi-Chlorianer, mit Bakterien. Ey, Alter, das erklärst du doch nicht alles. Da bin ich auch so dagegen gewesen. Lass doch diesen Magic-Trick so, wie er ist. So, ja, es ist doch einfach was im Herz. Genau. Jeder kann, bist du ein guter Mensch, hast du es vielleicht. Und diese ganze, was man so als Zuschauer so connected hat, war ja das. Es war eine Glaubensfrage. Es ist eine Glaubensfrage, eine Herzensfrage. Und die so, dieses Lichtschwert. Ja, Bruder, hör auf. Mediklonirane. Achso, man kann lass mal Blut abnehmen. Wie viel? Genau. Ja, er hat voll viel davon. Was ist das, ey? Das ist so, ey. Weitere Stärke allerdings, und das ist etwas, ich glaube, darüber haben Sebastian und ich schon sehr häufig gesprochen, da kann ich auch mit dir drüber sprechen, und zwar, die Prequels haben einen monumentalen Moment in der Star-Wars-Reihe, der so stark ist, dass er heute immer wieder zitiert wird, so gut wie in allen neuen Projekten, Order 66. Ey, aber fandest du das gut? Ich fand es damals sehr stark. Ich muss sagen, ne, pass auf, es gibt alle Star-Wars-Freaks werden diese Red-Letter-Media-Leute kennen. Kennt man ja alle. Und der hat mal was Geiles gesagt, der meinte so, der George Lucas saß da bestimmt und hat sich gedacht, ey, wir brauchen ein Teuflisches, was Teuflisches. Ey, wisst ihr eine teuflische Zahl?
666. Order 666. Die Idee, also so einen Order auszuführen, den man 3 Jahre lang vorbereitet hat oder 4, 5 Jahre lang über die, dass man so mäßig, also schon strategisch geil, das ganze Ding gut gemacht, aber Order 666. Brody, Alter. Ich fand den ein bisschen zu platt. Ich fand den Moment immer recht emotional, muss aber auch hier sagen, er wäre besser gewesen, wenn man ein paar dieser Jedi, die da alle abgeschlachtet werden, irgendwie kennengelernt hätte. Weil du hast ja kein Gefühl zu denen. Das ist ja das ganze Ding, auch dieses, er geht hin und bringt die Kinder um. Erstmal viel zu viel für den Film so, Kinder umbringen, Köpfen, diesen einen, wie heißt er nochmal? Count Dooku. Count Dooku, kill him. Warte mal, hast du eigentlich gerade gesagt, töte ihn? Krasser Dude eigentlich. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass du so böse bist. Ewan McGregor am Sterben, lass ihn liegen. Komisch, du bist aber ganz schön komisch drauf. So. Ja, wie schnell. Irgendwie so. Ich habe es tatsächlich gespannt. Im Chat schreiben auch viele so, dass Order 66 für viele irgendwie auch so Grenzen. Also wie es dir gerade so geht, Bruce. Also dann interessant ist, das ist schon interessant auch, ich glaube, weil die im Chat auch alle geschrieben haben, ey, 3 sehen die höher. Ich glaube, das ist immer eine Frage, mit was bist du aufgewachsen? Was hast du zuerst das gesehen? Sowieso. Das sowieso, ja. Es ist so krass, ich streite mich immer wieder mit Freunden von mir, die sagen... Pippel da ist so abgefallen. Achso, das ist von meinem Mic. Ja. Order 66 war das. Ja. Ne, viele sagen dann zu mir, ey, Episode 1, 2, 3, besten Star Wars Folgen und so. Dann sage ich, wie kannst du das sagen? Aber die haben erst das gesehen, dann haben die 4, 5, 6 gesehen später, nachgucken, zurück. Da konnten die das gar nicht mehr fühlen, weil das verstehe ich auch technisch, also alleine technisch und Make-up und hier Makeover und diese Sounds. Und Sounds, muss ich sagen, übertrieben krass. Ja, also Sounds, muss man sagen, übertrieben krass bei Episoden. Auch was sie in den Prequels generell, John Williams hat unfassbare Musik geschaffen. Das muss man sagen, Musik, Sounds, alles. Und es gibt, wie gesagt, irgendwann habe ich das mal bei einem YouTuber gesehen, der hat einen Vergleich gemacht zu den Prequels zu einem meiner Lieblingsfilme. Und hat so ein bisschen Klick gemacht bei mir auch, wo ich gesehen habe, ach, das wollte George Lucas uns zeigen. Es ist ihm nicht gut gelungen, aber seitdem verstehe ich, was er uns für eine Geschichte erzählen wollte. Na, sag mal. Und zwar Bram Stoker's Dracula. Ja, der Dracula-Film mit Gary Oldman. Das erzählt er uns eigentlich. Das heißt, wir haben da so einen aufsteigenden Krieger, der auch sehr religionstreu ist, also wie ein Jedi, ja, verliert die Liebe seines Lebens, verkauft seine Seele an den Teufel und wird zu einem Monster, sogar in einem düsteren Outfit. Und ich sage, clever. Nein, voll. Aber weißt du, wann es besser geklappt hätte? Ja. Wenn Anakin die ganze Zeit ein coolerer Typ gewesen wäre. Ja. Wenn wir viel mehr mit ihm connected hätten. Ja. Wenn er erst in der dritten, also erst bei Episode 3, langsam anfängt, Sachen zu machen, wo der Zuschauer denkt, nein, geh nicht rüber, werd das nicht. Jamie Lannister. Mann, Jamie hat so ein... Ey, wenn ihr euch noch erinnert, wie wir ihn gehasst haben, als er seinen Cousin umgebracht hat in diesem Käfig, um rauszukommen, bumst seine eigene Schwester, macht das, macht dies, ist der Mad King Killer, alles. Nachher leiden wir mit ihm, wollen ihn so im Arm nehmen. Ey, Jamie, Mann, Digga, du bist ein cooler Typ, komm her. Wieso? Also, weißt du, du musst der Figuren... Ey, weißt du, das ist eigentlich... Ey, Mann, lass uns eine Games-Folge jetzt hier machen. Jede Figur bei Games hast du connected. Und bei Star Wars... Haben viele immer gesagt, es ist unmöglich, weil es gibt so viele. Aber es ist möglich. Und dabei haben die ja in einem anderen Prequel, finde ich, keinem Star Wars Prequel, gezeigt, wie gut es geht, aus einem sehr ikonischen Schurken anfangs eine menschliche Figur zu machen, die in einem Film. Es gibt einen Film, der für mich. Aber Joker ist auch ein gutes Beispiel. Joker ist ein gutes Beispiel, aber es gibt für mich einen Film, der für mich immer zusammenfasst, was die Prequels hätten sein sollen. Und die ist nicht immer so lange. Das ist X-Men First Class. Da hast du die Beziehung zwischen Charles Xavier und Magneto. Ja, und Magneto, ja. Und du, ich kaufe den erstens auch ab, dass die Freunde waren. Ja, klar. Ich kaufe Magneto komplett den Bruch ab und warum er so wird, wie er wird und warum Charles so wird. Und das Schlimme, die größte Sünde in den Prequels war für mich, ich habe Obi-Wan und Anakin nie abgekauft, Freunde zu sein. Der ist ihm ja nur die ganze Zeit offen. Die haben einmal versucht, jetzt habe ich dir schon 10-mal das Leben gerettet. Nee, 9-mal. Oh, voll die Freundschaft. Freundschaften darfst du nicht erzählen, ne? Also ihr kennt das ja, muss zeigen, da muss Gefühle sein. Mann, Alter, ey, es gibt ein YouTube-Video, alle Star Wars Freaks werden das schon gesehen haben. Es gibt ein YouTube-Video, das hat schon 10 Millionen Views. Da haben die einen Ausschnitt nur von Alec Guinness als Obi-Wan, da sitzt er da und erzählt dem Luke, den er gerade kennengelernt hat, die Klonkriege. Dann schaut er so,
und dann kommt Musik. Besser als die komplette Trilogie, Alter. Also es ist unglaublich, Gänsehaut, wie die das. Also das ist einfach, und wie man sagt, Schauspieler hat auch nur begrenzt Mittel. Er muss natürlich die Dialoge kriegen, er muss auch die Möglichkeit kriegen, was zu machen. Das ist ja generell das Ding, weißt du? Ich glaube, die Originaltrilogie hat so gut funktioniert, weil da hat man die Stärke von George Lucas benutzt. Er war aber noch nicht so... nicht so weit weg davon, ne? Nee, nicht so etabliert in Hollywood, dass er sich alles erlauben kann. Das heißt, es gab genügend Leute, die auch mal gesagt haben, nein, stopp. Und bei den... Ja, und er war nicht mehr... Er war nicht der Director, oder? Ich meine... Er hat Regie geführt, nur im allerersten Teil, aber er hat alle anderen beaufsichtigt. Aber das heißt, das war ein Schaffensprozess. Er hat diese Welten erschaffen, das stammt schon alles aus seiner Feder. Ja. Aber er... Im kontrollierten Bereich, da kommen die besten Sachen zustande, weil dann hast du diese Welten und die Ideen, aber dazu auch vernünftige Drehbücher. Prequels war nur er. Das heißt, er hat die geschrieben und Regie geführt und es gibt dieses großartige Video, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Sebastian, oder du, Behind the Scenes Episode 1, wo er sogar sagt, Jar Jar Binks ist der Schlüssel zu allem und er guckt sich dann, die gucken dann das erste Mal den fertigen Film im Dunkeln und dann hörst du George Lucas reden und sagt, ich glaube, ich bin an und der Stelle irgendwie zu weit gegangen. Und da merkst du das halt. Aber keiner steht auch auf und sagt, keiner kann was sagen. Keiner traut sich. Jar Jar Binks ist wirklich, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, und keiner traut sich, weil es ist George Lucas. Jar Jar Binks. Und dann haben wir die Sequels und da merkt man aber, dass das größte Problem ist, und wie gesagt, ich bespreche gleich mit David, das größte Problem ist, man merkt, dass George Lucas fehlt. Man merkt, die Fantasie fehlt, man merkt die Idee. Ja, man merkt bei den Sequels einfach, da fehlt jemand, der Star Wars vorher geguckt hat. Also die haben versucht, alles zu machen. Marvel, ein bisschen Comedy. Diese Rian Johnson-Folge, Lichtschwert, brauche ich nicht. Bruder, mach zu den Film, da hätte ich aus dem Kino gehen sollen. Ja, aber das ist auch so ein Punkt, wo ich, wie gesagt, da können wir gleich noch drüber, wo ich mir aber auch denke, so Mark Hamill. Wenn der gesagt hätte, okay, pass auf, so eine Scheiße mache ich nicht. Und hat er ja gesagt, hat er ja die ganze Zeit. Ja, aber hat er danach. Nein, mache ich nicht, hat er nicht gesagt. Er hat immer gesagt, bist du sicher, dass wir das so machen? Ja, und da, aber hat denn erst im Nachhinein er gesagt, so, okay, ja, irgendwie finde ich es doch nicht so cool. Du bist fucking Mark Hamill. Ja, wenn du sagst, ich will das so nicht machen, dann schreiben sie das um. Weil über ihn verkaufen sie immer noch diese ganzen Sequels. Muss aber sagen, die Prequels sind für mich immer am stärksten und sie haben halt so viele starke Momente, wenn es gerade keinen Dialog gibt. Das hast du davor sehr richtig gesagt. Die Sequenz mit Darth Maul erzählt eine Geschichte. Da hast du den einen Schüler, der stoppen muss und wie wild nervös ist, weil er Angst um seinen Meister hat. Ja. Dann haben Musik wir Qui-Gon, alles, der noch meditiert. Ja. Dann haben wir Darth Maul, der wie ein Raubtier hin und her läuft. Und das erzählt uns eine Geschichte. Und die Blicke machen viel aus. Ohne irgendwie Worte von sich zu geben. Und ich fand die Idee immer stark, dass parallel zur Geburt von Luke und Leia Vader erschaffen wird. Ich fand die Idee geil, diesen Matchcut. Also auf der einen Seite hast du gerade Padme beim Sterben, bei der Geburt. Auf der anderen Seite ist ja Anakin quasi tot und jetzt gibt's Vader. Ich mochte diese Idee so gerne. Nein, das ist ja klar. Das hat der Steven Spielberg schon in anderen Filmen tausendmal besser gemacht. Aber ja, dieses wie nennt man das denn? Matchcut. Steven hat es ja auch da war auch Qui-Gon Jinn dabei. Wie heißt der nochmal, der Qui-Gon Jinn, der Schauspieler? Liam Neeson. Der seit 50 Filmen einen Ehemann spielt, der seine Tochter sucht. Hör mal zu, Alter. Wie kann so ein guter Schauspieler so abdriften? Die letzten 40 Filme ist immer derselbe Film, er rennt. Ja. Er springt über so einen Zaun. Nein, bei Schindlers Liste gibt es so einen Cut, aber auf drei Ebenen sogar. Ja. Und das ist einer der besten in der History of Film. So. Ja. Und ja klar, aber die Idee natürlich mit Geburt und Tod und so, ist schon wirklich gut. Es ist nur es ist halt nur nicht so gut gemacht. Ja, es ist halt auch sehr schade, dass das Vader erneut schreien muss, nein. Nein. So, wie ein Comic-Bösewicht. Aber da an der Stelle, wo der so raussteppt und so, ist schon Frankenstein-mäßig. Da ist natürlich, ja, klar, absolut. Da hast du vorhin ja gesagt, diese Dracula. Dracula, genau. Frankenstein, genau das ist es eigentlich. Er schafft einen Ding. Ja. Habt ihr einen Lieblings- und einen absoluten Hassmoment bei den Prequels? Das ist jetzt meine letzte Frage zu den Prequels. Ich frage das auch in den Chat, aber deswegen sammel du vielleicht ein paar Antworten. Und du kannst ja mal Lieblingsmomente, überlegen. Also mit die Lieblingsmomente sind, hey, ich drehe mein Schiff, das ist eine gute Idee. Bruder, hör auf, bitte. Kennt ihr das? Ja. Oh mein Gott, Hassmoment. Absoluter Hassmoment. Und Hassmomente, immer wenn Padme und Dingens flirten und reden. Hass,
Lieblingsmomente Darth Maul, erst dieser Kampf am Ende ist so ein bisschen wie bei Herr der Ringe Nummer 1. Herr der Ringe ist so, boah, ist so göttlich, ne? Die ganze Zeit baut das nur auf, es baut nur auf. Und dann kommt dieses Monster über Wasser ganz am Ende, wo der mit dem Schild versucht seinen Kopf abzuhacken, der geht runter und dann tötet er ihn. Das ist eine Sequenz von vielleicht 15 Sekunden. Aber weißt du, wie oft ich zurückspulen musste? Weil dieser Aufbau in ein Orgasmus sozusagen endet, bam! Und die machen, jedes Mal haben die uns gebumst. Immer warten, 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 ach, passiert gar nichts. Weißt du, die drei Episoden sind für mich wie ein langer Mittelteil von einem Film. Einfach ein ewiger Mittelteil. Kein Hoch, kein... Aber meine Lieblingsstelle, klar, Darth Maul trifft auf die beiden, auf Qui-Gon und Obi-Wan. Eine ganz coole Stelle. Gibt es noch eine ganz gute Stelle? Sounds immer geil, wenn die so durch die Stadt... Also ich sehe ganz viel Order 66 und Mustafa-Kampf. Mustafa... Hassmoment, wirklich so viele Padme und Anakin Flitterwochen. Flitterwochen. Ey, guck mal, ne? Immer, ich sag dir mal was, ne? Ist nicht die ganze Zeit War? Ist nicht War? Die haben so Flitterwochen? Es ist War. Es ist halt auch so witzig, er soll sie beschützen. Und, und am Anfang des Films probiert schon ein Sniper, sie zu killen. Wo gehen die hin? Einfach auf so ein weites Feld, wo sie eigentlich alle zwei Sekunden hätte abgeknallt werden können. Ja gut, da haben die ja benutzt als Köder, haben die ja gesagt und so. Da sagt der Obi zu Anakin, hast du sie als Köder benutzt? Hat er. Die Sache ist, aber weißt du, oh mein Gott, ey. Ich weiß manchmal nicht mehr, was schlechter war, ne? Aber ich muss sagen, das Ding ist, ich muss gerade mal zwei Momente, pass auf, es gibt ein Interview mit Sylvester Stallone, dann fragen die ihn nach nach Rambo 1. Dann sagt er, nachdem er Rambo gesehen hat, Rambo 1, nachdem die das gesehen haben, zusammen mit dem Produzenten, und dann hat er seinen Manager angerufen und hat gesagt, was kostet uns das, dass sie den Film löschen, dass sie den verbrennen? Der kann nicht rauskommen so, ne? Und dann war das ein Riesentalk. Dann sagt er, dann bin ich nochmal in den Cutroom und dann fragt ihn der Interviewer, wie habt ihr das denn dann noch gerettet? Weil es ist ein geiler Film. Der sagt, indem wir alle Dialoge, die ich hatte, zu 99% rausgeschnitten haben. Und ich glaube, hätten die das hier auch gemacht, kill your darlings. Ne? Weil deswegen kommt die Rolle von Sylvester Stallone, aka Rambo, da ja auch so geil rüber. Er ist ja so wortkarg, Gefühle sind schwer. Man merkt, er hat gelitten in Vietnam, der hat PTS-Störungen und so. Was war damals überhaupt gar kein Begriff war. Heute wissen wir das, posttraumatische Störungen und so. Deswegen reagiert er auf Sounds komisch. Deswegen... Hätte der aber jetzt so eine Menge Dialoge noch gehabt, mal. So. Das ist es. Man hätte echt Padme, Dialoge, heiraten, flirten, weg. Raus, zu 90% raus. Naja. Ich glaube, damit sind wir durch mit den Prequels. Gibt es noch was vom Chat anzumerken? Yes. Chat, Obi-Wan gegen Maul. Also sehe ich hier ganz, ganz viel Ausrufen des Galaktischen Imperiums. Auch als einer der sehr, sehr starken Momente. Ein Hassmoment, Jar Jar Binks redet in diesem, oh mein Gott. Also Jar Jar Binks sowieso, also was ich ganz, ganz schön fand, war diese Szene in Episode 1, wenn er da irgendwie so mit diesen komischen Kugeln, die explodieren können, da rumrennt und die fallen irgendwo hin. Und das war nur Spielzeug. Und nicht nur das, wenn du drüber nachdenkst, in Episode 2 sind ja schon seine Szenen krass gecuttet worden. Aber sie haben den Film so geschrieben, dass Jar Jar dafür verantwortlich ist, dass der Imperator zum Imperator wird. Ich so, ist es nicht euer Ernst? Er gibt dem Kanzler diese Sondermächte. Und ich so, meine Güte, ihr habt gerade dafür gesorgt, dass Jar Jar Binks verantwortlich ist fürs galaktische Imperium. Ist nicht euer Ernst. Auch die ganze Sprache, die dem gegeben haben. Bitte. Das ist richtig, richtig Kindergarten. Das war Kindergarten, Dann die haben also, lass mich einen Satz noch sagen, ne, was die Prequels und auch Sequels total verkackt haben, ne, ist, Star Wars ist ernst. Also Star Wars hat auch Momente, wo du dich freust oder lachen kannst, aber der nimmt sich ernst. Also der Ton ist, man nimmt das schon ernst. Hier passiert gerade was. Die haben versucht, Marvel zu sein, die Sequels. Bisschen hier, bisschen Comedy da. Jar Jar Binks und die Episoden, die sogenannten Prequels, das war ja so ein mieser Slapstick, Alter. So rutscht auf. R2D2 macht bei dem einen da hier Öl raus, rutschen. Das war ja schlimmer als Kindergarten. Schlimmer als Kindergarten. Das ist das abschließende Fazit zu den Prequels.
Und dich sehe ich jetzt gleich wieder im Quiz. Also wenn ich André richtig verstanden habe, darf Ruth auch hier bleiben. Ja, yes. Okay, super. Ja, yeah, ich werde die Sprechzeit von David einfach, David dann einfach mit dazu. Holen wir jetzt den einzig wahren David Hein und ich bin sehr gespannt erst auf sein Ranking. Ja doch, David, du darfst. Soll ich denn kommen? Ja, ja, du darfst kommen. Ja, warte, komm, wir machen das so. Komm. Hallo. Hallo. Ich komme zwischen euch oder will ich da hin? Du kommst hier hin, denn du bist jetzt gefragt in erster Linie. Ja. Ich habe gewartet, weil ich weiß ja, welche Star Wars Filme du am liebsten hast. Ja. Und das sind natürlich Episode 7 bis 9. Natürlich. Ja. Also man kennt dich ja von deinem Kanal. Ja. Nicht bissig. Genau, The Last Jedi, der Kanal. Genau, ist ja ähnlich. Aber du hast einen Podcast mit jemandem, der den ja abgöttisch liebt. Wie ist das möglich, frage ich mich immer. Ja, ich könnte mit ihm kein Gespräch machen. Ja, aber ich glaube, ich habe eigentlich das Gefühl, dass Marco und ich immer probieren, mit einem positiven Beispiel voranzugehen. Und zwar, dass es gar nicht schlimm ist, wenn ich einen Film kacke finde, den er mag und umgekehrt. Auch, ja. Ich werde nie verstehen, warum er den so mag, aber ich gehe jetzt einen Schritt weiter, okay? Ich werde nie verstehen, warum er Rian Johnson so mag. Weil ich finde, generell seine Filmografie nicht besonders. Ich finde, er ist so eine Art One-Trick-Pony. Was ich damit meine ist, er hat einen guten Film. Nein, er hat tatsächlich eine Sache, die er in allen Filmen macht. Und zwar, er sagt, ich mache euch einen Film und dann mache ich alles kaputt und werf's um. Und ist das nicht clever? Und deswegen zerfallen auch meiner Meinung nach fast all seine Filme, spätestens im zweiten Akt. Looper war mein Lieblingsfilm von ihm. Ja. Und zum Schluss sagen die, da gibt es ein Jedi-Kind und dann ist es doof. Genau. Und Knives Out hat er gesagt, ich mache eine Murder-Mystery, haltet euch fest, ich verrate euch schon nach der Hälfte, was los ist. Ja. Es ist anders, aber es ist doof. Es bleibt nicht im Kopf, habe ich das Gefühl. So, er hat jetzt die Tage ja wieder davon gesprochen, ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest oder ihr, da hat er nochmal dafür gesorgt zu sagen, dass er ganz besonders stolz auf The Last Jedi ist und ich dachte so, wieso musst du die Wunde mal reinstechen? So? Verstehe ich auch nicht. Aber ja gut, wenn er sich darüber freut, dann wenigstens einer. Und ja. Marco. Ja. Ich gucke mir jetzt mal ganz kurz dein Ranking an. Guck mal rauf. Okay. Ist irgendwo die 8 weiter oben bei jemandem? Nö. Bei niemandem. Ein bisschen. Also bei mir ist ja die 8 noch unter den Prequels. Oh ja, krass. Also das ist für mich der cinematische Tod des Franchises gewesen. Ja. Wirklich. Weil weißt du, was das Schlimme ist? Die Prequels, ich bin kein Fan. Aber ich kann einfach anfangen mit Episode 4 und dann sind sie sich passiert. Aber zu wissen, was die aus Luke machen, ja, stimmt. Das wird immer bleiben. Und deswegen. Oh gut. Ja, vor allen Dingen, du guckst den 7., der ja noch so okay ist halt, und dann übergibt sie ihm so dieses Ding und du weißt so, ja, im nächsten macht er einfach diesen. Ja, und das ist dann halt einfach scheiße traurig. Das Ende von Episode 7, und wir reden gleich über den. Wir reden den gleich drüber. Ist für mich das Ende der Trainingsmontage von Rocky 4, wo er auf den Berg rennt. Es hat noch gefehlt, dass sie Drago schreit. Ja. So. Okay, Episode 1, ich verstehe es. Möchtest du dich noch irgendwie dazu äußern? Weil was ich besonders finde, du bist der Erste in unserem Bunde, der nicht Empire Strikes Back als Lieblings-Star-Wars-Film hat. Ja, das ist... Jedi, ich habe das. Ich liebe den einfach. Also ich mag, der ist der emotionale Payoff halt der größte. Also dieser Moment am Ende, wo dann alles zusammenkommt und irgendwie auch der Vater dann letzten Endes sagt so, nee, es ist mein Sohn, ich schmeiß jetzt halt einfach den Imperator da mal runter. ich habe auch nie ein Problem. Ne? Ich habe den natürlich als kleiner Junge damals gesehen und die Ewoks, alle hassen sie. Ich fand die drollig, muss ich sagen. Ich habe die auch sagen. Ich hatte da große Freude. Und was Lukas halt immer gut konnte, waren so diese Parallelmontagen im großen Finale. Mhm. Du bist unten auf dem Planeten, du bist beim Emperor drin und dann dadurch hast du irgendwie so, am Ende baut sich da eine Spannung auf, die dann wirklich erst mit der Zerstörung des Todessterns released wird und ich finde dann die Musik ganz am Ende, wenn dann die Geister auch nochmal drauf gucken, man könnte das nicht schöner beenden. Deswegen, ich fand den immer besser. Ich bin sowieso bei Mittelstücken in Trilogien. Ich mag zum Beispiel auch die zwei Türme nicht so gern. Mein Lieblingsteil. Ja, das sagen auch immer viele. So, ich bin da, man merkt da, wie ich finde, immer so, dass es ein Zwischenstück ist. Der hat natürlich diesen dramatischen Punch. Schon allein durch den großen Twist, aber der wirkt natürlich heute nicht mehr, jeder kennt den. Mhm. Deswegen, der sechste ist einfach das Ding, was ich mir immer wieder angucken kann, weil Luke da auch mein Lieblings-Luke ist, muss ich sagen. Da ist Luke ein ganz anderer Mann. Ja. Also er ist eindeutig kein Kind mehr und er ist eindeutig, er wirkt schon was eigentlich schon viel zu viel ist, er wirkt schon fast wie ein Veteran in der Er Wacht. Wirkt ein bisschen so, also du hast das Gefühl, da ist so viel passiert zwischen Episode 5 und 6. Wie lange allein gelassen? Genau, als dass ich, habe ich da irgendeinen Film verpasst oder was haben sie denn mit dem jetzt gemacht?
Interessanterweise hat er auch viel erlebt im Leben. Genau, der hat ja einen Autounfall gehabt. Und so. Also der ist wirklich auch gereift. Yeah. Aber das ist ja zwischen 4 und 5 schon passiert. Da schon passiert. Yeah. Deswegen haben sie es probiert zu erklären mit dem Schlag ins Gesicht vom Wampa. Das haben sie probiert, es so einzuarbeiten. Ja, ich weiß. Oder so runterhängt. Ja, dann ganz normal, die 5 ne, kommt als nächstes. Ich bin eigentlich nicht der allergrößte Fan vom 4., weil der 4. ist mir schon zu sehr Kindergarten. Mhm. Das ist schon dann dass dieser Kinderspielplatz, den George Lucas aufgebaut hat. Und das wurde dann halt nur schlimmer mit den Prequels. Die finden sich dann danach ein. Ich muss sagen, ich habe die Prequels damals, den ersten habe ich noch im Kino gesehen, irgendwo in England. Und die Szene, als dann Darth Maul, die Tür geht auf und er steht dann mit diesem Doppelschwert, da ist mir schon einer abgegangen damals. Wem nicht? Also da würde ich lügen, auch im zweiten Teil, wenn Yoda dann das Lichtschwert zückt. Viele fanden es doof. Also alle haben gelacht, wo ich im Kino war. Auf einem uralten Kanal von mir habe ich das mal gegengeschnitten, wo er anfängt zu springen. Und ich habe die Musik der Gummibärenbande darunter gehauen. Ja, das passt schon. Auch weil der ja nicht wirklich trifft. Es gibt so Analysevideos, wo so Leute sich mal angucken, was bewirkt dieses Herumgefuchtel und dieses Drehen in der Luft. Na, gar nichts. Aber ne? Es sieht halt toll aus. Es sieht halt toll aus. Und ich hatte als Kind geflasht, aber dann, die sind ganz schlecht gealtert, wie ich finde. Ja. Was ich spannend finde, und ich glaube, da bist du auch so eher im großen Fandom, in der Minderheit. Du hast Episode 9, Rise of Skywalker, über gleich 3 Star Wars Filme gesetzt. Möchtest du dazu äußern? Oder das ist der... Der abonniert deinen Kanal. Ja, ist besser, würde ich sagen. der erste und der zweite sind für mich indiskutabel. Last Jedi haben wir gerade schon gelästert und der Neuner, viele fanden den ja dann noch mal schlechter als Last Jedi, aber ich nicht. Bei mir war das so, dass ich dachte, der hat dann zumindest großes Getöse, auch ein bisschen das, was man von Star Wars ja erwartet. Ich bin schon immer ganz froh, wenn nicht am Anfang der Crawl kommt und sagt, die Handelsföderation hat ein großes Embargo. Das war damals beim ersten so. Ich dachte, es geht ums Hölle? Ja, ich saß im Kino als kleiner Junge und dachte, was ist mit einem Handelsembargo? Es war natürlich nicht viel besser, dass im ersten Satz gleich gesagt wird, der Imperator ist wieder da. Habe ich übrigens mitbekommen, und da kann mich der Chat korrigieren, weil ich bin ja kein Gamer, ne? Ja. Aber ich habe verstanden, dass das erste Mal, das angekündigt wurde, dass Palpatine zurückkehrt, ja, war, glaube ich, bei Fortnite. Da hört man seine Stimme. Echt jetzt? Da hört man seine Stimme und er sagt, der Final Order. Und dann dachten sie, ach, ist doch Generation Z, die zocken das doch eh. Und deswegen ist der erste Satz, the Dead Speak. Und diese Nachricht, da steht ja irgendwie, der Phantom Emperor hat eine Nachricht rausgeschossen an die Galaxis. Ja. Die gehen davon aus, ja, ihr habt das doch alle gezockt. Und ich, ist euer Ernst? Eigentlich kann das gar nicht sein, die meisten Star Wars Fans müssen nur älter sein. Ja, ja. Und die spielen kein Fortnite mehr. Du musst dir vorstellen, ich habe die Sequels im Kino gesehen, alle 3 mit meiner Mutter. Ja. Großer Star Wars Fan. Was sagt Mutti? Ja, Mutti wollte das Kino verlassen in Episode 7 als ihr Darling Han Solo gekillt wurde. Ja. Da ist für sie im Grunde genommen gerade Star Wars gestorben, weil Han Solo war für sie das, was für mich leer war. Das war das, und, das Beste an den Episoden. Und als das passiert ist und dann auch so, ich meine im Grunde genommen Bildsprache, okay? Han Solo kriegt den Tod in Episode 7, den wir gewohnt sind, den der Bad Guy im Film kriegt. Das bedeutet, er fällt einen langen Abgrund nach unten. Das ist der Tod vom Imperator, das ist der Tod von Hans Gruber, das ist der Tod von Scar, König der Löwen. Ja, oder bei Air Force One, wo er dann Gary Oldman runterschmeißt. Genau. Oder Golden Eye. Unzeremoniell und irgendwie hat das auch, vieles hat zu nichts geführt. Also ich fand, eine der schlimmsten Szenen war dann in Episode 7. Sie bauen ja im 7. bauen sie diesen neuen Imperator auf, wie hieß er? Count Snoke. Und im 8. Subverten sie dann unsere Expectations, indem er dann halt einfach getötet wird. Und ich dachte, okay, wenn ihr ihn schon tötet, was denn dann jetzt? Was ist dann jetzt der große Payoff dafür? Also wer wird jetzt quasi diesen Raum einnehmen? Und stellt sich raus, niemand. Yeah. Niemand nimmt den Raum ein. Im nächsten Film kommen sie aus dem Nichts dann mit einem neuen Bösewicht. Und das ist halt super bitter. Also du merkst halt ganz deutlich, und deswegen ist diese neue Trilogie halt besonders traurig, weil es nie einen Plan gab. Du merkst, die haben da gesessen, haben gesagt, los, lass uns den 7. machen, wir müssen da jetzt schnell was schreiben. Und dann hat Rian Johnson eine Carte Blanche bekommen, die er gezückt hat, und wir wissen, wohin das führt.
Was ich echt nach wie vor unfassbar finde, ne? Wenn du eine Trilogie planst, ja, dass du dann irgendeinem Regisseur sagst, okay, und jetzt haben wir den Mittelteil, der ja irgendwie der wichtigste ist, weil er verbindet den ersten Teil und führt hin zum letzten Teil. Ja, mach du den. Und so, anstatt, weil egal wie man jetzt zu J.J. Abrams steht, dann hätte ich es lieber gehabt, man hätte gesagt, okay, J.J., du kriegst 3 Filme. Ja. Mach uns da jetzt eine ordentliche Story irgendwie draus und erzähl einfach eine runde, abschließende Star Wars. Oder Rian Johnson dann den Neuner auch noch inszenieren lassen, damit man zumindest bei dem zweiten. Also konsistent ist. Genau, dass es irgendwie Konsistenz da ist. Die Trilogie ist im Gesamten reaktionär. Was ich damit meine ist, Episode 7 ist eine Reaktion darauf, wie sehr die Leute die Prequels gehasst haben. Ja, genau. Deswegen haben die gesagt, wir machen gar nichts davon, wir zitieren einfach Episode 4. Ja. Dann haben alle gesagt, das ist ja nur ein Remake. Dann haben die gesagt, fuck, Rian Johnson, brenn alles zum Boden nieder. Okay. Und dann hat es auch wirklich gebrannt. Ist Episode 9 einfach eine dicke, fette Entschuldigung für Episode 8. Und ich habe damals Marco, das ist halt das Lustige, Marco hat mir eine WhatsApp geschrieben, weil ich hatte Episode 9 kurz vor ihm gesehen. Mhm. Und ich bin auch einer der wenigen, ich habe eine positive Review zu Teil 9, weil ich sehe, der hat halt probiert, sich bei mir zu entschuldigen. Ich habe das so beschrieben. Ich habe gesagt, das ist so, als wenn ich in einer Beziehung gewesen wäre und wäre mir hart fremd gegangen in Episode 8. Und in Episode 9, das ist jetzt halt alles kaputt, aber probiert sich zu entschuldigen und ich sehe, du meinst es halt wirklich ernst, aber... Es hängt halt immer mit der... Oder es hat nicht so viel Zeit mehr, um das zu retten. Es hängt so ein bisschen mit der Erwartungshaltung zusammen, mit der man ins Kino geht. Ne? Und ich gehe bei Star Wars natürlich nicht ins Kino, um die großen Geschichten oder Quentin Tarantinos geile Charaktere und Dialoge zu verfolgen, sondern ich möchte so ein gewisses Gefühl haben, so wie es bei Harry Potter auch ist, wenn der durch die, wie heißt die, Winkelgasse oder ja, so? Ja, genau. Wenn der da durchgeht, hat man das Gefühl, oh, hier sprießt die Magie aus allen Ecken. Und das fehlte zum Beispiel in den Fantastische Tierwesen Sequels total. Dieser Fantasy-Aspekt. Mhm. Und ich fand das schön im Neuner, deswegen mochte ich den wieder mehr. Es gab da dieses riesige Fest in der Wüste. Warum das da ist, keine Ahnung. Warum plötzlich Lando Calrissian da ist, keine Ahnung. Ist aber auch egal, weil es ist dann in dem Moment so, dass ich denke, hier liegt so viel im Argen. Ich versuche mich dann an dem festzuklammern, was dann noch da ist, nämlich dieses bisschen Star Wars-Gefühl. Ich finde es halt traurig, wie sehr sich die Charaktere verloren haben. Ich kann mich an deren Namen, also wie heißt zum Beispiel? Ray, Finn und Poe. Nee, der, wie heißt der? Poe. Genau, ich vergesse. Poe Dameron ist Han Solo. Du würdest niemals Han Solos Namen vergessen, aber du weißt halt diese Leute, weißt du, was hat Finn die ganze Zeit gemacht? Und das ist das Traurigste, weißt du? Ich finde, die hätten halt mutiger sein müssen. Ich finde, Finn hätte die Hauptfigur sein müssen. Zum Beispiel. Weil er ist der erste Stormtrooper, den wir richtig kennenlernen. Ja. Und der hat im ersten Film einen Arc. Das bedeutet, er ist fast so ein Angsthase, stellt sich dann und im entscheidenden Moment wechselt er dann zur Seite der Guten. Und das heißt, es ist ein Arc, den er hat. Ja. Und in Episode 8 macht er einfach nochmal das Gleiche. Er hat wieder Angst, rennt weg. Und, und dann hat er in 9 gar nichts mehr zu tun, außer Rey zu schreien. Ja, ey, oder weißt du, wisst ihr, was auch der größte Scheiß ist? Rey, ich wollte dir noch was sagen. Rey, ich will dir noch was sagen. Du Hurensohn, sag es doch, Alter. Mann, bis heute wissen wir nicht, was er sagen will, Alter. Aber die hätten das machen können, was man vermutet hat. Die hätten sagen können, ich habe auch Macht oder ich bin in dich verliebt, keine Ahnung, eins davon ging ja. Haben die ja nicht gemacht. Man, du hast so recht, die haben so geile Vorlagen gemacht, aber dann wahrscheinlich auf Reaktion der Zuschauer und Reaktion weltweite irgendwas. Dann doch dann zurückgezogen, anstatt ihr Ding zu machen. Captain Van wie? Fass mal. Gwendolyn was war das? Christie, die war da, um einmal in Müll geworfen zu werden und dann vom Hausmeister besiegt zu werden. Ja. Hier sind wir aber auch wieder bei dem Punkt, den Roose bei den Prequels schon meint. Spielzeuge. Ja, Spielzeuge. Ja. Merchandise. Ne? So. Und ich meine, Captain Phasma sieht cool aus, so mit diesem Chrom-Anzug cool und so. Ey, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, schau dir Baby Yoda an. Ne? Ja. Mandalorian hat nicht... Hab ich auch noch hat, zu Hause, Baby. Hat keine große... sie mussten da kein großes Imperium-Dingsbums auffahren, sondern das war eine ganz stille Geschichte. Und dann hast du dieses süße Ding gehabt und das verkauft sich millionenfach sogar. Ja. Ich habe eins zu Hause. Ja, ich auch. Aber das ist halt die Sache. Zum Beispiel Kylo Ren. Da sind sie ja so weit gegangen, also der hatte ja eine coole Rüstung und einen Helm, weil er Vader nacheifern wollte. In Episode 8 hat Rian Johnson gesagt, scheiß auf die Maske, hat sie kaputt gehauen. Ja. Und JJ hat sie zusammengeklebt mit roten Strichen, kannst dir noch eine neue Actionfigur kaufen, da sind jetzt rote Striche drauf. Und in den Lego-Spielen gibt es dann dafür dann auch nochmal ein extra Paket, was du dazu bekaufen kannst, damit du spielst Lego Star Wars. Ich fand auch die Knights of Ren ganz großartig, bei dem man, sie dann da waren und tot waren. So. Ey, das war auch so eine Verschwendung. Ne? Aber und dann kommen sie dir da dann mal, aber es gibt ja noch die Comics. Die Comics. Oder die Spiele. Noch und zum Beispiel, ich, also,
Ich muss noch mal über The Last Jedi kurz reden, nice. Weil Leute sagen immer, der hat sich so viel getraut. Okay, erstens finde ich das gar nicht. Weißt du, das ist nämlich das Zweite, ob man es jetzt mag oder nicht. Ja. Die sagen immer, der hat sich so viel getraut. Und diese Aussage unterschreibe ich nicht. Ich sage, The Last Jedi, und ja, kontrovers, mir egal, ist The Empire Strikes Back in Kacke. Weil alle haben damals gesagt, The Force Awakens ist wie A New Hope. The Last Jedi ist wie The Empire Strikes Back, nur in Kacke. Weil der Plot, okay, ist eins zu eins der gleiche. Du hast zwei Charaktere, die immer auf der Flucht sind. Das sind hier Finn und Rose. Genau, das ist einfach die uncoole Version von Bespin. Genau. Da haben sie auch, treffen sie auf... Aber Bespin ist ja in den Plot wenigstens implementiert. Dauert auch ein bisschen, warte. Canto Bight ist ja komplett... Deswegen. Da treffen sie auf einen Halbkriminellen, der sie verrät und zum Imperium bringt. Das ist hier Benicio del Toro und das war Lando auf Bespin, okay? Dann hast du unsere Hauptfigur, das ist Rey. Die will bei einem Jedi-Meister lernen, der sie aber nicht trainieren möchte. Mhm. Das ist Yoda, nur diesmal ist es Luke. Nur, dass sie dafür Lukes Charakterentwicklung nehmen und sich damit den Hintern abwischen, weil anscheinend hat er probiert, seinen Neffen im Schlaf zu ermorden, weil der einen Albtraum hatte. Okay? Gut. Und dann sagen sie, es gab ja auch noch Hoth. Das machen wir jetzt am Ende des Films. Und da haben wir einen Charakter, der den Boden leckt und sagt Salz, damit keiner auf die Idee kommen könnte, dass es Schnee sein könnte. Das haben sie wirklich im Film. Ja, ja. Und der eine Moment für mich, wo The Last Jedi hätte toll werden können, ich bleib dabei, ist, wenn er wirklich was anderes gemacht hätte. Und zwar, Snoke wird doch gekillt von Kylo. Und da gibt es diesen Moment, wo er sagt, so nimm meine Hand. Genau. Und wo er auch zu ihr sagt, lass alles sterben. Die Jedi, die Sith, wir machen unser Ding. Ja, genau. Wenn sie jetzt seine Hand genommen hätte, Fade to Black. Das wäre krass gewesen. Fade to Black. Und dann Luke gesagt hätte, jetzt habe ich sie auch noch verloren, also muss ich irgendwie probieren, kann ich beide retten, kann ich einen von beiden retten, keine Ahnung, kann ich um deren Seele kämpfen, weil darum ging es ja immer, und dann wäre es was Neues gewesen. Aber die haben gesagt... Und du hättest Finn noch seinen Helden tot lassen müssen. Ja, es gibt diesen Moment, wo er seinen Helden... Wenn Rose da kommt, so, wir müssen retten, was wir lieben. So. Ich saß im Kino und gedacht, okay, krass, jetzt haut Finn da mit seinem Schiff volle Kanne rein. Und dann kommt sie von der Seite und sagt so, ich liebe dich. Und da musste ich halt noch mehr lachen im Kino. Und weißt du auch warum? Weil sie sagt, so gewinnen wir keine Kriege, nicht indem wir töten, was wir hassen, sondern indem wir retten, was wir lieben. Und das Lustige ist, es kann doch keine unfreiwillige Drehbuchentscheidung gewesen sein. Weil kurz nachdem sie das sagt, schießen die Bösen alles kaputt, was sie lieben. So im Hintergrund. Und dann haben wir diesen Moment, der locker begleitet werden könnte von Seals Kiss from a Rose, wenn die sich da küssen. Passt auch noch Kiss from a Rose, wenn sie einen von Rose kriegt. Und, und da hast du doch drüber nachgedacht. Nee, das kam gerade. Ich dachte gerade, die heißt ja Rose, stimmt ja. Aber das ist dieser Moment, wo für mich der ganze Film dann auseinanderfällt, weil so sehr er sagt, wir machen was Neues, sagt ja selbst Luke in seinem letzten Satz, wo er Kylo Ren trollt und so krass machtet, dass er einer Überdosis Macht stirbt, was auch komisch ist, sagt er zu ihm, die Rebellion ist wiedergeboren und selbst die Bad Guys sagen, ach fuck, First Order, wir sind das Imperium. Weißt du? Also die sagen, gib mir selbst zu, wir sind eigentlich nur das Gleiche wie immer. Und ich sag's mal so, wenn es eine Sache gibt, die mich wirklich stört, ist, wenn du schon ein Remake machst quasi, steht dazu. Und das hat JJ gemacht. JJ hat gesagt, woher kommt die First Order? Aus der Asche vom Imperium. Oh, sie haben einen noch größeren Planeten, der mit noch größeren Laserstrahlen andere Planeten zerschießt. Ist richtig. Es gab einen Moment in Last Jedi, den ich echt schön fand, und zwar, wo er auf Yoda trifft. Das ist schön, das ist schön. Das ist der eine Moment, wo ich dachte, oh, das erinnert mich gerade an die alten Filme, weil es so eine kleine Connection gibt, weil die Musik dann so anschwillt. Yoda ist auch das erste Mal nicht mit CGI gemacht, hatte ich das Gefühl. Ja, das mit war mit CGI. War mit Puppe? Das war Puppe. Weil das irgendwie hatte das dieses Feeling. Und das war so ein Skywalker. Das war ein kurzer Moment, wo ich dachte, das wäre irgendwie cool, aber da ist zu viel... Ganz ehrlich, ihr habt ja alle Mando gesehen, ne? Mandalorian habt ihr auch gesehen. Diese auch zu erwarten, aber es gibt diesen Moment in der letzten Folge, da sagen die, da kommt so ein X-Wing-Fighter. Mhm. Die Gänsehaut, die ich da hatte, bis es nachher Luke war, das habe ich ja nie gehabt, bei nichts mehr davon. Ich war sogar, ich saß neben Sebastian und bei mir war das sehr witzig, weil als diese Szene bei Mando kam, wo die gesagt haben, wir haben einen Single Fighter und es ist ein X-Wing, habe ich mich zu ihnen gedreht und zu Sebastian gesagt, die trollen uns jetzt wieder nur, weil ich kenne das. Das ist eh nicht Luke. So, ich gesagt, jetzt wird Ahsoka kommen. Ja? Und dann sieht man eine schwarze Kutte. Dann habe ich gesagt, Bullshit, das ist ein neuer Charakter, den sie jetzt vermarkten wollen mit Spielzeug. Ja.
Und dann sieht man ihn noch ein bisschen näher und sieht das grüne Lichtschwert und ich so, das ist eine Roboterhand. Also wenn ihr jetzt... Es ist Robocop. Wenn ihr jetzt nicht Luke zeigt, dann ist es ein Armutszeugnis. Und dann kriegt er ja quasi die Szene, die Vader hatte aus Rogue One. Ja. Nur diesmal macht er es für das Gute. Ja, ja. Und als dann die Kapuze runtergeht, ist so, das ist PlayStation Luke. Weil das Gesicht sah. Habt ihr Samaritan gesehen? Ja. Noch nicht. Ja? Also, da gibt es ja auch ein De-Aging von Sylvester Stallone. Ja, also wow. Also, ich dachte, Luke ist schlecht so, aber das ist echt hart. Und es gibt halt YouTube-Kanäle, die so mit Deepfakes hantieren, die es viel besser machen. Besser wollte ich gerade sagen. Es gibt ja diesen Schauspieler, der ihm sehr ähnlich sieht. Mhm, genau. Und es gibt diesen YouTube-Channel, habe ich auch gesehen. Dann haben die den mal da drauf gemacht. Das war schon geiler. Aber trotzdem, dieser Moment und so, dass er kommt und dann. Das war so ein magischer Moment, habe ich schon lange nicht mehr bei Star Wars. Das stimmt. Das gebe ich dir. Aber gleichzeitig muss ich sagen, wegen magischen Momenten. In den Sequels, das ist wirklich sehr selten, dass es im Kino passiert. Weil du merkst es ja zum Beispiel, wenn du in die Marvel-Filme reingehst. Als wir bei Infinity War waren, ganz egal, wie man dazu steht, als Thor da irgendwie Wakanda ankam und die Musik geboomt hat, hat das Kino damals applaudiert. Bei den Sequels gab es zwei Momente, bei denen die Macher wollten, dass das ein sehr emotionaler Moment wird. Und beide Male hat das Publikum lautstark gelacht. Und das, sowas kenne ich von M. Night Shyamalan's The Happening. Sowas kenne ich oh mein nicht Gott, von Star Wars. Das ja. eine, wisst ihr, was es war? Ja. Überleg mal. Ja, vermutlich irgendwas mit Rose und Nein. Finn. In welchem Film sind wir denn jetzt? Sequels. Im gesamten so, Sequels. Es gab zwei Momente, wo das ganze Publikum gelacht hat. Der Bügeleisen. Nein, das Bügeleisen war ja beabsichtigt, ein Meterwitz. Ja. Aber du hast recht, der Kuss ist einer davon. Ja. Er ist recht, dass erst sie und dann er. Also da hat das Publikum bei mir sich totgelacht. Wirklich totgelacht. Kylo oben ohne? Nein, aber das war sehr lustig, das gebe ich dir. Ja, was ist denn mit der Prinzessin Leia, dass sie dann zurückkommt? Das ist ja, wo dann Mary Poppins. Dann ja, aber das ist doch das Schlimmste. Also ich muss sagen, lass sie doch jetzt das sterben, ganze eigentlich. Publikum hat bei mir lautstark gelacht, als Prinzessin Leia, also die jetzt General Leia, sich wie Mary Poppins durch die Luft zurück zum, ich wollte Flugzeug sagen, zum Raumschiff. Vor allem, bis heute wissen wir, die hatten das nie trainiert, weißt du, die hat Macht, okay, aber die hat nie Training gehabt, die hat nichts, kann die auf einmal so Moves, lass sie doch sterben. Das wäre eigentlich ein geiler Moment gewesen, sie sterben zu lassen. Das wäre tatsächlich ein sehr ehrenvoller Moment, ja, weil man sogar so eine traurige Version ihres Teams gespielt, aber man hat sich halt da nicht getraut. Und, und gleichzeitig, ich weiß, du bist auch, ich schaue ja auch deinen Kanal, du bist auch ein großer Fan von gut geschriebenen Bad Guys. Weil Antagonisten, ich meine, die Heldenreise funktioniert ja nur, wenn du gute Bad Guys hast. Ja, vor allen Dingen mit einer guten Motivation. Ich hasse das, wenn einer kommt und sagt, ich bin böse. Und das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Und deswegen habe ich das vorhin gesagt, ey, ich war mit euch dran, ich gucke euch ja immer. Mhm. Und dann als du gesagt hast, Batman, bester Film des Jahres, ich gesagt, ey, irgendwas stimmt mit mir nicht. Darüber müssen wir nachdenken. Ey, Leute, weil auch der Bad Guy einfach keine gute Motivation hatte. Auf einmal ist das ein random Typ, sitzt an der Bar, ja, hi, ich bin's. Darüber reden wir aber später. Aber okay, sorry. Darüber reden wir später, weil das kann ein gutes Streitthema werden. Sorry. Nein, was ich meine ist, mich stört es sogar nicht mal, wenn man, sag ich mal, jemanden Bösen hat, nur weil er böse ist. Aber was du dann brauchst, meiner Meinung nach, weil es gibt Beispiele, die diese These sogar widersprechen, wenn die dann so over the top herrlich sind und so viel Charisma dabei haben, funktioniert es. Wie zum Beispiel der Imperator. Der Imperator hat für mich immer gut funktioniert, weil der hat ja schon etwas herrlich charmantes Hexenmäßiges, dass es funktioniert. Was diese Trilogie so verhauen hat, war sogar Konsistenz bei den Bad Guys. General Hux, als er da seine Nazi-ähnliche Rede gehalten hat. Da dachte ich erst, er wird's. Ja, genau. Und dann war er ein Spaceballs-Charakter in Teil 2. Oder irre ich mich? Total. Na, im dritten Teil dann ja. Also besonders lustig fand ich ja dann, es gab dann diesen V-Mann, der ihnen hilft. Sie wussten nicht wer. Und dann zieht er sich die Maske und sagt, ich bin's, General Hux. Und alle sagen so, was? Warum? Sogar die Charaktere sagen, hä, warum du? Ja. Und er sagt so, ich weiß ich nicht. So. Ja, ich will, dass Kylo Ren verliert. Ja. So. Und Kylo Ren war ja auch wie Achterbahnfahren, so in dem einen tötet er seinen Vater, im nächsten ist er dann traurig, dass er ihn getötet hat, dann knutscht er mit Rey, im nächsten will er dann aber auch irgendwie die Jedi mit abschaffen, Snoke wird umgebracht, dann gab es im letzten Teil dann noch, da gab es noch diesen Vorgesetzten. Richard E. Grant. Genau, Richard E. Grant kam dann rein. Tatsächlich, weil es war zumindest Oldschool Admiral Böse. Ja, so. Genau. So. Das war so Tarkin für Arme, genau. aber es hat gut funktioniert. Aber da muss ich zum Beispiel sagen, ich finde Adam Driver und Marco, falls du zuguckst, ich weiß, du wirst wieder sauer sein, er ist ja der Meinung, Adam Driver hat die beste Performance abgeliefert in dieser Trilogie in Episode 8.
und ich widerspreche mit einer Inbrust. Nehmen wir im 9. am besten. Ich auch. Mhm. Weißt du auch warum? Weil er kaum Dialog hat. Er spielt nur mit seinen Augen und mit seinen Gesichtsausdrücken. Und Adam Driver ist ein phänomenaler Schauspieler. Und in Teil 8 schreit er sich so durch den Film und sagt, ich bin sauer. Ich bin traurig. Ich bin wütend. Das kannst du nicht machen. Ja. Wieso? Glaubt ihr, dass Harrison Ford, Han Solo, dass er da so früh gestorben ist, weil er das auch wollte? Er wollte ja schon gar nicht mitmachen. Er wollte ja schon in Empire Strikes Back sterben. Ja. Er wollte ja nicht, dass dieses Ganze in Episode 6 noch Leben passiert. So, ja, ja. Als die den da einfrieren, wollte Harrison Ford, dass der Charakter Han Solo stirbt. Und die haben ihn auch nur überzeugen können, zurückzukommen, indem er den größten Gehaltscheck ever kriegt. Deswegen. Wie irre das ist, bei der größten Kinogeschichte aller Zeiten mitzuwirken und dann zu sagen, ich will sterben. Nee. Aber das würde Han Solo auch sagen und deswegen passt es so gut. Ja, ich wollte vorhin sagen, übrigens, bei den Prequels ist das Beste, was den Prequels passiert ist, dass sie keinen Han Solo kaputt gemacht haben. Ah, dafür haben sie dann später noch einen Film gemacht, den sie getan haben. Ja, und dann haben die, das war so schlecht. Aber zum Beispiel, er ist ja zurückgekommen, um JJ einen Gefallen zu tun in Episode 9. Mhm. So als Nicht-Machtgeist, aber als Vision von Kylo Ren. Eine gute Szene. Die Szene mochte ich sehr. Ja. Ich mochte die auch sehr gerne, aber du hast auch hier Harrison Ford angemerkt, ich rasiere mich nicht mal. Also er hat ja Stoppel, obwohl er... Ja, aber es war nicht ganz so schlimm wie jetzt in Obi-Wan, wo du merktest, Liam Neeson steht irgendwo am anderen Ende der Welt. Bei wahrscheinlich der Greenscreen von seinem Sohn, der zu Hause Let's Plays aufzeichnet. Und dann haben sie da mal schnell dann was drüber gefotoshoppt oder so. Ganz schrecklich. So, also wenigstens hatte ich das Gefühl, dass Harrison Ford vor Ort war. Ja. Natürlich auch in einem großen, weiß ich nicht, Volume oder wo sie es gedreht haben. Ja, aber auch Zeit. Ja, diese am Ende, du meinst am Ende von Obi-Wan. Ja, genau. Das zeitlich passt das alles gar nicht. Nein. In zehn Jahren soll er aussehen wie Alec Guinness. Ja, wie soll er das machen? Und das mit Qui-Gon in Obi-Wan, es war halt so das letzte bisschen Fanservice. Fanservice. Genauso dieses, dass Obi-Wan zu dem jungen Luke hingeht. Hello there. Mit seinem Hello there kommt und so. Also, wow. Also, es ist. Als ob du dir so eine Redewendung 20 Jahre hast. Ja, so. Genau. Und ich muss auch sagen, für mich ist diese Sequel-Trilogie jetzt, ist für mich Prototyp, was ich an teilweise modernen Hollywood nicht mag. Also das bedeutet, sie wurde vermarktet mit allem, was wir lieben. Weil wer ist der Größte auf dem Poster in Episode 7? Han Solo. Wer ist der Größte auf dem Poster in Episode 8? Definitiv Luke. Und ja, in Teil 9 hatten sie ja nicht mehr zur Verfügung. Da haben sie dir einen Palpatine hinten reingepackt. Ja. Und das kriegst du aber nicht. Also das heißt, du wirst erstens gelotst und gelockt mit dem, was du magst, kriegst dann neue Figuren vorgeworfen. Ich finde es nicht schlimm, wenn die gesagt hätten, wir lassen die ganz weg und wir machen Rey, Finn und Poe interessant, dann ist das halt so und dann ist das cool. Aber die Figuren, die sie uns dann geben als Ersatz, die sind ja Abziehbilder. Also mit Finn haben wir am meisten diskutiert. Poe, der hätte auch, weißt du, im ersten Drehbuchentwurf sterben sollen. Der ist abgestürzt auf Jakku. Dann ist er zu JJ gegangen, haben die ein bisschen geredet, so, aber ich mag doch so gerne Star Wars. Ja, ja. Okay, du bist zurück. Nee, es wirkt so, die wirken so wie Hülsen für Dinge, die das Drehbuch braucht. So, genau. Der eine ist der rumrennt und die Exposition in die Kamera blafft. Poe ist der irgendwie immer ein bisschen, der bringt die Handlung ins Laufen, gerade in The Last Jedi, aber auch auf so eine skurrile Art und Weise, also wie sie das probieren da mit diesem Bombenrun, der dann nicht funktioniert und dann wird er erstmal in die Ecke gestellt, weil du und das war alles ist so ganz doof. Unerklärlich, was für Haken die Handlung da geschlagen hat, um irgendwie auf anderthalb Stunden oder zwei Stunden zu kommen. Und man ersetzt auch Leia durch diese Holdo-Figur von Laura Dern. Ja. Die für mich eine der fürchterlichsten Charaktere in ganz Star Wars ist. Aber nur damit Leia nicht scheiße sein muss, haben sie sich eine neue aus dem und das Witzige ist, man tut so, als hätte sie auch noch recht gehabt. Weißt du, das ist das Schlimmste an der ganzen Sache, ja. Okay? Also erstens, Zeitlupenverfolgung im Weltall, darüber müssen wir gar nicht reden, wie kacke das ist. Finde ich, müssen wir nicht darüber reden. Aber... Ich habe noch niemanden in Zeitlupe im Weltall verfolgt, ich kann das nicht sagen. Aber die dachten, Mad Max ist mega gut angekommen, wir machen das gleich, aber in Zeitlupe und ohne Spannung. Aber das Witzige ist, ihr Plan ist es, so lange sich abschießen zu lassen, bis mir einfällt, dass ich ja eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit was kaputt machen kann. Und dann bin ich trotzdem die Heldin. Aber alle anderen wurden eigentlich schon abgeknallt und so. Und wenn die alle sagen, was ist denn eigentlich dein Plan? Halt die Klappe oder da frag mich nicht. Und das ist eigentlich was, wenn Rogue One, den Film mag ich ja sehr gerne. Ich auch. Ja. Da gibt es eine Szene, wo dieser Cassian Andor, und da werden wir später auch nochmal, wenn wir über die Zukunft von Star Wars sprechen,
der eine Show kriegt, der sagt irgendwas für Jin und sagt, hinterfrag mich nicht. Und dann sagt sie, einfach Befehle folgen, du klingst mehr nach dem Imperium. Und geil, das hätten sie bei Holdo sagen können, aber machen sie nicht. Und sie hat dann irgendwie recht, obwohl sie dank ihr jetzt fast alle tot sind. Das verstehe ich nicht. Ja, diese ganze, also wirklich, bitte, ey. Ja. Dass die dann auf diesem Casino, alles schlimm da, alles schlimm. Und unsere Hauptfigur, die haben wir noch gar nicht angekratzt, Ray. Also die haben es ja auch geschrieben, pro Film anders, ne? Ja, ja, jede Film. Also ich fand, schon im 7. ist das ein irres Durcheinander gewesen, weil du in der Originaltrilogie hattest du mit Luke ja noch eine Reise. Ne? Du hast du verstanden, so okay, am Anfang ist dieser kleine mechanische Ball, der ihn da beschießt im Raumschiff, wo er das erste Mal trainiert mit dem Lichtschwert, da trifft er kaum was. Und bei ihr ist es so, sie ist am Anfang auch so diese Naive und am Ende nimmt sie dieses Schwert zum ersten Mal auf und besiegt Kylo Ren. Warum? Weiß man nicht. Das fand ich erstmal komisch, aber hätte gedacht, vielleicht ne, bringt dann der 8. und der 9. bringen vielleicht noch ein bisschen Licht ins Dunkel. Aber nein, im 8. und 9. ist sie dann eine perfekte, also gerade im 9. flipfloppt sie dann. Da kann sie ja schon alles, die Gottmodus. Kann sie alles, genau, und dann plötzlich aber auch Dinge heilen, weil weiß man auch nicht, wo sie das her hat. Klar, irgendjemand hat mir dann geschrieben, das gab es schon mal in Comic-Ausgabe 725. Ja. Das ist ja immer die schlimmste Logik und diese Erklärung, ja, das war in dem Roman schon, das war in dem Comic und in dem Spiel und überhaupt. Und auch dieses Tauziehen, weil der erste Film, ich mochte damals Episode 7 sehr gerne sogar für das, was es war, ich mochte den sehr gerne. Aber jedes Mal, wenn du Rey siehst und jedes Mal, wenn ein Charakter sie anguckt, guckt er die so nach dem Motto an, woher kommst du? Und davon lebt der Film. Sie hat ja sogar eine Vision, als sie das Lichtschwert anfasst. Und da hat man sogar Ewan McGregor reingeholt. Der sagt, these are your first steps. Und dann fragen alle, oh, ist sie eine Kenobi? Wer ist sie? Also der erste Film lädt ein dazu, zu raten, wer bist du? Dann kommt Rian Johnson, Episode 8, und sagt, sie ist niemand. In Episode 9 sagt, ach, fuck it, sie ist Palpatine. Und übrigens, der ist auch zurück. Ich fand sowieso alles, was interessant war an den Sequels, sind letztendlich immer diese ganzen 1000 Fan-Theorien gewesen, die gerade nach Episode 7, was wir Snoke? Alle überlegt haben, wer ist Snoke, wie hängt das zusammen, wer ist Rey, wer sind ihre Eltern nichts und so weiter. Und nichts, das, ne? Das so ein bisschen, und dann kommen wir wieder zu Game of Thrones, wo ich mir auch denke, so hättet ihr mal bei Game of Thrones auch ein paar von den Fan-Theorien eher so in die Story mit reingewoben, gerade was den Nachtkönig angeht oder so. Zum Beispiel. Also, boah, bitte lass eine Nacht nur über Night King reden. Ne? Das ist so eine verlorene Energie. Aber dafür sind wir uns alle einig. Du baust das 10 Jahre auf und den dann so sterben. Ja. Einfach so ohne Background-Story. Was übrigens wirklich untypisch ist eigentlich für Games. Weil Games war immer, jede Figur war irgendwie doch nicht ganz so böse, hatte noch ein Motiv. Und jeder Gute hatte noch eine böse Seite. Mhm. Diese Night King war einfach so. Es gibt ja diese Theorie, dass, ich weiß, D.B. Weiss und David Benioff oder so, wie sie hießen, dass die schnell fertig werden. Ja, weil sie ihr Star Wars Projekt hatten. Ja, und das wurde dann gecannt. Ja. Aber ja, super bitter. So das ist echt bitter. Aber das merkst du ja. Also wie gesagt, da sind sie ja eh einfach nur zur Ziellinie gestolpert. Du merkst auch, weißt du, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass auch ein guter Schauspieler, auch Natalie Portman, kann nichts retten, wenn der Drehbuch scheiße ist. Ja. Das siehst du ja an Games letzte Staffel. Weil das alles so scheiße geschrieben ist, selbst diese Schauspieler, die wir ja approved haben, schon Jahre vorher und gesagt haben, wow, Daenerys Targaryen oder was auch immer, dass sie dann auch scheiße war, weil das Drehbuch scheiße ist. Die ganze Story ist scheiße. Jon Snow sagt, glaube ich, in der finalen Staffel wirklich 50 you Mal. Are my queen. Er sagt, you're my queen. You are my Tante erstmal. Ja gut, das ist ja nichts Schlimmes bei Games. Ja, das, aber da habe ich auch davor mit jemandem geredet. Der einzige, bevor wir das jetzt zum Game of Thrones Stream machen, okay? Aber der einzige Grund, warum Jon Snows Background wichtig war, warum man den von den Toten zurückgebracht hat, ist, weil es ein bisschen komisch ist, wenn er Liebesaffäre mit seiner Tante hat. Das ist der einzige Grund. Denk mal drüber nach, was aus ihm geworden ist. Nichts. Weil, und ich so, ja toll, die Lannister schreien halt mein Bier, weißt du? Weil... Ja, man muss sagen, eine Parallele zu Star Wars ist ja dieses, nein, ich bin dein Vater, Luke, diese Verbindung, ne, die den ganzen Film ja wirklich den Touch gibt, den es braucht, dann hat ja mit Jon Snow, Rhaegar Targaryen, ich meine, nur Games hat das auch toppen können noch, dieses, dass du die ganze Zeit nicht weißt, wer das ist und so, über noch länger und noch komplizierter. Das haben die schon beide gemein.
Ich frage mich immer, wie das J.J. Abrams macht. Also bei Lost war es ja irgendwie ein bisschen ähnlich. Oh mein Gott, ich Lost, liebe Lost, schlimmste. Aber ich mag auch die Finale. Hör auf, Lost letzte Staffel. Ich wollte Leute Finale, umbringen. Ey, was? Lost letzte Staffel. Okay, ich musste auch die Erinnerung. Aber nee, sag mal jetzt ehrlich, Lost letzte Staffel, schlimmste, was es gibt. Ey, ich mag das Finale. Ich bleib man hat 10 Jahre drauf gewartet, aber ist das so scheiß. Ich ja, fand die letzten 2, 3 Staffeln aber schon scheiße. Ich fand aber die 5. am schwächsten. Nee, aber die hatten ja diese Writers-Probleme. Writers Guild war ja. Ja, aber daraus ist die 4. entstanden und die finde ich somit am stärksten. Nein, also, die war kürzer auch, aber ich glaube, dann war nur noch Lost. Dann hat nur noch Lost, wie der Name schon sagt. Aber ich muss sagen, JJ, weil wir den immer hier haten bei den Sequels, muss man sagen, oder gehatet wird. Star Trek fand ich, hat er gut gemacht. Mhm. Ich fand Star Trek richtig gut. Ich auch, aber gleichzeitig Trekkies mögen es nicht. Die meisten Trekkies mögen es nicht, weil ja, gut, seine ich Star bin auch kein Trekkie, muss ich sagen. Seine Star Trek-Filme sind quasi Star Wars machen. Aber, ja, aber er hat auch immer gesagt, yeah. ich hab mit Star Trek eigentlich nichts am Hut. Ich liebe ja, und das habe ich auch nicht verstanden, warum da der Backlash so groß war, ich liebe Into Darkness. Ich finde ja, den zweiten ich liebe Star Trek total. Ja, aber schon ein paar Mal ich kann dir erklären, warum. Klar, du hast Wrath of Khan als Vorbild. Genau, genau. Ja, aber also, ey, wenn du das immer so machst, dann kommst du ja nie auf einen grünen Zweig. So, ich finde das als Modernisierung, vor allen Dingen mit Benedict Cumberbatch, fand ich das richtig stark gemacht. Ich weiß nicht, wer ihr J.J. Abrams Production Company diesen Spitznamen gegeben hat. Aber ich musste mich sehr totlachen. Die heißt ja Bad Robot, ne? Ja. Aber jemand nennt es jetzt mittlerweile Bad Reboot. Bad Reboot. Oh, der ist gut. Ich meine, was hat er denn noch? Super 8 war auch im Grunde alles von Steven Spielberg in einen Film und dann umrühren. Ja, Super 8 war Spielberg. Obwohl ich den Film eigentlich mochte den auch. Aber ich muss auch sagen, okay, ich muss letztlich sagen, JJ, so wie ich davor Rian Johnson charakterisiert habe, JJ hat auch seine Macke. Seine Macke ist folgendes, das sagt er auch jedes Mal, er hat eine Mystery Box. Das heißt, er stellt dir irgendeine Frage, sagt dir irgendwas sehr Verwirrendes und der Trick ist es, er erklärt es dir auf. Und, ja, aber er verspricht dir jedes Mal, es wird so eine geile Antwort geben, die dich wegpustet. Ja. Und wir fallen jedes Mal drauf rein. Jedes Mal. Ja, Cloverfield ist so, das beste Beispiel. Das ist sein Ding. Das hat er schon gemacht bei Alias. Da hat es angefangen. Das habe ich nicht geguckt. Da gab es Rambaldi-Artefakte. Und es war so ein bisschen wie Da Vinci. Und da gab es auch eine Prophezeiung. Und jede Staffel, obwohl es eigentlich eine Agentenserie war, ist ins Fantasy gerückt irgendwann. Mhm. Und du warst so, was ist die Antwort? Und die Antwort, glaub mir, wenn dir das Lost-Finale nicht gefallen hat, also du, da würde ich eigentlich schon fast ein Red-Video von dir haben, weil du wirst denken, what the fuck? Ja? Nee, kein Bock wir auf weichen jetzt aber sehr weit ab und die Stimme in meinem Ohr sagt mir, wir sollten langsam zum Quiz übergehen. Dann ist das jetzt soweit. Ich habe jetzt mit Sebastian über die Originaltrilogie gesprochen, mit Ruth über die Prequels, mit euch allen dreien eigentlich, das ist aber sehr mit dir über die Sequels. Jetzt muss euer Wissen getestet werden. Okay. Ich habe ein Quiz vorbereitet. Ich mal den Laptop jetzt, ne? Wir haben das vorher, ich habe nichts zu verlieren. Ihr seid die Filmfreaks. Wir haben das ist es ja. Wir haben das vorher schon mal voll getestet. Was zu verlieren. Dann die machen keine alle. Geräusche, aber wenn man hier schaut und ich das anmache, merkt euch bitte eure Nummer, weil jeder Buzzer hat eine Nummer. Und wer zuerst haut, dessen Nummer wird hier angezeigt. Das heißt, da wird es dann keine Verwirrung geben, wie ich war zuerst. Nein, das die Maschine ist klüger als wir alle. Okay. Doch, ich hab doch jetzt schon bei den Donuts versagt, gegen Schröck versagt. Hast du verloren bei den Donuts? Ich hab Alper seinen ersten Sieg gegen einen Gast geschert. Wollte ich gerade sagen, der hat auch noch nie gewonnen. Er hat halt auch eine geile Strategie gefahren. Er hat immer zuerst die 500er-Fragen genommen und irgendwie habe ich die halt direkt immer verkackt. Ich hätte ihn zwar fast gehabt am Ende noch, aber dann ist... Ja. Ich will ganz kurz einen Testrun machen mit euch allen. Ich starte das mal jetzt und nacheinander wird je einer von euch hauen, wenn ich es euch sage, dass wir sehen, dass eure Beepers auch direkt erkannt werden. Okay? Mhm. Also ich starte jetzt mal. So, Sebastian, haust du bitte mal. So, das ist die 1. Ja, also die 1. Geile Geräusch. Ihr habt extra ein Schiff. Wurde erkannt. So, das gleiche machen wir jetzt gleich nochmal mit Ruth. Bitte. Yep, die 2 wurde erkannt. Und jetzt machen wir es gleich nochmal mit dir, David. Die 3 wurde erkannt. Du darfst dich auch wieder hinsetzen. Oh, ich kann mich wieder hinsetzen. Ich glaube, ist sonst für die Kamera ein bisschen hinzu komisch. Kommt auch noch, wir haben großartige Geräusche, die ich gleich hören möchte. Wir haben Geräusche für eine richtige Antwort. Wundervoll, oder? Geil. Können wir das Geräusch hören für die falsche Antwort? Auch schön. Absolut wundervoll. Und die letzte... Was, Luke, oder was? Und die letzte Überraschung für euch, es gibt einen Preis. Jemand wird ein Lichtschwert von euch gewinnen heute. Oh, ein echtes? Ein echtes. Das hat nicht zusammengebastelt. Ja, krass. Ein echtes. Und die letzte Regel, und da gebe ich euch jetzt einfach mal einen Tipp. Ich würde wirklich abwarten, bis ich die Frage zu Ende gestellt habe, weil die meisten davon sind Multiple Choice.
und nicht zu früh buzzern, weil es gibt Minuspunkte. Okay. Liest du Multiple Choice alle Sachen auch vor oder gibt es erst die Frage? Ich werde die Frage stellen und dann direkt rübergehen in die möglichen Antworten. Ich frage jetzt noch mal ganz kurz in die Regie, weil mir wurde vorher gesagt, dass ihr aufpasst, wie der Punktestand ist. Stimmt das? Der wird eingeblendet. Okay, gut. Das heißt, da muss ich jetzt nicht mehr großartig drauf achten, richtig? Richtig. Richtig? Okay, ich habe einen Daumen gesehen von Hardy. Übrigens, ich wollte noch ein Zitat von Hardy eigentlich reinbringen, weil der hat davor über Ryan Johnson mal gesagt, als ich ihn gefragt habe. Er meinte, er findet den King, ist ein Rockstar, der ist reingekommen, hat das Franchise niedergebrannt und trotzdem fallen ihn alle wegen Knives out. Deswegen, er hat nicht ganz unrecht. Okay, seid ihr drei bereit? Ja. Müssen wir, aber wir dürfen auch so direkt losbuzzern, wir müssen nicht abwarten, bis ihr so müsst alles nicht abwarten, okay, absolut okay, nicht. Okay. Aber ich würde es euch häufig empfehlen. Wenn wir also die genauen Produktionskosten von Episode 4 auswendig kennen, dann könnten wir auch schon mal loslegen, alles klar. So, wir legen los. Die allererste Frage. In wie vielen Star Wars Filmen kommt Chewbacca vor? A, in 8. B in 7, C in 9 oder D in 10? Nicht alle auf einmal, ne? 10? Oh, ne? Ich sag 7. Und das ist falsch. Bestens. Meine beste Chance zu gewinnen ist, wenn David falsche Sachen sagt. Weil ich werde es nicht wissen. Was hast du gesagt? Du kannst übrigens so häufig buzzern, wie du willst, ne? 7? Nein, wir haben A8, B7, C9, D10. Ja, 9 wäre alle. Das kannst ja schon davon ausgehen, dass es nicht ist. Achso, wir reden gar nicht nur über die Original. Wir reden in Star Wars Filme. Achso, du hast jetzt. Ich habe nur die Trilogien. Okay, alles klar. Sebastian? 8. Das ist korrekt. Ja, hätte ich jetzt auch. Dann in Han Solo war er noch, oder? Ja, die richtige Antwort ist in der originalen Trilogie, in der Sequel-Trilogie, in Han Solo und in Star Wars Episode 3. Ja, oh, nerv. So. Stimmt, er war ja auf Kashyyyk auch in der Szene. Genau. Ja, deswegen. Damit haben wir einen Punkt für Sebastian, 0 für Ruth und -1 für David. Besser als David. Ich werde einfach ich bin so ein lange Filmfreak. Ich mache so lange Minus. Das hat man früher bei diesen Manager-Spielen gemacht. Kennt ihr Mad TV? Das war aus den 80ern so. Und da konntest du so lange ins Minus, bis das Minus verschwunden ist. Dann warst du wieder ein Plus. Und das System dachte, das wäre Plus. Das war ein alter Trick. Den probiere ich. Die nächste Frage. Welcher Charakter spricht die ersten Worte in einem Star Wars-Film? Ist das A, Darth Vader, B, Leia Organa, C, ein Stormtrooper oder D, C-3PO? In einem Star Wars-Film oder in? Je in einem Star Wars-Film. Ach, je in einem so, Star- je. Oh mein Gott. Ich probiere es einmal. Ich sage, es ist C-3PO. Und das ist korrekt. Ja. Okay. Weißt du, ich hätte das auch gesagt, weil die Geschichte ist aus der Sicht von C-3PO und Dinges geschrieben. Damit seid ihr wieder gleich auf. Ja, ich bin gleich auf, ja. Dritte Frage. Jetzt. Wie nennen sich die beliebten Bomberschiffe der Rebellion? Sind das A, X-Wings, B, Y-Wings? Y-Wings. Und das ist korrekt. Entschuldigung, da habe ich auch noch reingequatscht. Aber ja. Ich kack voll ab, ich weiß gar nichts. Wir machen weiter mit Frage 4. Keine Ahnung, es sind 30 Fragen. Okay. 30 Fragen? Ja, 30 Fragen. Beim Schnelldurchlauf ging das so. Was zu tun? Welche dieser Figuren blieb wirklich tot? A. Darth Maul, B. Darth Sidious, C. Owen Lars oder D. Boba Fett? Darth Sidious. Boba Fett ist auch wiedergekommen in Serie. Darth Sidious kam auch zurück. Ja, nein, echt. Wann kam man wieder? Direkt. Owen Lars. Das ist richtig und David hat... Ich habe kurz gedacht, ob das Owen Lars war, der jetzt in Dingens drin war, bei Obi-Wan. Ja, aber, in der Kontinuität ist er ja tot geblieben. Ja. Ja. Ach, ist ja voll... Die Chronologie bei den ganzen... Es wird langsam echt ein bisschen schwierig. Frage Nummer 5. Ich mache jetzt mal ein bisschen hier zügig, damit wir nicht zu sehr über jede Frage philosophieren, obwohl es viel Spaß macht, muss ich sagen. Auf welchem Planeten wurde General Grievous getötet? A. Utapau. B. Yavin 4. C. Utapau. Das ist korrekt. Ja. Okay. Ich glaube, es wäre schwieriger gewesen, wenn es kein Multiple Choice gewesen wäre. Ja, deswegen wollte ich euch nicht antworten. Ja. Es gibt tatsächlich zwei Fragen, die nicht Multiple Choice sind. Okay.
Die weiß ich. 6. Welcher beliebte Charakterdarsteller spielte den Architekten des Todessterns? Ja, bitte? Mads Mikkelsen. Ja, und das ist korrekt. Oh, ich hätte gerade Stellan Skarsgård gesagt. Weil der spielt irgendwie immer alles. In den, so. Wir brauchen einen verrückten Professor. Wenn Stellan nicht ist, dann ist es Mads. Ja, dann ist es Mads. 7. Warten wir das kurz ab? Ja. Krankenwagen. 7. Welcher MCU-Darsteller war auch im Star Wars-Universum zu sehen? Ist das A. Paul Bettany, B. Brie Larson, C. Anthony Mackie oder D. Tom Hiddleston? Gott. Welcher von denen war der? Ich glaube. Ich will nicht ins Minus, ich mach's nicht. Also, ich glaube, ich habe einen im Kopf, den hast du aber nicht gesagt. Aber ich habe ja gefragt, wer von diesen, die ich gerade genannt habe. Ja, ich weiß einen, der auch bei mir einer war. Von denen war es. Ich hätte einen Namen, aber ich bin nicht. Traut sich keiner von euch? Nee, ich traue mich nicht. Nee, ich habe keine Ahnung. Es ist Wood. Sie den Namen nochmal vorlesen? Ja, klar. A. Paul Bettany, B. Brie Larson, C. Anthony Mackie oder D. Tom Hiddleston. Ein bisschen peinlich, ne? Ja, tatsächlich schon. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schwer ist. Ich hab die Fragen tatsächlich sogar an Hardy getestet, will ich nur sagen. Was soll das denn? Das ist aber ganz schön ein harter Diss gegen. Nee, das ist Raten. Also, ich hatte. Ihr sagt nichts? Nee, keine Ahnung. Okay, dann löse ich auf. Es ist tatsächlich Paul Bettany, der Antagonist in Solo Star Wars. Ja, genau. Fuck, ich dachte so, war, ist es in Han Solo? Ja, stimmt. Ja, fuck. Ich dachte auch so, war das Solo? Sag mal, der Typ, der die Jungs auf dem Casino-Planeten da verrät. Ah, das ist Joseph Gordon-Levitt tatsächlich. Nee, Benicio del Toro. Ah, das ist Benicio del Toro. Aber der ist doch in der MCU auch dabei. Stimmt. Ja, der ist auch im MCU. Der ist der Collector. Den habe ich sofort gedacht. Es gibt mehrere. Aber macht euch keine Sorgen, ich bin auch verrückt. Aber tatsächlich hat Joseph Gordon-Levitt das außerirdische Wesen gespielt, das die beiden verraten hat. Ja, in einem Kostüm tatsächlich. Echt, ja? Ja? Okay. Okay, Star Wars ist unter anderem beliebt für die etlichen Zitate. Oh Gott. Doch wie lautet folgendes Zitat richtig? Oh Mann, ich bin dein Vater. A. Luke, ich bin dein Vater. Ach, hör auf, jetzt kommst du wirklich. B. Rein. Doch, ich bin dein Vater. C. Nein. Nein, ich bin dein Vater. Na, und das Bruder, ist korrekt. Aber Alter. Es gibt genügend Leute, die das euch. Ja, aber das ist ja, das nennt man ja dieses Mandela-Effekt, oder? Mhm. Dass man sich alle kollektiv falsch erinnert daran. Okay. Das müsste jetzt einen Punkt für Roos geben. Ich glaube, irgendjemand hat das hier falsch eingegeben. Mach ruhig 2 Punkte für Roos. Man braucht hier so ein bisschen. Ach so, er war minus. Okay, ja, stimmt. Ja. So, das ist eine Nicht-Multiple-Choice-Frage tatsächlich. Ich bin gespannt, ob ihr das hinkriegt. Der Imperator ist der Schurke der gesamten Star Wars-Saga. Könnt ihr mir sowohl seinen vollen Namen nennen, Vor- und Zunamen, als auch seinen Sith-Titel nennen? So, jetzt ohne Multiple Choice. Mhm. Der hat einen Vornamen? Der hat einen Vornamen. Boah, der hat einen Namen. Ronny, Michael. Weiß ich nicht. Den Sith-Namen weiß ich, den Nachnamen weiß ich. Vornamen. Ja, genau deswegen habe ich gemacht. Der Vorname, hört man den irgendwann? Keine Ahnung. Ich kann nicht. Ich setze euch jetzt auf Time. Ignatius Palpatine. 4, 3, 2, 1. Es ist tatsächlich Sheev Palpatine. Sheev? S-H-E-E-V. Wo hört man den denn? Und Darth Sidious. Ich dachte immer, Sheev wäre auch so ein zusätzlicher Titel. Weil, den Namen habe ich tatsächlich auch schon mal natürlich irgendwie gehört. Aber okay. Jetzt kommt die nächste Frage. Finger in die Nähe der Buzzer am besten wieder. Welcher Star Wars Film ist der finanziell erfolgreichste? Ist das A, The Empire Strikes Back? B, Star Wars Episode 1, C, die Feuerwehr, ja? Episode 1. Das ist falsch. Ach. A, die Empire... 7. Das ist korrekt. einer von den neueren war klar, weil einfach die Spannung... 7 hat einfach zu sehr die Leute... 7 ist, glaube ich, immer noch der erfolgreichste Film in den USA, also im Domestic-Einspielergebnis. Das ist der einzige Star-Wars-Film, der so knapp an der Milliardengrenze ist. Ja, genau. Weil ich wusste, entweder ist es
ne, Episode 1 oder 7, weil einer von diesen neuen Trilogien war so spannend für die Leute, dass sie alle reingegangen sind. Ich hätte nur gedacht, bei 7 war MCU schon so viel bigger. Hat es auch danach eingeholt. Infinity War hat es dann direkt. Okay. Kurz noch Ehre gerettet. Wer führte bei Rogue One A Star Wars Story Regie? Ron Howard. Oh, ach nein! Nein, das ist falsch. Okay. Ja. Gareth Edwards. Das ist korrekt. Entschuldigung. Scheiße. Okay, wir machen weiter. Frage Nummer 12. Wie heißt die Rasse von Jar Jar Binks? Ist das A, Rodianer, B, Geonosianer, C, Gungans? Gungans. Das ist korrekt. Das ist die einzige Frage, die ich hätte auch ohne Multiple Choice machen können. Aber ich habe gedacht, jetzt sagst du noch irgendwie Mangans, Langans. Und dann war das nicht richtig. Welche Farbe hat das Lichtschwert, das Luke selbst konstruiert hat? Ist das A, grün, B, blau, C, rot oder D, gelb? Grün. Das ist korrekt. Wie gesagt, ich habe sowohl leichte als auch schwere Fragen drin. Aber ich habe sie jetzt nicht irgendwie gerankt, so, weil sonst wäre es langweilig. Welches Objekt bewahrt Maz Kanata auf? Ist das A, Darth Vader's... David? Das Lichtschwert von Luke Skywalker. Das ist korrekt. Also David ist gerade ganz klar vorne. Ja. Wo sind denn die Punkte hier? Da an der Seite. Drei für Sebastian. Ich habe null, oder was? Ja, du warst gerade im Minus wieder. Oh, Leute, Alter. Wie heißt Jabba the Hutts rechte Hand, die ihn letztendlich ersetzt? Sebastian? Bit Fortuna. Das ist korrekt. Geil, stimmt, ja. Ey, es ist 5, 4, jetzt 0. Jetzt kommt eine Schätzungsfrage. Schätzfrage. Mhm. Okay. Wir haben sehr häufig darüber geredet, wie sehr wir The Last Jedi lieben. Ja. Wie viel Geld hat dieser Film tatsächlich eingespielt? Ist jetzt wer am dichtesten dran ist? Oder? Genau. Weltweit? Oder? Weltweit. Also jeder sagt eine Zahl, oder wie? Mhm. Ich würde sagen 900 Millionen. 900 Millionen? Ich sag 850 Millionen. Boah, nee, das wollte ich sagen. Aber okay, dann sage ich halt. 851. Ja, ich denke, es wird weniger gemacht haben, weil du vorhin gesagt hast, das war der einzige Film, der die Milliarde gekratzt hat. Aber ich sage jetzt mal 920 Millionen. 900, 920? 850. Und der Punkt geht an Sebastian. Denn was? The Last Jedi hat gerade mal 620. Oh, nein. Weltweit. Das war ein krasser Dip von Episode 7. Ich hätte gedacht, dass mehr geht. Und Episode 9 hat noch mal weniger gemacht. Weil ich meine, es sind ja trotzdem nach Episode 7 auch noch total viele Leute in diesem Film. Okay, krass. Tatsächlich, ja. Nächste Frage. Wie heißt der Mandalorianer? Der titelgebende Held seiner eigenen Serie mit vollem Namen. Oh. Ist das A, Celic Grant, B, Dash Windtalker, C, Din Djarin? C. Ja. Man muss es irgendwie muss einmal hören. Ich hatte es schon irgendwie auf der Zunge, aber ich habe nicht. Das ist ein Punkt für Sebastian. Ja, ich habe das Geräusch gar nicht mehr gehört. Wir sind mir vorbeigezogen, okay. Einmal hören. Frage 18. Unter welchem Namen ist Count Dooku ebenfalls bekannt? Ist das A, Darth Excessive, B, Darth Tyrannus, C, Darth Destructive? D. Was hast du gesagt? D. Das stimmt nicht. Nee? Nein. Lies mal den letzten. Okay, dann ist es der A. Also die Möglichkeiten waren A, Darth Excessive, B, Darth Tyrannus, C, Darth Destructive und D, Darth Oppressor. Tyrannus. Das ist korrekt. Okay, was ich nicht wusste, ist, dass man auch noch mal bei der Frage... Ja, kannst. Habe ich aber gesagt. Ja. 19. Auf welchem Planeten verliert Luke seine Hand? Oh. Ist das A, Yavin 4, B, Bespin? Das ist korrekt. Also, wir haben hier einen Trend, den ich hier spüre. Muss ich schon sagen. Unter welchem Begriff sind die imperialen Walker ebenfalls bekannt? Oh. Das ist David. Sind es die Anhänger? AT-AT. Das ist korrekt. Ja, okay. Ich dachte jetzt AT-ST, weil da wäre ich durcheinander gekommen. So, ich bin jetzt... So. Komm, einen muss ich jetzt machen. Wir hatten schon eine ähnliche Frage davor.
Und weil es so viel Spaß gemacht hat, frage ich euch das etwas Ähnliches. In wie vielen Filmen kommt Han Solo vor? A in 6, B in 7, C in 5 oder D in 8? Einmal. 6. Und das ist korrekt. Sehr gut. Ja, einmal in der, in der originalen Trilogie, in Solo A Star Wars Story, in Episode 7 und in Episode 9. Ist der ein Punkt. Ich hau jetzt ab, weil ich habe keinen Bock, den Punkt verliere ich. Du trittst als ungeschlagener Meister ab jetzt. Star Wars sorgt auch, wie wir wissen, für Debatten. Nein, wirklich. Und eine Debatte wird jetzt schon seit Jahren geführt. Aber wie lief es denn wirklich ab bei der Begegnung zwischen Greedo und Han Solo in der originalen Version? A. Han schießt zuerst. B. Nur Han schießt. C. Han schießt nach Greedo. Oder D. Beide. Die schießen gleichzeitig. Was sagst du? Die schießen, du wolltest vorlesen, die schießen gleichzeitig. Ja. Ja. Und das stimmt nicht. Hoffnung von allen Star Wars Fans. Ich sag Han shot first. Und auch das ist falsch. Egal, aber es stimmt trotzdem. Nur Han schießt. Das ist korrekt. Ist es wirklich so? Ja. In der originalen Version, deswegen haben sie es ja dann nochmal geändert in der Special Edition. Weil sie nicht zu einem Mörder machen wollten. Ja, und dann haben sie es nochmal geändert. Naja. Und ja. Naja. Ich habe gedacht, die schießen gleichzeitig. Frage 23. Wie viele Schauspieler brachten Darth Vader in der originalen Trilogie zum Leben? Zwei. Nee, warte, es waren drei. Shit. Drei falsch, sein, ja. Falsch. Ja, wollt ihr für euch vielleicht erst die Optionen anhören? Okay, drei, du haust? Drei. Er sagt zwei, ist drei. Beides falsch? Ehrlich jetzt? Ja. Stimme, Schauspieler und der Typ, der also... Der ihn dann spielt. Also ist auch falsch. Also ist beides falsch. Okay, wow. Ach, drei ist es auch nicht? Nein. Er hat mich ja nicht mal vorlesen lassen. Dann sage ich vier. Und das ist korrekt. Warum denn dann noch Stuntman? Es gibt David Prowse. Ja. Das war der Wrestler und Darsteller im Kostüm. Dann Bob Anderson, der im Kostüm war während der Stunts. Ja, Stunts. Sebastian Shaw, der zu sehen war, als die Maske abging. Und James Earl Jones, der ihm die ikonische Stimme verlieh. Und das hättest du jetzt vorgelesen, oder was? Das hätte ich danach vorgelesen, aber ich hätte erstmal gesagt 4, 3, 5 oder 6. Nur falls alle sagen, wer denn? Habe ich hier noch eine Antwort parat. Schlecht. Na gut. Oh nein, ich bin bei minus 1, oh mein Gott. Okay, Frage 24, wir nähern uns dem Ende tatsächlich zu. Wie heißt der Planet der Wookiees? Kashyyyk. Das ist korrekt. Wow. 25. Eine der beliebtesten Star Wars Figuren aller Zeiten, Jar Jar Binks, hatte gerade mal 6 Minuten Screentime in der originalen. Bitte? 6 Minuten? Ja. Ach, Scheiße, ey, Boba Fett. Um ihn geht es, aber du hast die Frage nicht gehört. Also, deswegen, das ist nicht mal meine Frage. Deswegen, ich muss irgendwie Punkte rausholen. Das ist leider ein Minuspunkt. Lass mich bitte die Frage erstellen. Doch wie viele Sätze sprach Boba Fett eigentlich in der originalen Trilogie? Sind das A 5, B 3, C 6 oder D 4? Kann ich auch nochmal mitmachen? Na klar. Ja, klar. Noch einmal? Ich glaube, es sind ganz wenige. Ich sag 3. 3? Ja. Das ist falsch. Weniger. Das war so weniger oder das 2. Nein, ich habe zwei war nicht mal zu Hause. Ich habe gesagt. Noch weniger. Ich habe gesagt A5, B3, C6 oder D4. Ich wollte natürlich 5 sagen. Nee, ich bin in der Position, ich muss jetzt nicht drücken. Ja. Will jemand von euch nochmal drücken? Nochmal A5, B3, C6 oder D4. Und wir wissen ja, es sind nicht 3. Habt ihr mir gerade nochmal einen Punkt abgezogen? Ja, ich sehe schon. Okay. Ja, okay. Du kommst mir immer näher, ich sag's. Möchte jemand? Nee. Niemand? Nee. So, löse ich auf? Ja. Gut, ich lese auf. Es sind tatsächlich 5 Sätze. Krass. Folgende. As you wish. What if he doesn't survive? He's worth a lot to me. He's no good to me dead. Put Captain Solo in the cargo hold. Okay. Ja. Der Schauspieler hat auf jeden Fall guten Payday für wenig Arbeit. Ja. Weiß man gar nicht, ob der so gut gepaid wurde. 26. C3PO ist ein... A. Dolmetscher-Droide. Protokoll-Droide. Das ist richtig. Das ist das Einzige, was ich weiß. Weil er dann immer sagt, ich bin ein Protokoll-Droide. 27. Wie heißt die Mutter
von Anakin Skywalker. Ja? Schmie. Das ist korrekt. Schmie, ja. Ey, wie hieß, warte mal, Schmie und wie hieß Palpatine nochmal richtig? Schmief. Vielleicht kommt da was. Vielleicht kommt da nochmal eine neue Episode. Angeblich unbefleckte Empfänger. Ja, genau. Wir haben nur noch 3 Fragen. Naja, das ist ja hier schon nicht mehr einzuholen. Der da, ja, ihr könnt halt auch noch ganz häufig noch verkacken und euch die Punkte runterziehen. Ja. Auf welchem Planeten greifen die Klone das erste Mal ein? Ist das A, Kamino? Kamino. Ah, nein. Das ist falsch. Das ist falsch, ich weiß. Da sieht er die Klone. Ist das A, Kamino? B, Kashyyyk? C, Geonosis? Geonosis. Das ist korrekt. Als wenn er den Punkt nie verloren hätte. Jetzt gibt es nur noch 2 Fragen. Aufgepasst, ich halte beide für extrem einfach. Deswegen vielleicht Hände über die Buzzer. Welches neue Merkmal hat Anakin Skywalker plötzlich zu Beginn von Star Wars Episode 3? A. Eine Narbe im Gesicht. Glaube, oder? Er hat so einen Zopf. So einen komischen Zopf. Nee, den hat er im zweiten. Scheiße. Im dritten hat er ja lange Haare. Ich hab gedacht, ja, ich weiß ja nicht mehr. Ich hab gedacht, ich muss Frau David machen. Soll ich nochmal die von dir? Ja, mach mal bitte alle. A. Eine Narbe im Gesicht. B. Nur eine Augenbraue. C. Eine Brandverletzung. Oder D. Eine weiße Robe. Die Narbe. Das ist korrekt. Was mich zur letzten Frage führt, obwohl wir schon eigentlich einen klaren Sieger, glaube ich, haben. Sportliches Verhalten, letzte Frage lese ich noch vor. Welcher Held tarnt sich als Palastwache in Jabba's Palast zu Beginn von Star Wars Episode 7? 6, sorry. Lando Calrissian. Das ist korrekt. Okay. Wow. Danke, danke. Ich muss dir kurz deinen Preis holen. Ja, mein echtes Laserschwert. Ach, Lichtschwert. Preis, Augenblick. Ich sag das immer falsch. Oh mein Gott. Boah, das ist ja richtig geil. Das ist wirklich geil. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir mehr Mühe gegeben. Ich habe jetzt den Sound bewusst nicht angemacht, aber du kannst tatsächlich mit dem Ding Sound anmachen. Du kannst... Auch noch grün. Damit werde ich verprügelt in der Berliner U-Bahn. Du kannst tatsächlich nehmen wir das alle ab. Verändern. Und das du musst Techno-Musik laufen lassen, dann geht's. Und das dürfte jetzt nämlich spannend sein für unsere Zuschauer da draußen. Von Saberforms gibt es diese Lichtschwerter und im Beschreibungstext gibt es den Rabattcode vom Moviepilot. Moviepilot 01, 30 Euro Rabatt. Was kostet die? Darf man das fragen? Weil ich will mir genauso eine kaufen. Da musst du später auf die Website. Darf ich mal sehen, wie schwer die ist? Ja, bitte. Ja, guck mal, wir haben noch eins. Yeah. Geil, ohne genau. Also rein theoretisch können wir jetzt den ursprünglichen Kampf nachmachen. Nein, doch. Wie macht man den Sound? Das habe ich jetzt bewusst ausgemacht, weil es, glaube ich, zu Störsignal ist. Okay, dann lassen wir, dann machen wir es nicht. Die sind wirklich sehr, sehr laut. Sind sehr laut? Ja, also, ja. Sebastian, ich weiß, zu Hause alle damit quälen den ganzen Tag. Nee, das war... Ja, genau. Ja, man muss... Achso, man macht noch so... Ja, genau, du kannst an- und aus drehen. Das ist wie Chris Pratt bei Guardians, ne? Der hat die ganze Zeit immer piu, piu, piu gemacht. Nice, danke. Ja, cool, freut mich. Echt nett von euch. Und jetzt müsste es eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ich glaube, jetzt ist schon was quasi die Grillung zu essen geben. Ne? Aber und einen letzten Blick auf die Zukunft von Star Wars mit euch dreien. Ich kann, ich bin jetzt abgelenkt. Ja, du musst jetzt spielen. Wenn Mücken kommen, werde ich hier einfach so. Hier, Bruce, du darfst das hier mitspielen. Ich weiß nicht, weil ich glaube, ich sollte ja grillen oder sowas. Das, sind die von derselben Company? Weißt du, von derselben Company noch irgendwo? Wie heißt der? Wie heißt die? Geil. Ich bin verwirrt. Saberforms. Der Link im Beschreibungstext. Achso. Geht mir aus. Genau. Ja, ja. Doch, das musst du reden. Oder alle spielen besser dran, einfach erstmal mit dem Laserschwert. Wo grillen wir denn, André? Ich bin verwirrt. Ich drehe mich einfach im Kreis, bis der Grill erscheint. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir hier eigentlich schon beglückt werden, direkt mit Essen. Mhm. Ja, ich bin euer Beglücker mit Essen. Aber egal. Dafür warst du auch sehr glücklich im Stream. Totale Beglückung. Ich glaube, wir müssen nur anders umdrehen. Leite ich das Gespräch mit euch beiden schon mal weiter. Ja, bestens. Weil wir haben über das neue Star Wars teilweise gemeckert, würde ich mal so sagen. Teilweise, ja. Aber wir probieren ja, also gerade David und ich, wer unsere Kanäle guckt, weiß, wir sind ja eigentlich zwei von grundpositiv eingestellte Menschen, die nie Kritik üben. Nie. Und Star Wars hat ja mehr zu bieten zurzeit als nur die Sequel-Trilogie. Das stimmt ja. Wir hatten unter anderem Rogue One, A Star Wars Story. Ich glaube, ich habe
euch noch nie wirklich zu diesem Film befragt. Deswegen, ich fange mal mit Roos an. Ja, Rogue One ist, glaube ich, sehr beliebt bei uns allen, oder? Weil ich, das war schon sehr geil. Das war mal so ein Ding, was sich so wie auch früher anfühlte, vom Ernsthaftigkeit her. Es hat sich selbst ernst genommen. Es war ein Ernst. Es waren nicht so diese Billo-Slapstick-Sachen dabei. Klar, auch da kann man rumkritisieren, hier, da. Aber neue Figuren. Du hast connected mit den Figuren. War schon richtig cool. David schon cool. War man nicht so ein, dieses klassische Herumgefuchtel mit, ne? Sie haben es auch wieder versucht. Ben Mendelsohn war ja der Bösewicht, der hat für mich nicht wirklich gewirkt, aber stattdessen war es ja eher so ein Heist-Movie, den sie abgefilmt haben mit Charakteren, gerade, wie hieß er, Andor? Ja, yeah, Cassian Andor. Fand ich super stark, auch dass es am Ende dann eigentlich kein richtiges Happy End dann gibt und so, mochte ich tatsächlich sehr. Da war ich schwer überrascht, weißt du, weil. Erstens, das Franchise heißt Star Wars. Und das war für mich der erste Kriegsfilm in der Reihe. Und ich fand es auch irgendwie cool, dass kein Jedi im Vordergrund war. Genau, ja. Und ich, man hörte ja im Hintergrund, dass Gareth Edwards relativ große Probleme gehabt haben. Ja. Ich glaube, die haben da Teile, ganze Teile irgendwie nachdrehen müssen. Und man merkt es dem Film, wie nicht ich finde, an. Nicht an. Also das sind dann die wirklich guten Dinge, die schon auch so für sich gut genug funktionieren. Und das war bei Rogue One irgendwie der Fall. Das Witzige ist, eine Anekdote, die ich jedes Mal bringe, wenn ich über diesen Film rede, und ich kann es halt auch nicht lassen, ich werde es auch jetzt wieder tun. 2016 sind zwei Filme im Kino erschienen, okay? Einer von Star Wars, einer von Warner Brothers DC. Der eine hieß Suicide Squad, der andere hieß Rogue One. Ich bin der festen Überzeugung, wenn du die Titel veränderst, ist das viel akkurater. Ja, Suicide Squad. Weil vom Suicide Squad ist so gut wie niemand gestorben. Und es war eine Rogue-Truppe, das erste Mal eine, die es das erste Mal probiert, das war die Rogue One. Und wir haben hier eine Truppe, wo restlos auch der letzte Charakter gekillt wird. Und ich war so, ja, ich will sagen, es klingt so sadistisch, aber ich war positiv überrascht, dass sie dieses Risiko eingegangen sind, weil ich hätte es lahm gefunden, wenn wir erfahren, übrigens, die gab es in den anderen Filmen nicht, weil sie keinen Bock hatten und eigentlich auf ihrem Planeten schon so... Sie sagen doch auch, glaube ich, auch im ersten Teil, dass mit großen Opfern dieses... Genau. Ne, und das wäre ja komisch, wenn diese Opfer nie erbracht worden wären. Ja. Ja, das machen sie gut. Ich möchte mich gleich auch outen. Ich mag Solo. Ich mag den Solo-Film, ja. Ich saß da und ich hatte vorher die Kritiken aus den USA vor allen Dingen gelesen, gar nicht mal von den deutschen Kollegen, saß da drin und dachte... Was hassen die daran alle? Irgendwie ist der unterhaltsam genug. Ich sehe der nächste Abonnent jetzt neben mir hier. Ich mochte auch den ganz gerne. Ich finde Solo auch nicht so schlecht wie die Kritiken, muss ich sagen. Ich habe den sogar nochmal geguckt, weil ich den Ton mochte, diesen Vibe, den du reinkommst und so. Und mir gefällt sogar der Solo-Schauspieler, muss ich sagen. Irgendwie. Robin Ehrenreich war gut in der Rolle. Ja, genau. Aber ich werde jetzt was Kontroverses sagen. Wir haben hier nur die Episodenfilme gerankt. Solo, A Star Wars Story, ist der Star Wars Film, den ich am wenigsten mag. Von allen. Von allen? Von allen. Okay, das ist krass. Und ich sag euch auch warum. The Last Jedi ist für mich spektakulär scheiße. Also es ist für mich schon fast so eine Meisterlandung, das so hart zu verkacken, das Franchise so niederzubrennen. Ja. Und so mit Luke umzugehen. Und alles, was sie sich sonst so erlaubt haben. Solo, A Star Wars Story habe ich beim Gucken schon vergessen. Ich möchte es streicheln, während wir reden. Tu es, tu es. Das ist dein Preis. Du darfst damit machen, was du willst. Ja. Solo A Star Wars Story habe ich schon während des Guckens vergessen. Und das ist krass. Und was mich auch so an dem Film gewurmt hat, das ist eigentlich etwas, wo ich jetzt überrascht bin, dass er dir gefällt, weil ich gucke ja auch seine Videos. Und Solo A Star Wars Story gibt diesem beliebten Charakter Han Solo, der eine bessere Einführung nicht hätte haben können im allerersten Star Wars Film. Weil was macht er? Er schießt Greedo eigentlich unterm Tisch in die Eier. Fertig. Und wir erfahren, dass er 1:1 den gleichen Arc schon mal hatte. Er war mal lieb und dann war er so halbschurkig, nur um dort wieder anzukommen und nochmal genau den gleichen Arc machen. Das macht ihn meiner Meinung nach als Charakter ein wenig kaputt. Und zu erfahren, warum sein Name Solo ist, das ist das Bescheuertste. Ja, aber das war bescheuert. Das ist blöd. Ich reise so, solo. Okay. Es gibt so ein paar Momente, aber ich bin ja ehrlich gesagt gar nicht der große Star Wars-Fan. Es ist jetzt komisch, weil ich so viele Fragen beantworten kann. aber ich muss gestehen, mit dem Charakter Han Solo habe ich nie so viel verbunden, dass ich da saß und dachte, oh, da zerstören sie mir jetzt gerade irgendwas in meinem Kopf, was ich angenommen habe, was Han Solo für mich ist. Sondern ich konnte das voll annehmen als Origin-Story von irgendwas.
Und da war es irgendwie angenehm unterhaltsam. Ich habe dem auch nur so 6 von 10 gegeben. Also gerade so an der Grenze, wo ich sage, ich schlafe da auch ein bisschen weg. Aber so diesen Hate habe ich nicht verstanden. Deswegen. Das ist übrigens ganz spannend, dass du auf deinen, in deinen Kritiken richtig Punkte vergibst. Also so von 1 bis 10, ne? Ja. Oder gibst du auch 0? 0 in den seltensten Fällen. Kriegen ja nur ganz wenige Sachen. Weil ich mache das aus 2 Gründen tatsächlich nicht. Weißt du, warum ich das nie mache? Leute haben mich auch schon mal gefragt, Yves, wo ist dein Rating-System? Mhm. Aus 2 Gründen. Grund Nummer 1, ich möchte nicht, dass alle vorspulen und sich das Rating nur angucken und wieder gehen. Das möchte ich wirklich nicht. Und ich möchte, dass die immer individuell meine Argumentationsstruktur hören. So, weil manchmal mag ich einen Film, auch wenn er, sag ich mal, nicht in der großen Klasse der tollen Filme spielt. Und ich könnte zum Beispiel einem Film wie Shaun of the Dead, dem könnte ich eine 9 oder 10 von 10 geben. Und das könnte ich aber auch einem Klassiker geben wie The Shining. Will ich damals sagen, dass Shaun of the Dead aber in der gleichen Liga spielt wie The Shining? Nicht? Ja, aber dieses Spielchen spiele ich nicht mehr mit. Also ich habe jetzt gerade ein Video darüber, ich habe ein Stallone-Ranking gemacht und für mich ist Rambo 3 einer der besten Filme aller Zeiten. Der hat für mir 5 Sterne bekommen. So, was macht blaues Licht? Es leuchtet blau. So, und das ist aber auch eine Wertung, die kriegt bei mir einen Heat oder einen Schweigender Lämmer oder einen Pate. Deswegen stelle ich diese beiden Filme nicht gegenüber, sondern man muss sie dann irgendwie ein bisschen singulär sehen. Und ich merke auch bei mir, bei den Videos sieht man ja auch in den Zahlen, die Leute skippen nicht. Klar gibt es die vorskippen, aber in der Regel sind das Leute, die dann auch wieder zurückskippen, weil sie sich dann anhören wollen, was sagt er denn jetzt eigentlich dazu? Weil nur für sich genommen sagt die Wertung gar nichts aus. Und deswegen ist es ganz häufig, also ich biete es einfach so als Service an und außerdem habe ich mittlerweile, ich gucke einen Film und merke, da bildet sich in meinem Kopf eine Zahl. Und warum die dann nicht auch nennen? Okay, das ist spannend. Nee, aber ich will zurück zu Solo kurz kommen. Weißt du, in dem Film kannst du dich, okay, du sagst, du magst, kannst du dich ja noch an irgendwelche Figurennamen erinnern? Ich erinnere mich an Lando Calrissian und Han Solo und Schumacher. Dann Emilia Clarke spielt Frau XY. Dann, ich weiß tatsächlich noch, wie sie heißt. Ich habe ja sogar vergessen, dass Paul Bettany der Bösewicht. Und ich weiß halt noch, dass ganz am Ende, das hat mich gefreut, Darth Maul zu sehen. Darth Maul noch mal kurz aber zu sehen. Aber das fand ich beschissen, weil er tut ja nichts. An mehr erinnere ich mich nicht. Ja, das ist mein Problem mit dem Film. Ich erinnere mich noch, dass er diesen einen Run in so und so viel Parsecs hinbekommt, von dem er ja vorher gesprochen hat nur. Aber eigentlich, indem er eine Abkürzung genommen hat und es voll lahm ist. Für mich war das total lahm. Und da war ja, aber es passt ja zu einem Scoundrel, finde ich. Ja, aber weißt du, es war das irgendwie dritte Mal, ich weiß nicht, wieso Lucasfilm zurzeit besessen ist von Tentakelmonstern. So. Also du guckst dir Episode 7 an. Also komische Tentakelmonster an Bord von diesen Space-Piraten, die versehentlich freigelassen werden, alle rumtentakeln. Dann guckst du dir Rogue One an, das ist die einzige Szene, die bescheuert ist, das ist ein Tentakelmonster, wo Forrest Whitaker die ganze Zeit sagt, Tentakelmonster, wenn es deinen Kopf kriegt, bist du für immer am Arsch. Und ist da dieser eine Pilot, und das Tentakelmonster kommt, geht an seinen Kopf, er ist überhaupt nicht im Arsch, er ist 2 Sekunden lang und sagt, das war doof. Und dann geht's ihm wieder gut. Und in Solo gibt's Tentakelmonster in den Wolken. Stimmt, ja, dieses, was dann auch bei diesem Run aufkommt. Ach, ich weiß nicht. Für den asiatischen Markt. Ja, genau. Wahrscheinlich, und sie spielen die imperiale Musik, den Imperial March, als Rekrutierungsmusik an der Academy. Also das heißt, da haben die eine Boombox, wo der gespielt wird im Film. Und es war ein weiterer Metamoment, wo ich mir gesagt habe, halt, ihr kennt die Musik, die wir kennen als Zuschauer? Ja, interessant. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich fand so bescheuert. Ja, ich so, bedeutet das, dass eigentlich, wenn Darth Vader jedes Mal in der originalen Trilogie auftaucht, dass es sein Apparat, der die Musik spielt? Ja. Ich muss sagen, gerade wo du den Moment sagst, wo der Han Solo in, wo ist das, ich weiß nicht mehr, in welchem Film das ist, in den Sequels, wo Han Solo dann die anderen Rey und so trifft, hat er diese Tentakelmonster-Probleme. 7. Und so. Ja. 7. Da habe ich mir das erste, was ich mir da gedacht habe, ist, was? Die ganze Zeit hat Han Solo dasselbe gemacht wie immer, die letzten 30 Jahre? So. Das ist ja auch das Problem. Voll langweilig. Die haben Han Solo. Nicht mal einen Laden irgendwie eröffnet irgendwo. Oder er hätte diese Schrottfabrik haben können, wo Rey hingeht oder so. Dann hätten sie sich kennenlernen können. Da hätte er den Millennium Falcon gesehen. Sie haben ihn in der Entwicklung zurückgehauen. Sie haben einfach gesagt, Han Solo war dann nicht cool als Schmuggler. Ja. Aber das war ja Sinn und Zweck. Am Ende von der Trilogie war ja eigentlich... Ihr riecht schon das Essen, ne? Am Ende der Trilogie war er eigentlich... Er ist ja kein Schmuggler mehr. Er war ein Kriegsheld. Genau, er war ein Kriegsheld und General. Ja, genau.
Ja, ich fand das eigentlich auch schade, so, dass der Film sich nicht mehr getraut hat, als zu sagen, die haben dann ein Kind zusammen gemacht, aber dann haben sie auch gesagt, so, nee, jetzt reicht's. Ja, und er ist eigentlich, also ich weiß nicht, wieso sie die originalen Figuren so hassen, aber Han Solo hat einfach sein Kind verlassen, weil er keinen Bock auf das. Ja. Und jetzt ist er im Millennium Falcon wie in einer Midlife-Crisis und raucht Pot mit Chewie. Und das ist sein Leben jetzt. Würde ich wahrscheinlich auch machen. In den 70ern. Ja. Luke Skywalker hat nicht nur probiert, seinen Neffen zu killen, sondern danach hat er alle im Stich gelassen und sich selbst bemitleidet. So, ich so, warum? Und Leia, die haben die nicht ganz kaputt gemacht, aber dann haben die gesagt, ja okay, und du gehst in dein Koma und wirst ersetzt durch Laura Dern. So. Koma, Laura Dern. Ja, und da können sie halt nichts dafür, deswegen, ich sehe den Goodwill in Episode 9, wo sie probiert haben, Archivaufnahmen von Carrie Fisher zu benutzen, damit sie wieder Teil des Films ist. Aber man merkt halt, dass dieser Dialog sich anfühlt wie bei so einem NPC-Charakter, weißt du? So, nothing is. Ich überlege, während du redest die ganze Zeit, gab es noch einen Film? Was meinst Außer du? Außer Solo und, nee, ne? Es gab Solo, keinen, Rogue One und die Trilogie. Genau, aber es gab keinen weiteren, ne? Weil es verschwimmt so, dadurch, dass na, bei es, Disney es, Plus es war, ja es jetzt... War, es waren mehrere... Rogue Squadron war ja noch angekündigt, ja, da gab es ja diesen Patty Teaser Jenkins, mit ne? Patty genau. Jenkins, wo sie auf diesem Flugfeld da ja noch Richtung X-Wing geht. Und ja. sogar erzählt er, dass ihr Vater mal ein Kampfpilot genau. Haben sie das abgesagt? Der ist jetzt erstmal abgekannt. Also der ist nicht gekannt, der ist auf unbestimmt. Erstmal auf unbestimmt verlegt worden, weil man gesagt hat, okay, Taika Waititi kriegt jetzt Ach, den ja, nächsten ja, ja, Film. Ja, genau, ja. Und dann hieß es auch, dass Boba Fett einen eigenen Film kriegt von James Mangold, was ja eigentlich an sich super klingt. James Mangold hier verantwortlich. Ich muss ganz kurz, weil ich mache hier vegetarisch, vegan. Ja, bestens. Ja? Ja, ich bin Vegetarier, ja. Ja. Ach so, okay, gut. Ich habe sogar, ich möchte mich mal selber loben, ich benutze das hier fürs Fleisch und das hier ist für Ach so, das ganze ja, vegane ja. Zeug. Cool, ne? Aber wer mir wurscht. Also okay, ist na gut. Wurscht. Wurst. Ha, ha, das Wurst, ist lustig, weil da Würste liegen. Ja. Verstehst du? Ha. Aber wir kochen, wir grillen ja nicht nur für uns, weil das ganze Team lauert und lächzt hier Best. Schon im Hintergrund. Ja, also beim Essen werden wir auch langsam dann sagen, tschüss, ciao. Aber James Mangold sollte ursprünglich Boba Fett-Film machen. Ah, okay. Und die Idee fand ich geil, weil er hat Logan gemacht, ein großartiger Film. Dafür macht er jetzt Indiana Jones 5. Ja, davor habe ich Angst. Boah, davor habe ich Angst. Ey, ich will keinen Indiana Jones 5. Oh, ich weiß nicht, ich finde, James Mangold hat bisher echt fast noch gar nicht daneben gegriffen. Aber da wird das Studio viel mehr zu sagen haben als er, sage ich dir jetzt schon. Also ein Indiana Jones 5-Film brauche ich auch nicht, weil, und das klingt jetzt gemein und ich meine es nicht gemein, Harrison Ford ist zu alt dafür. Ey, es ja. ist nicht gemein, das ist so, die Wahrheit. Du warst also, schon mal Film. Also er ist einfach zu alt dafür, um Action zu Genauso machen. Wie Liam Neeson zu alt ist jetzt, Alter. Lass mal den. Und es gibt doch genug auch Filme für sein Alter. Weißt ja, du? Und machen die mal in so einen Action-Star. Ja, da könnte doch mal wieder eine Frau entführt werden von ihm. Ja. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, ich war ja schon, also die meisten waren ja auch keine Fans von Indiana Jones 4, ich auch nicht. Weil Indiana Jones 3 hat für mich eins der besten Enden für ja, eine ja. Trilogie. Die reiten wortwörtlich in den Sonnenuntergang. Wieso musst du da weitermachen? Wieso? Okay, ja. weil Geld, aber und da bin ich kein Fan von. Und einfach nur, nachdem ich gesehen habe, wie mit Han Solo, Luke und Leia umgegangen wurde und mit Boba Fett jetzt kürzlich umgegangen wurde, ich habe Angst, was sie in die machen. Ich bin ehrlich gesagt relativ leidenschaftslos. Ich hab mit Star Wars, das ist nichts, worauf ich mich freue. Jetzt bei der, was war es, die Star Wars Celebration, wo sie angekündigt haben, dass 8 neue Serien kommen zum Baum, der hinten auf Kashyyyk in der letzten Ecke stand, in Szene 12. Da kriegt alles dann seine eigene Spin-off-Serie. Ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr sehen. Obi-Wan war so kacke, also wirklich so schlecht. Obi-Wan war wirklich so schlecht, dass ich gedacht habe, so, es war neben der Resident Evil-Serie dieses Jahr so das Ding, wo ich dachte, sowas habe ich ja lange nicht mehr gesehen im TV, so eine Qualität. So dass ich jetzt, für mich habe ich damit abgeschlossen. Ich gucke mal, was Taika Waititi macht. Muss sagen, auch bei dem, ne, die Thor-Filme sind jetzt nicht so unbedingt meins. Er ist am besten, wenn er seine eigenen Sachen genau, macht. What We Do in the Shadows. Jojo Rabbit macht sich auch gerne. Ja, genau. Ich bin sehr gespannt, was der mal wieder so macht und bei Star Wars mal gucken. Aber hier war auch, also muss ich auch sagen, war hingerotzt. Also es war auch, wenn du die Behind the Scenes anguckst, siehst du nicht, dass so ein Taika irgendwie gesagt hat, das ist hier meine fette Vision. Der hat gesagt, komm, wir gehen mal eben zum Parkplatz, da haben schnell einen Greenscreen und ich verbringe ein bisschen Zeit mit meinen Freunden Chris Hemsworth, Tessa Thompson und Natalie Portman ja. und die Kinder sind am Set. Natürlich ist das für die schön, aber nur weil das für die schön ist, heißt es nicht, dass automatisch ein guter Film bei rauskommt. Ja. Weißt du? Das war für dich nicht schön? Das war ein wunderschöner Film.
Und es gibt eine Infinity Gauntlet Eisdiele. Ja, das fand ich auch komisch. Weil ist das nicht das schlimmste Ereignis, was denn je passiert ist? Und da gibt es eine Eisdiele, die nach benannt ist. Ja. Das ist ein bisschen so, wenn du in New York so die Twin Towers aufmachst und da dann Eis. So, so Summers Eis. So. Ja, ja. Ja. Also, nicht so eine gute Idee. Es ist echt komisch. Also ich verstehe das nicht. Und aber im Serienbereich, was für mich so der Lichtblick der letzten Jahre Star Wars-mäßig war, Mandalorian. Ja. Weil das halt auch was gemacht hat, was sie so selten dann auch machen. Ne? Sich dieses Universum nehmen, diese große Lore, diese Charaktere und sagen, wir stellen uns da hinten hin, mal ganz abseits vom großen Geeier um Todessterne und erzählen einen kleinen Western und eine Vater-Sohn-Geschichte und erzählen vor allen Dingen über die Mandalorianer, über die ich noch gar nichts wusste. Ich habe die Bücher nie gelesen, deswegen weiß ich gar nichts von denen und dachte so, das ist dann da bekomme ich ein bisschen Lore, die ich noch nicht kannte. Ich finde auch super, wie sie den Ansatz gewählt haben, dass es sehr introvertiert erzählt wurde. Deswegen, das war ein echter Hit. Sogar die zweite Staffel, die viele dann schon nicht mehr mochten, weil ich auch nicht verstanden habe. Zweite Staffel fand ich sogar noch besser. Ja, ich habe jetzt beide nochmal Back-to-Back gesehen. Ich muss sagen, ich finde die erste besser. Ich sage euch auch warum. Weil die erste ist für mich genau das, ist dieses simple Storytelling einfach nur. Ja. Und es macht auch Spaß und es ist Western, wie er gesagt hat. Die zweite ist eigentlich, weil mir ist erst aufgefallen, wo die Probleme in Staffel 2 sind, als ich dem Kumpel gezeigt habe. Weil der hat das nicht Woche für Woche geguckt, der hat es durchgebinged. Und wenn du Mando Season 2 durchbinged, ist es eigentlich saulustig. Weil, was ist der Plot von einer Mando-Episode? Es ist wirklich der gleiche in Season 2 jedes Mal. Und zwar, es ist, wir müssen Baby Yoda zu dem Jedi bringen. Das ist das Setup vom Ende der ersten Staffel. Dann falle ich irgendwo um. Genau. Muss mich reparieren, also das Raumschiff. Nein, dir sagt jemand, ich kann dir helfen, wenn du mir hilfst, das Problem, das gerade auf meinem Planeten stattfindet, zu lösen. Das ist computerspielmäßig. Genau. Das Level, dann Quest. Genau. Und der sagt dir dann aber nicht, wo der Jedi ist. Der sagt dir, okay, ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Aber ich kenne jemanden, auf einem anderen Planeten und der wird dir helfen. Mhm. Und dann geht er dahin und dann wirklich repeat. Ja. Und das war in ich der ersten. Ich habe ja gedacht, es ist fast B. Es ist halt also fast schon Trash-TV, aber es hat uns abgeholt, wie du das schon sagst. Weil guck mal, die anderen Sachen haben uns so enttäuscht und auch es war so too much und zu. Da warst du mal froh, dass es mal so ganz ruhig war, ganz gechillt. Ein Hauptakter, zwei, das war's. Mhm. Naja, aber Mando, ne, auch die Musik war geil, muss man sagen. Ja, Ludwig Göransson, meine ich. Das war was ganz anderes als John Williams. Und es funktioniert. Es funktioniert halt auch, wenn man andere Sachen bei Star Wars macht. Ludwig Göransson, ist das nicht der eine Teil von den beiden? Da arbeitet doch mit diesem Rapper zusammen. Wie heißt denn nochmal? Das ist seine Perspektive, Expertise. Das du meinst ja den Lando Calrissian auch gespielt hat? Genau. Childish Gambino, genau. Ich glaube, die sind zusammen. Die machen das ist eine Zweiergruppe. Na, der hat ja Tenet auch gemacht zuletzt, ne? Ganz genau. Ja, genau. Mhm. Tenet auch und Film. Darüber müssen wir auch mal 4 Stunden reden. Über Tenet? Ja. Und The Book of Boba Fett. Habt ihr dazu meine? Oh mein Gott. Ich habe abgebrochen in der Mitte. Ich fand, echt, ja? Ja. Krass. Wo dann die anderen Charaktere quasi die Show übernommen haben, dachte ich so. Also ich muss sagen, bei Boba Fett, die beste Folge war natürlich die Folge, die Mando übernommen hat. Mhm. Ja, aber das ist ja Quatsch. Aber das zeigt ja, genau, das zeigt, wie Quatsch das war. Ja, ja. Boba Fett, ich liebe die Figur. Der Typ, der da spielt, ist cool, auch gealtert irgendwie. Es hatte alles was Cooles irgendwie, aber es war schlecht. Nur noch Obi-Wan hat das getoppt. Ich finde Temuera Morrison ist kein guter Schauspieler. Der hat auch in den hat Jahren ja auch, es schien mir, weil du vorhin meintest, es war ein guter Payday, schien mir auch so ein Stunt-Dude zu sein. Weil ich meine, was hat er schon gemacht? Na, im ersten war er eh nicht dabei. Der ist ja dann erst in der Prequel-Trilogie als Klon-Typ dazu. Ja, genau, und dann hat man ihn aber für die Special Extended Edition die Voice-Overs ändern lassen. Ach so, für die Originalen. Ja. Ich habe noch die alten VHS-Kassetten und von denen trenne ich mich nicht, damit ich die Originalversion. Ich kann die zwar nie wieder abspielen. Okay. Gerne, ja. Dann sind wir auch eh beim letzten Punkt und dann können wir einfach anfangen zu essen und den wundervollen Chat dann auch verabschieden ab einem gewissen Punkt. Und zwar eure Haltung zu Andor, die Serie, die uns jetzt erwartet. Ja. Weil immerhin ist sie von den gleichen Leuten, die uns Rogue One gegeben haben. Und sie ist die eine Serie neben Mandalorian, wo Lucasfilm so viel Vertrauen hat, dass sie gleich sagen, das wird mehrere Staffeln haben. Ich finde es halt geil, dass sie es nicht im Volume drehen. Mehr muss ich erstmal gar nicht wissen. Die Trailer sehen tausendfach schöner aus als alles, was aus Hollywood in den letzten 2 Jahren gekommen ist, wo CGI-Effekte drin waren.
Ich bin gespannt, aber ich würde jetzt auch eher so sagen, ich gucke mal rein, nachdem ich eure Videos geschaut habe. Und wenn ihr mal sagt, das ist scheiße, dann spare ich mir das. Freust du dich drauf, Ruth? Mann, ich bin irgendwie gebrandmarkt und auch schon sehr enttäuscht von Obi-Wan. Das war eine meiner Lieblingsfiguren. Obi-Wan ist, glaube ich, für alle. Ja, klar. Wie kann man das so verkacken? Alleine die Anschlussfehler turnen dich so ab, weil du immer denkst, hat keiner gesagt, das kann zeitlich nicht gehen. Oder, warte mal, der kann Prinzessin Leia nicht gekannt haben. So, solche Sachen, ne? Aber ich bin dann doch noch Fan genug, dass ich mir auf jeden Fall alles angucken muss. Aber Jungs, ich hoffe, die Würstchen. Vielen Dank, mein Lieber. Geil. Also ich gucke das schon, aber danke dir. Ich mochte auch Rogue One sehr, deswegen die Fallhöhe ist hoch. Freust du dich? Ich bin gerade gemixt so ein bisschen. Auf der einen Und Seite... Und ich sag euch auch warum. Das musst du jetzt eigentlich bei jedem Satz sagen. Ja. Das habe ich heute so oft gehört. Das fällt mir ja gar nicht auf, wenn man nicht mit dir privat zu tun hat. Im Video sagst du es immer so einmal. Aber heute ist es ja bestimmt 8 Mal oder so gefallen. Das finde ich sehr interessant. Was mir immer gesagt wird, was ich alle 2 Sekunden im Video sage, ist und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort, okay. Da werde ich am häufigsten zitiert, glaube ich. Und so weiter und so fort. Aber ja, und ich sage euch auch warum. Bitte. Sag warum. Mich hat halt Rogue One damals echt begeistert. Und weil es halt so gritty Guys on a Mission war und jetzt so eine Espionage-Serie. Mhm. Im Star Wars-Kosmos, wenn sie es wirklich gut machen. Nö, und lustigerweise habe ich das Gefühl, das moderne Star Wars ist am besten, wenn sie die Figuren, die wir mögen, in Ruhe lassen. Mhm. So, weil wenn sie die anfassen, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen können. Deswegen ist ja auch Mandalorian der interessanteste Charakter in der Boba Fett-Serie. Ja. So, weil Boba Fett ist alt und doof, deswegen mögen wir den nicht. Und ja, in den Sequels muss ich nicht nochmal drüber reden und aufrollen, was aus unseren alten Charakteren gemacht wurde. Deswegen habe ich schon das Gefühl... Aber jetzt sind ja alle durch. Das muss man ja sagen. Jetzt haben sie alle einmal kaputt gemacht und dann jetzt können sie sich auf neue Sachen stürzen. Das klingt richtig wie Hostile Takeover, oder? Du killst alles raus, was du magst und ersetzt es. Ich frage mich dann immer, wie sitzt George Lucas gerade zu Hause? Und er hat doch damals ein ganz böses Interview gegeben, wo er danach dann noch wirklich zurückrudern musste, weil er echt hart war. Mhm. Und er hat es erstmal wie mit einer Scheidung und so weiter verglichen und meinte, das ist so wie mit einer Ex. Du rufst sie nicht an, du fährst nicht an ihrem Haus vorbei, du hältst dich da komplett raus, weil alles, was du da sehen wirst, wird dir nur wehtun. Aber anscheinend, er war ja auch sehr diplomatisch, weil man hat ihn ja wirklich befragt zu jedem einzelnen Film. Und als er so die Sequels gesehen hat, war er sehr diplomatisch, hat gesagt, ich wünschte, die hätten sich mehr getraut. Mhm. Hat gesagt, ich habe probiert, mit meinen Filmen zumindest immer was Neues zu machen. Mandalorian war ja am Set und glücklich. Ja. Und der einzige Film, wo er wirklich gesagt hat, den findet er gut, war Rogue One. Und ich glaube, bei uns hier zumindest in der Viererrunde ist auch Rogue One der beliebteste von den Filmen. Mhm. Also auch mit Abstand. Von den 9 auf jeden Fall, ja. Ja. Und deswegen, ich bin gespannt. Deswegen, ich freue mich tatsächlich auf Mando Season 3. Weil stimmt, die haben sich jetzt auch verdient, dass ich mich drauf freue nach den 2 Staffeln. So hat bisher nicht wirklich gehapert. Klar, man kann immer irgendwas finden. Aber generell war das echt spaßig und ich habe mich auch jede Woche drauf gefreut. Und bei Andor bin ich halt, ich drücke die Daumen, aber ich bin auch so ein bisschen wie Roose, wenn er es gerade gesagt hat. Zu häufig wurde man schon enttäuscht. Ja, und Rogue One war sehr gut. Ja. Deswegen, Und deswegen muss man halt gucken, in welche Richtung das geht. Ich muss noch She-Hulk gucken, ich habe keine Zeit für Star Wars. Ey, bitte. Hast du meine Videos gesehen? Ich hab nur die Thumbnails gesehen. Ich wollte mir nämlich erstmal die Sachen anschauen. Ich muss sie nämlich bei mir auch noch machen. Also es ist halt eine Serie, die meiner Meinung nach in allem, was sie versucht zu sein, failed. Aber sagst du mir auch warum? Ich bitte darum. Also erstens, sie will eine Sitcom sein. Ja. Und sie ist halt eine Sitcom, die nicht wirklich lustig ist. Nee, ich kenne nur diesen einen Clip, der released wurde, wo sie an der Bar stehen und Hulk schüttelt einen Shake und sagt, hey, durch unseren Metabolismus haben wir die Fähigkeit, betrunken zu werden, aber ohne, dass wir so richtig betrunken werden. Und ich dachte, warum trinkt man denn dann überhaupt? Sag ich in meinem Video. Ah ja. Ja, dachte ich auch sowas. Also die Witze landen halt gar nicht. Und es ist halt so unangenehm, wenn du so eine Comedy siehst, wo kein Witz landet und es schon teilweise cringe ist. Du fühlst dich so, als wenn du bei einem Stand-Up-Comedian sitzt und kein Witz landet und das Publikum still ist. Weißt du, dass er schon fast aufs Mikrofon klopft und fragt, ist das Ding an? So fühlt sich das an, okay? Dann
sie scheinen tatsächlich das eigene Universum vergessen zu haben, ja, weil sie sitzt dann dem Hulk gegenüber und sagt, du weißt nicht, wie hart mein Leben war, du hast keine Ahnung, wie ich mich fühle und ich musste Wut 10.000 Mal häufiger kontrollieren als du. Und da frage ich mich, weil sie eine Frau ist. Ja, und ich so, habt ihr aber die anderen Filme gesehen? Er war doch selbstmordgefährdet. Er musste teilweise als Obdachloser auf der Straße wohnen. Aber dann macht halt die Show auch dieses clevere Anführungsstrichen. Wir sind eine Comedy, denk nicht drüber nach. Mhm. Aber will dann auch, dass du drüber nachdenkst. Und der soziale Kommentar, mit dem wird halt umgegangen, einfach wie so subtil wie eine Kettensäge ins Gesicht. Ja. Und da sage ich, dann verweise ich immer auf The Boys. Weil The Boys hatte eine ähnliche Thematik in der ersten Season. Man hat das brillant gemacht. Weißt du, wo Starlight dort anfängt zu arbeiten und direkt da dieses Schwein vor sich hat. Und dann auch ihre Entwicklung. The Boys, wie sie sich auch teilweise über dieses fake Virtue Signaling lustig machen. Ich habe das Gefühl, dass The Boys so eine Serie wie She-Hulk auf die Schippe nehmen können. Mhm. Weißt du? Ja, ich schaue trotzdem mal rein. Ich muss es auf meinem Kanal noch besprechen. Und ich bin eigentlich ein großer Fan von gut geschriebenen Anwaltsserien. Das war das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, weil ich mag Ally McBeal. Ich hab deinen Post gesehen, wo du meintest, Boston Legal ist eine meiner Lieblingsserien. Das finde ich ja krass. Ich habe das nie geguckt, nee. Musst du sehen. Aber Ally McBeal habe ich sehr gemocht. Ja, aber auch von David E. Kelly. David E. Kelly ist bekannt für seine extrem bissigen, brillanten Dialoge. Ist das nicht der Mann von Michelle Pfeiffer? Das weiß ich nicht. Aber das Brillante an dem Typen ist Folgendes. Die Dialoge sind so wild, dass du keine Ahnung hast, in welche Richtung sie gehen. Es kann auf einmal sein, dass du richtig emotional wirst und der dich irgendwie trifft. Es kann sein, dass es der wahnwitzigste Gag aller Zeiten wird. Und es kann sein, dass es irgendwas politisch Relevantes ist. Und die sind sehr politisch, die Serien. Aber sie machen das, während sie gleichzeitig auch gute Charaktergeschichten haben. Ich kann halt William Shatner nicht ernst nehmen. Gar nicht. William Shatner als Danny Crane ist eine fucking Legende. Eine Legende, so gut. Musst du sehen. Okay. Und das Brillante ist halt auch die Show, wie sie zum Beispiel damit umgeht. Die zwei beiden Hauptfiguren sind Alan Shore, gespielt von Spader, und Danny Crane, gespielt von Shatner. Die beiden sind beste Freunde, obwohl der eine ist ein Republikaner, der andere ist ein Demokrat. Mhm. Also sie sind beste Freunde. Sie sind so beste Freunde, dass sie darüber sprechen, dass sie sich lieben und auch Übernachtungspartys haben, Pyjama-Partys immer. Und jede Episode endet damit, dass die beiden am Ende der Folge bei einer Zigarre und einem Scotch entweder über aktuelle Ereignisse da draußen sprechen, über Ereignisse der Episode oder über ihre Freundschaft. Und allein diese Dialoge am Ende, diese 5 Minuten, sind die Serie wert. Hm. Also ich empfehle es wärmstens. Ich empfehle es auch allen von euch da draußen, die sagen, warum bist du denn so am Meckern und sagst, es ist keine gute Anwaltsshow, She-Hulk. Weil es gibt nun mal dieses Nonplusultra, das Boston Legal war. Ja. Und die haben sich ja so aus dem Fenster gehen und meinten, David E. Kelly, Rieseninspiration für uns. Und dann haben sie letztens im Interview quasi zugegeben, ja, wir wissen gar nicht, wie man Courtroom-Drama schreibt. Und ich, ja, warum? Dann holt euch Leute, die es können. Weißt du, ihr habt doch alles Geld. Ja. David E. Kelly zum Beispiel. Wir haben noch einen Überfall. Weil wir haben ja, ich wusste, hier guckt ja wahrscheinlich unsere Livestream, wir haben unseren Hocker. Unser Hocker ist irgendwann halt ein eigener Charakter geworden. Mhm. Wir haben gesagt, okay, immer wenn uns Leute besuchen kommen, unterschreiben sie auf diesem Hocker. Das Lustige ist, die erste Person, mit der wir das gemacht haben, die einzige Unterschrift, die im Augenblick da drauf ist, ist die von einer Dame, die uns Obi-Wan Kenobi geschenkt hat. Nee, auch Sam Raimi. Nein, Sam Raimi hat darauf nicht unterschrieben. Das ist nur Deborah Chow. Deborah Chow hat das gemacht. Yeah. Und ihr habt jetzt, wenn ihr mögt, die Ehre. Du kannst durchstreichen, wenn du magst. Neben Deborah Chow mal irgendwie so einen kleinen. Einfach unseren Hocker. Aber ja, wir würden uns sehr freuen über eure Unterschriften. Klaro. Ich mach mal so. Ich denke, ihr werdet viele sammeln wollen. Dann ja, deswegen einfach ein bisschen kleiner. Ja, genau. Sonst müssen wir uns einen neuen Hocker kaufen. Ja. So, wir haben hier so eine richtige Tagger-Unterschrift. Ja. Jetzt schau dir meine Kindergarten-Unterschrift hier an. Ich glaube, du kennst meine nicht. Ich kann überhaupt nicht schreiben. Ich habe es total verlernt. So einfach. Vielen Dank. Hocker ist glücklich. Hocker ist Hockey. Und ich glaube, damit sind wir auch langsam am Ende der Show und fangen an zu essen. Also ich zumindest. Ich habe ein bisschen was gegessen. Deswegen bedanke ich mich erstmal ganz recht herzlich bei meinen wundervollen Gästen. Danke dir. Danke, Luz. Es war super, dich mal hier haben zu dürfen. Danke dir. David, das ist auch das erste Mal vor der Kamera zusammen. Luz, komm du auch. Ihr seid das erste Mal zusammen. Das erste Mal Kamera zusammen. Ja, ja. Wir waren schon mal Podcast, Buddies. Ja. Danke, Sebastian. Einmal für Grillmaster, für Community.
für deinen Einsatz. Danke an das komplette Team hinter der Regie. André, Hardy, wollt ihr euch zeigen? Das sind die wahren Champions. Das sind die wahren Champions. Ja, ich bin gewesen. Wollt ihr euch zeigen oder wollt ihr es lassen? Nein. Nein. Okay, dann nicht. Okay, aber wirklich vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre die Show gar nicht gewesen. Und der größte Dank, der gilt den Leuten da draußen, die uns die Treue schwören, die zugucken, die mitdiskutieren. Vielen, vielen, vielen tausend Dank. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend und passend, möge die Macht mit euch sein. Warte, hier. Möge die Macht mit euch sein. Es geht nicht, es geht nicht. Wie mache ich? Nein, du musst, glaube ich, auf den Knopf drücken jetzt. Achso, den hast du ausgemacht. Ja. Das war jetzt so unepisch. Ja. Aber mach wenigstens, wenn es rauskommt. Nein, ich glaube, wir haben den Sound aufgestellt. Siehst du? Ah ja. Wie hast du es gerade gemacht? Ich habe den Stift. So. Jetzt muss mir Hardy oder André sagen, ob er raus ist. Tschüss. Sonst bleibe ich einfach so sitzen. Für eine Stunde. Und grinse. Freeze Frame, wie in einer 80s Sitcom. Hört auch mal was. General Grievous um, mit so einem Knarre. Yeah!